Das Waldhaus. Ein armer Holzhauer lebte mit seiner Frau und drei Töchtern in einer kleinen Hütte am Rande eines einsamen Waldes. Eines Morgens, als er wieder an seine Arbeit wollte, sagte er zu seiner Frau: »Lass mir mein Mittagbrot von dem ältesten Mädchen hinaus in den Wald bringen. Ich werde sonst nicht fertig. Und damit es sich nicht verirrt«, setzte er hinzu, »so will ich einen Beutel mit Hirsen mitnehmen und die Körner auf den Weg streuen.« Als nun die Sonne mitten über dem Walde stand, machte sich das Mädchen mit einem Topf voll Suppe auf den Weg. Aber die Feld- und Waldsperlinge, die Lerchen und Finken, Amseln und Zeisige hatten die Hirsen schon längst aufgepickt. Das Mädchen konnte die Spur nicht finden. Da ging es auf gut Glück immer fort, bis die Sonne sank und die Nacht einbrach. Die Bäume rauschten in der Dunkelheit, die Eulen schnarrten und es fing an, ihm Angst zu werden. Da erblickte es in der Ferne ein Licht, das zwischen den Bäumen blinkte. »Dort sollen wohl Leute wohnen«, dachte es, »die mich über Nacht behalten«, und ging auf das Licht zu. Nicht lange so kam es an ein Haus, dessen Fenster erleuchtet waren. Es klopfte an und eine raue Stimme rief von innen herein. Das Mädchen trat auf die dunkle Diele und pochte an die Stubentür. »Nur herein«, rief die Stimme, und als es öffnete, saß da ein alter, eisgrauer Mann an dem Tisch, hatte das Gesicht auf die beiden Hände gestützt und sein weißer Bart floss über den Tisch herab, fast bis auf die Erde. Am Ofen lagen drei Tiere. Ein Hühnchen, ein Hähnchen und eine bunt gescheckte Kuh. Das Mädchen erzählte dem Alten sein Schicksal und bat um ein Nachtlager. Der Mann sprach: »Schön Hühnchen, schön Hähnchen, und du, schöne bunte Kuh, was sagst du dazu?« »Ducks«, antworten die Tiere, »und das musste wohl heißen, wir sind es zufrieden.« Denn der Alte sprach weiter: »Hier ist Hülle und Fülle. Geh hinaus an den Herd und koch uns ein Abendessen.« Das Mädchen fand in der Küche Überfluss an allem und kochte eine gute Speise, aber an die Tiere dachte es nicht. Es trug die volle Schüssel auf den Tisch, setzte sich zu dem grauen Mann, aß und stillte seinen Hunger. Und als es satt war, sprach es: »Aber jetzt bin ich müde. Wo ist dein Bett, in das ich mich legen und schlafen kann?« Die Tiere antworteten: »Du hast mit ihm gegessen, du hast mit ihm getrunken. Du hast an uns gar nicht gedacht. Nun sieh auch, wo du bleibst die Nacht.« Da sprach der Alte: »Steig nur die Treppe hinauf, so wirst du eine Kammer mit zwei Betten finden. Schüttle sie auf und deck sie mit weißen Leinen, so will ich auch kommen und mich schlafen legen.« Das Mädchen stieg hinauf, und als es die Betten geschüttelt und frisch gedeckt hatte, legte es sich in das eine, ohne weiter auf den Alten zu warten. Nach einiger Zeit aber kam der graue Mann, beleuchtete das Mädchen mit dem Licht und schüttelte mit dem Kopf. Und als er sah, dass es fest eingeschlafen war, öffnete er eine Falltüre und ließ es in den Keller sinken. Der Holzhauer kam am späten Abend nach Haus und machte seiner Frau Vorwürfe, dass sie ihn den ganzen Tag habe hungern lassen. »Ich habe keine Schuld«, antwortete sie. »Das Mädchen ist mit dem Mittagessen hinausgegangen. Es muss sich verirrt haben. Morgen wird es schon wiederkommen.« Vor Tag aber stand der Holzhauer auf, wollte in den Wald und verlangte, die zweite Tochter sollte ihm diesmal das Essen bringen. »Ich will einen Beutel mit Linsen mitnehmen«, sagte er. »Die Körner sind größer als Hirsen. Das Mädchen wird sie besser sehen und kann den Weg nicht verfehlen.« Zur Mittagszeit trug auch das Mädchen die Speise hinaus, aber die Linsen waren verschwunden. Die Waldvögel hatten sie wie am vorigen Tag aufgepickt und keine übrig gelassen. Das Mädchen irrte im Wald umher, bis es Nacht ward. Da kam es ebenfalls zu dem Haus des Alten, ward hereingerufen und bat um Speise und Nachtlager. Der Mann mit dem weißen Barte fragte wieder die Tiere: »Schön Hühnchen, schön Hähnchen, und du, schöne bunte Kuh, was sagst du dazu?« Die Tiere antworteten abermals Ducks. Und es geschah alles wie am vorigen Tag.
Das Mädchen kochte eine gute Speise, aß und trank mit dem Alten und kümmerte sich nicht um die Tiere. Als es sich nach seinem Nachtlager erkundigte, antworteten sie: »Du hast mit ihm gegessen, du hast mit ihm getrunken. Du hast an uns gar nicht gedacht. Nun sieh auch, wo du bleibst die Nacht.« Als es eingeschlafen war, kam der Alte, betrachtete es mit Kopfschütteln und ließ es in den Keller hinab. Am dritten Morgen sprach der Holzhacker zu seiner Frau: »Schick mir heute unser jüngstes Kind mit dem Essen hinaus. Das ist immer gut und gehorsam gewesen. Das wird auf den rechten Weg bleiben und nicht wie seine Schwestern die wilden Hummeln herumschwärmen.« Die Mutter wollte nicht und sprach: »Soll ich mein liebstes Kind auch noch verlieren?« »Sei ohne Sorge«, antwortete er, »das Mädchen verirrt sich nicht. Das ist so klug und verständig. Zum Überfluss will ich Erbsen mitnehmen und ausstreuen. Die sind noch größer als Linsen und werden ihm den Weg zeigen.« Aber als das Mädchen mit dem Korb am Arm hinauskam, so hatten die Waldtauben die Erbsen schon im Kropf. Und es wusste nicht, wohin es wenden sollte. Es war voll Sorge und dachte beständig daran, wie der arme Vater hungern und die gute Mutter jammern würde, wenn es ausbliebe. Endlich, als es finster ward, erblickte es das Lichtchen und kam an das Waldhaus. Es bat ganz freundlich, sie möchten es über Nacht beherbergen. Der Mann mit dem weißen Bart fragte wieder seine Tiere: »Schön Hühnchen, schön Hähnchen und du, schöne bunte Kuh, was sagst du dazu?« »Duchs«, sagten sie. Da trat das Mädchen an den Ofen, wo die Tiere lagen, und liebkoste Hühnchen und Hähnchen, indem es mit der Hand über die glatten Federn hinstrich, und die bunte Kuh kraute es zwischen den Hörnern. Und als es auf Geheiß des Alten eine gute Suppe bereitet hatte und die Schüssel auf dem Tisch stand, so sprach es: »Soll ich mich sättigen und die guten Tiere sollen nichts haben? Draußen ist die Hölle und Fülle. Erst will ich für sie sorgen.« Da ging es, holte Gerste und streute sie dem Hühnchen und Hähnchen vor und brachte der Kuh wohlriechendes Heu, einen ganzen Arm voll. »Lasst euch schmecken, ihr lieben Tiere«, sagte es. »Und wenn ihr durstig seid, sollt ihr auch einen frischen Trunk haben.« Dann trug es einen Eimer voll Wasser herein und Hühnchen und Hähnchen sprangen auf den Rand, steckten den Schnabel hinein und hielten den Kopf dann in die Höhe, wie die Vögel trinken. Und die bunte Kuh tat auch einen herzhaften Zug. Als die Tiere gefüttert waren, setzte sich das Mädchen zu dem Alten an den Tisch und aß, was er ihm übrig gelassen hatte. Nicht lange, so fing Hühnchen und Hähnchen an, das Köpfchen zwischen die Flügel zu stecken, und die bunte Kuh blinzelte mit den Augen. Da sprach das Mädchen: »Sollen wir uns nicht zur Ruhe begeben? Schön Hühnchen, schön Hähnchen und du, schöne bunte Kuh, was sagst du dazu?« Die Tiere antworteten: »Duchs, du hast mit uns gegessen, du hast mit uns getrunken, du hast uns alle wohl bedacht. Wir wünschen dir eine gute Nacht.« Da ging das Mädchen die Treppe hinauf, schüttelte die Federkissen und deckte frische Leinen auf. Und als es fertig war, kam der Alte und legte sich in das eine Bett. Und sein weißer Bart reichte ihm bis an die Füße. Das Mädchen legte sich in das andere, tat sein Gebet und schlief ein. Es schlief ruhig bis Mitternacht. Da ward es so unruhig in dem Hause, dass das Mädchen erwachte. Da fing es an, in den Ecken zu knittern und zu knattern, und die Türe sprang auf und schlug an die Wand. Die Balken dröhnten, als wenn sie aus ihren Fugen gerissen würden, und es war, als wenn die Treppe herabstürzte, und endlich krachte es, als wenn das ganze Dach zusammenfiel. Das aber wieder still ward und dem Mädchen nicht zu leid geschah, so blieb es ruhig liegen und schlief wieder ein. Als es aber am Morgen bei hellem Sonnenschein aufwachte, was erblickten seine Augen? Es lag in einem großen Saal und ringsumher glänzte alles in königlicher Pracht. An den Wänden wuchsen auf grün seidenem Grund goldene Blumen in die Höhe. Das Bett war von Elfenbein und die Decke darauf von rotem Samt. Und auf einem Stuhl daneben standen ein paar mit Perlen gestickte Pantoffel.
Das Mädchen glaubte, es wäre ein Traum. Aber es traten drei reich gekleidete Diener herein und fragten, was es zu befehlen hätte. »Geht nur«, antwortete das Mädchen. »Ich will gleich aufstehen und dem Alten eine Suppe kochen und dann auch schön Hühnchen, schön Hähnchen und die schöne bunte Kuh füttern.« Es dachte, der Alte wäre schon aufgestanden und sah sich nach seinem Bette um. Aber er lag nicht darin, sondern ein fremder Mann. Und als es ihn betrachtete und sah, dass er jung und schön war, erwachte er, richtete sich auf und sprach, »Ich bin ein Königssohn und war von einer bösen Hexe verwünscht worden, als ein alter, eisgrauer Mann in dem Wald zu leben. Niemand durfte um mich sein als meine drei Diener in der Gestalt eines Hühnchens, eines Hähnchens und einer bunten Kuh. Und nicht er sollte die Verwünschung aufhören, als bis ein Mädchen zu uns käme, so gut von Herzen, dass es nicht gegen die Menschen allein, sondern auch gegen die Tiere sich liebreich bezeigte. Und das bist du gewesen. Und heute um Mitternacht sind wir durch dich erlöst und das alte Waldhaus ist wieder in meinem königlichen Palast verwandelt worden.« Und als sie aufgestanden waren, sagte der Königssohn den drei Dienern, sie sollten hinfahren und Vater und Mutter des Mädchens zur Hochzeitsfeier herbeiholen. »Aber wo sind meine zwei Schwestern?« fragte das Mädchen. »Die habe ich in den Keller gesperrt und morgen sollen sie in den Wald geführt werden und sollen bei einem Köhler so lange als Mägde dienen, bis sie sich gebessert haben und auch die armen Tiere nicht hungern lassen.« Der Riese und der Schneider. Einem Schneider, der ein großer Prahler war, aber ein schlechter Zahler, kam es in den Sinn, ein wenig auszugehen und sich in dem Wald umzuschauen. Sobald er nur konnte, verließ er seine Werkstatt, wanderte seinen Weg über Brücke und Steg, bald da, bald dort, immer fort und fort. Als er nun draußen war, erblickte er in der blauen Ferne einen steilen Berg und dahinter einen himmelhohen Turm, der aus einem wilden und finsteren Wald hervorragte. »Potz, Blitz«, rief der Schneider, »was ist das?« Und weil ihn die Neugierde gewaltig stach, so ging er frisch darauf los. Was sperrte er aber Maul und Augen auf, als er in die Nähe kam, denn der Turm hatte Beine, sprang in einem Satz über den steilen Berg und stand als ein großmächtiger Riese vor dem Schneider. »Was willst du hier, du winziges Fliegenbein?« rief der mit einer Stimme, als wenn es von allen Seiten donnerte. Der Schneider wisperte, »Ich will mich umschauen, ob ich mein Stückchen Brot in dem Wald verdienen kann.« »Wenn's um die Zeit ist«, sagte der Riese, »so kannst du ja bei mir im Dienst eintreten.« »Wenn's sein muss, warum das nicht? Was krieg ich aber für einen Lohn?« »Was du für einen Lohn kriegst«, sagte der Riese, »das sollst du hören. Jährlich 365 Tage. Und wenn's ein Schaltjahr ist, noch einen obendrauf. Ist dir das recht?« »Meinetwegen«, antwortete der Schneider und dachte in seinem Sinn, »man muss sich strecken nach seiner Decke. Ich suche mich bald wieder loszumachen.« Darauf sprach der Riese zu ihm, »geh, kleiner Halunke, und hol mir einen Krug Wasser.« »Warum nicht lieber gleich den Brunnen mitsamt der Quelle?« fragte der Prahlhans und ging mit dem Krug zu dem Wasser. »Was? Den Brunnen mitsamt der Quelle?« brummte der Riese, der ein bisschen tölpisch und albern war, in den Bart hinein und fing an, sich zu fürchten. »Der Kerl kann mehr als Äpfel braten. Der hat einen Allraun im Leib. Sei auf deiner Hut, alter Hans, das ist kein Diener für dich.« Als der Schneider das Wasser gebracht hatte, befahl ihn der Riese, in den Wald ein paar Scheite Holz zu hauen und heimzutragen. »Warum nicht lieber den ganzen Wald mit einem Streich? Den ganzen Wald mit Jung und Alt, mit allem, was er hat, knurzig und glatt?« fragte der Schneiderlein und ging das Holz hauen. »Was? Den ganzen Wald mit Jung und Alt, mit allem, was er hat, knurzig und glatt?
Und den Brunnen mitsamt der Quelle?« brummte der leichtgläubige Riese in den Bart und fürchtete sich noch mehr. »Der Kerl kann mehr als Äpfel braten. Der hat einen Allraun im Leib. Sei auf der Hut, alter Hans, das ist kein Diener für dich.« Wie der Schneider das Holz gebracht hatte, befahl ihm der Riese, 2 oder 3 wilde Schweine zum Abendessen zu schießen. »Ach, warum nicht lieber gleich 1000 auf einen Schuss und die alle hierher?« fragte der hoffärtige Schneider. »Was?« rief der Hasenfuß von einem Riesen und war heftig erschrocken. »Lass es nur für heute gut sein und lege dich schlafen.« Der Riese fürchtete sich so gewaltig, dass er die ganze Nacht kein Auge zutun konnte und hin und her dachte, wie er es anfangen sollte, um sich den verwünschten Hexenmeister vom Diener je eher, je lieber vom Hals zu schaffen. Kommt Zeit, kommt Rat. Am anderen Morgen gingen der Riese und der Schneider zu einem Sumpf, um den ringsherum eine Menge Weidenbäume standen. Da sprach der Riese: »Hör einmal, Schneider, setz dich auf eine von den Weidenruten. Ich möchte um mein Leben gern sehen, ob du imstand bist, die herabzubiegen.« Husch saß das Schneiderlein oben, hielt den Atem an und machte sich schwer, so schwer, dass sich die Gerte niederbog. Als er aber wieder Atem schöpfen musste, da schnellte sie ihn, weil er zum Glück kein Bügeleisen in die Tasche gesteckt hatte, zu großer Freude des Riesen so weit in die Höhe, dass man ihn gar nicht mehr sehen konnte. Wenn er nicht wieder heruntergefallen ist, so wird er wohl noch oben in der Luft herumschweben. Der verrostete Ritter. Ein sehr reicher und vornehmer Ritter lebte in Saus und Braus und war stolz und hart gegen die Armen. Deshalb ließ ihn Gott zur Strafe auf der einen Seite verrosten. Der linke Arm verrostete und das linke Bein. Ebenso der Leib bis zur Mitte. Nur das Gesicht blieb frei. Da zog der Ritter an die linke Hand einen Handschuh, ließ ihn sich am Handgelenk festzunehmen und legte ihn Tag und Nacht nicht ab, damit niemand sehe, wie sehr er verrostet sei. Darauf ging er in sich und versuchte, einen neuen Lebenswandel anzufangen. Er entließ seine alten Freunde und Zechgenossen und nahm sich eine schöne und fromme Frau. Dieselbe hatte wohl manches Schlimme von dem Ritter gehört, aber weil sein Gesicht gut geblieben war, glaubte sie es, wenn sie allein war und darüber nachdachte, nur halb, und wenn er bei ihr war und freundlich mit ihr sprach, gar nicht. Darum nahm sie ihn doch. Nach der Hochzeit aber, in der ersten Nacht, merkte sie es, warum er niemals den Handschuh von der linken Hand abzog, und erschrak heftig. Sie ließ sich jedoch nichts merken, sondern sagte am anderen Morgen zu ihrem Manne, sie wolle in den Wald gehen, um in einer kleinen Kapelle, die dort stand, zu beten. Neben der Kapelle aber befand sich eine Klause, in der lebte ein alter Eremit, der hatte früher lange Jahre in Jerusalem gelebt und war so heilig, dass die Leute von weit und breit zu ihm wallfahrteten. Den gedachte sie, um Rat zu fragen. Als sie nun dem Eremiten alles erzählt hatte, ging er in die Kapelle, betete dort lange zur Jungfrau Maria und sagte dann, als er wieder herauskam, »Du kannst deinen Mann noch erlösen, aber es ist schwer. Fängst du es an und bringst es nicht zu Ende, so musst du selbst auch verrosten. Viel Unrecht hat dein Mann sein Lebtag getan, und stolz und hart gegen die Armen ist er gewesen. Willst du für ihn betteln gehen, barfuß und in Lumpen, wie das allerärmste Bettlerweib, so lange, bis du 100 Goldgulden erbettelt hast? So ist dein Mann erlöst. Dann nimm ihn an der Hand, gehe mit ihm in die Kirche und lege die 100 Goldgulden in das Kirchbecken für die Armen. Wenn du das tust,
So wird Gott deinem Manne seine Sünden vergeben. Der Rost wird abgehen und er wird wieder so weiß werden wie zuvor. Das will ich tun, sagte die Ritterfrau. Und wenn es mir noch so schwer werden wird und es noch so lange dauert, ich will meinen Mann erlösen. Denn er ist nur auswendig verrostet, das glaube ich ganz sicher. Darauf ging sie fort, tief in den Wald hinein. Und nicht lange so begegnete ihr ein altes Mütterchen, welches Reisig suchte. Es hatte einen zerlumpten, schmutzigen Rock an und darüber einen Mantel, der war aus ebenso vielen Flecken zusammengesetzt wie Weiland das Heilige Römische Reich. Was aber die Flecken früher für eine Farbe gehabt, das konnte man kaum mehr sehen. Denn Regen und Sonnenschein hatten schon viel Arbeit mit dem Mantel gehabt. Willst du mir deinen Rock und deinen Mantel geben, alte Mutter? Sagte die Ritterfrau. So schenke ich dir alles Geld, was ich in der Tasche habe, und meine seidenen Kleider noch dazu, denn ich möchte gern arm sein. Da sah die alte Frau sie verwundert an und sprach, willst schon tun, mein blankes Töchterchen, wenn's dein Ernst ist. Hab schon viel gesehen auf der Welt, auch viele Leute gefunden, die gern reich werden wollten. Dass aber jemand gern arm werden will, das ist mir noch nicht vorgekommen. Wird dir schlecht schmecken mit deinen seidenen Händchen und deinem süßen Frätzchen. Aber die Rittersfrau hatte schon begonnen, sich auszuziehen und sah dabei so ernst und traurig aus, dass die Alte wohl merkte, dass sie keinen Scherz treibe. Sie reichte ihr also Rock und Mantel hin, half ihr, sie anlegen und fragte dann, »Was willst du nun tun, mein blankes Töchterchen?« »Betteln, Mutter«, antwortete die Ritterfrau. »Betteln? Nun gräme dich nicht darum. Das ist keine Schande. An der Himmelstür wird's auch mancher tun müssen, der es hier unten nicht gelernt hat. Aber das Bettellied will ich dich erst noch lehren. Betteln und hungern, dursten und hungern immer da. Allzeit müssen wir Bettelleut. Habt ihr was, schenkt mir was, ach nur ein Häppchen. Brot in den Bettelsack, Suppe ins Näpfchen. Lederne Ranzen, Röcke mit Fransen tragen wir Bettelleut. Was man erbettelt hat, wird verjuchheit. Nicht wahr? Ein hübsches Lied«, sagte die Alte. Damit warf sie sich die seidenen Kleider um, sprang in den Busch und war bald verschwunden. Die Rittersfrau aber wanderte durch den Wald und nach einiger Zeit begegnete ihr ein Bauer. Der war ausgegangen, eine Magd zu suchen, denn es war um die Ernte und Leutenot. Da blieb die Ritterfrau stehen, hielt die Hand hin und sagte, »Habt ihr was? Schenkt mir was, ach nur ein Häppchen!« Aber die anderen Verse sagte sie nicht, weil sie ihr nicht gefielen. Der Bauer sah sich die Frau an, und da er fand, dass sie trotz ihrer Lumpen Schmuck und gesund war, fragte er sie, ob sie nicht bei ihm Magd werden wolle. »Ich schenke dir zu Ostern einen Kuchen, zum Martini eine Gans und zu Weihnachten einen Taler und ein neues Kleid. Bist du damit zufrieden?« »Nein«, erwiderte die Rittersfrau. »Ich muss betteln gehen, der liebe Gott will es so haben.« Darüber wurde der Bauer zornig, schimpfte und schmähte und sagte höhnisch, »Der liebe Gott will es so haben, hä? Du hast wohl mit ihm zum Mittag gegessen, was? Linsen mit Bratwürsten, nicht wahr? Oder bist du vielleicht seine Muhme, dass du so genau weißt, was er will? Eine faule Haut bist du. Gut für den Knüttel, zu schlecht für den Bettel.« Darauf ging er seiner Wege, ließ sie stehen und gab ihr nichts. Da merkte die Ritterfrau wohl, dass das Betteln schwer sei. Sie ging jedoch weiter, und nach abermals einiger Zeit kam sie an eine Stelle, wo die Straße sich teilte und zwei Steine standen. Auf dem einen saß ein Bettler mit einer Krücke.
Da sie nun müde geworden war, gedachte sie sich eine kurze Zeit auf den leeren Stein zu setzen, um auszuruhen. Kaum hatte sie jedoch dies getan, als der Bettler mit der Krücke nach ihr schlug und ihr zurief: Mach, dass du fortkommst, du liederliche Liese! Willst du mir mit deinen Lumpen und deinem zuckersüßen Gesicht die Kundschaft abzwicken? Die Ecke hier habe ich gepachtet. Mach flinks, sonst sollst du sehen, was mein Krückholz für ein schöner Fiedebogen ist und dein Rücken für eine närrische Geiger. Da seufzte die Ritterfrau, stand auf und ging so weit, als sie die Füße tragen wollten. Endlich kam sie in eine große fremde Stadt. Hier blieb sie, setzte sich an den Kirchweg und bettete. Und nachts schlief sie auf den Kirchenstufen. So lebte sie Tag aus Tag ein und schenkte ihr der eine einen Pfennig und der andere einen Heller. Manche aber auch gaben ihr nichts oder schimpften gar, wie es der Bauer getan hatte. Es ging aber sehr langsam mit den 100 Goldgulden. Denn als sie 3/4 Jahre gebettelt hatte, hatte sie erst einen Gulden gespart. Und genau wie der erste Gulden voll war, gebar sie einen wunderschönen Knaben. Den nannte sie doch erlöst, weil sie hoffte, dass sie ihren Mann doch noch erlösen würde. Sie riss sich von ihrem Mantel unten einen Streifen ab, eine gute Elle breit, so dass der Mantel nur noch bis an die Knie reichte, wickelte das Kind hinein, nahm es auf den Schoß und bettete weiter. Und wenn das Kind nicht schlafen wollte, wiegte sie es und sang: Schlaf ein auf meinem Schoße, du armes Bettelkind. Dein Vater wohnt im Schlosse und draußen weht der Wind. Er geht in Samt und Seide, trinkt Wein, isst weißes Brot und sähe er uns so beide, so hämmt er sich zu Tod. Er braucht sich nicht zu hämmen, du liegst ja weich und warm. Er ist ja noch viel ärmer, dass Gott sich sein erbarm. Da blieben oft die Leute stehen und besahen sich die arme junge Bettelfrau mit dem wunderschönen Kinder und schenkten ihr mehr als früher. Sie aber war getrost und weinte nicht mehr, denn sie wusste, dass sie ihren Mann gewiss erlösen würde, wenn sie nur ausharrte. Als aber die Frau nicht wieder zurückkehrte, ward der Ritter auf seinem Schlosse tief betrübt, denn er sagte sich: Sie hat alles gemerkt und dich deshalb verlassen. Er ging zuerst in den Wald zu dem Eremiten, um zu hören, ob sie in der Kapelle gewesen sei und dort gebetet habe. Aber der Eremit war sehr kurz angebunden und streng gegen ihn und sagte: Hast du nicht in Saus und Braus gelebt? Bist du nicht stolz und hart gegen die Armen gewesen? Hat dich nicht der liebe Gott zur Strafe verrosten lassen? Deine Frau hat ganz recht getan, wenn sie dich verließ. Man muss nicht einen guten und einen faulen Apfel in einen Kasten legen, sonst wird der Gute auch faul. Da setzte sich der Ritter auf die Erde, nahm den Helm ab und weinte bitterlich. Als der Eremit dies gewahr wurde, ward er freundlicher und sprach: Da ich sehe, dass dein Herz noch nicht mitverrostet ist, so will ich dir raten, tue Gutes und gehe in alle Kirchen, so wirst du deine Frau wiederfinden. Da verließ der Ritter sein Schloss und ritt in alle Welt. Wo er Arme fand, schenkte er ihnen etwas, und wenn er eine Kirche sah, ging er hinein und betete. Aber seine Frau fand er nicht. So war fast ein Jahr vergangen. Da kam er auch in die Stadt, wo seine Frau am Kirchweg saß und bettete. Und sein erster Weg war in die Kirche. Schon von weitem erkannte ihn die Frau, denn er war groß und stattlich und trug einen goldenen Helm mit einer Geierklaue auf dem Knauf, der weithin leuchtete. Da erschrak sie, denn sie hatte erst 2 Goldgulden zusammen, sodass sie ihn noch nicht erlösen konnte. Sie zog sich den Mantel tief über den Kopf, damit er sie nicht erkennen sollte, und kauerte sich so eng zusammen, als sie irgend konnte, damit er nicht ihre schneeweißen Füße sehe. Denn der Mantel ging ihr nur bis an die Knie, seit sie den Streifen für das Kind abgerissen hatte. Als aber der Ritter an ihr vorbeischritt, hörte er sie leise schluchzen.
Und als er ihren zerlumpten und geflickten Mantel sah und das wunderschöne Kind auf ihrem Schoß, welches ebenfalls nur in Lumpen gewickelt war, tat es ihm in der Seele weh. Er trat an sie heran und fragte sie, was ihr fehle. Doch die Frau antwortete nicht und schluchzte nur noch mehr, so sehr sie sich auch Mühe gab, es zu verbeißen. Da zog der Ritter seine Geldtasche hervor, in der viel mehr waren als 100 Goldgulden, legte sie ihr auf den Schoß und sagte, »Ich gebe dir alles, was ich noch habe, und sollte ich mich nach Hause betteln.« Da fiel der Frau, ohne dass sie es wollte, der Mantel vom Kopf herunter, und der Ritter sah, dass es sein eigenes angetrautes Eheweib war, das er das Geld geschenkt hatte. Trotz der Lumpen fiel er ihr um den Hals und küsste sie, und als er vernahm, dass das Kind sein Sohn war, herzte und küsste er es auch. Doch die Frau nahm ihren Mann, den Ritter, an der Hand, führte ihn in die Kirche und legte das Geld auf das Kirchbecken. Dann sagte sie, »Ich wollte dich erlösen, aber du hast dich selbst erlöst.« Und so war es auch. Denn als der Ritter aus der Kirche trat, war der Fluch gehoben und der Rost, der seine ganze linke Seite bedeckte, verschwunden. Er hob seine Frau mit dem Kinde auf sein Pferd, ging selbst zu Fuß daneben und zog mit ihr zurück in sein Schloss, wo er lange Jahre glücklich mit ihr lebte und so viel Gutes tat, dass ihn alle Leute lobten. Die Bettlerlumpen aber, die seine Frau getragen hatte, hing er in einen kostbaren Schrein. Und jeden Morgen, wenn er aufgestanden war, ging er an den Schrein, besah sich die Lumpen und sagte, »Das ist meine Morgenandacht. Die nimmt mir der liebe Gott nicht übel, denn er weiß, wie ich's meine. Und ich gehe nachher doch noch in die Kirche.« Der Zaunkönig. In den alten Zeiten, da hatte jeder Klang noch Sinn und Bedeutung. Wenn der Hammer des Schmieds ertönte, so rief er »Smied mi to, smied mi to!« Wenn der Hobel des Tischlers schnarrte, so sprach er »Du hast, du hast!« Fing das Räderwerk der Mühle an zu klappern, so sprach es, »Help, Herr Gott! Help, Herr Gott!« Und war der Müller ein Betrüger und ließ die Mühle an, so sprach sie Hochdeutsch und fragte erst langsam, »Wer ist da? Wer ist da?« Dann antwortete sie schnell, »Der Müller, der Müller!« Und endlich ganz geschwind, steht tapfer vom Achteldreisecht da. Zu dieser Zeit hatten auch die Vögel ihre eigene Sprache, die jedermann verstand. Jetzt lautet es nur noch wie ein Zwitschern, Kreischen und Pfeifen und bei einigen wie Musik ohne Worte. Es kam aber den Vögeln in den Sinn, sie wollten nicht länger ohne Herrn sein und einen unter sich zu ihrem König wählen. Nur einer von ihnen, der Kibitz, war dagegen. Frei hatte er gelebt und frei wollte er sterben. Und angstvoll hin und her fliegend rief er, »Wo blieb ich? Wo blieb ich?« Er zog sich zurück in einsame und unbesuchte Sümpfe und zeigte sich nicht wieder unter seinesgleichen. Die Vögel wollten sich nun über die Sache besprechen, und an einem schönen Maimorgen kamen sie alle aus Wäldern und Feldern zusammen, Adler und Buchfinke, Eule und Krähe, Lerche und Sperling, was soll ich sie alle nennen? Selbst der Kuckuck kam und der Wiederhopf, sein Küster, der so heißt, weil er sich immer ein paar Tage früher hören lässt. Auch ein ganz kleiner Vogel, der noch keinen Namen hatte, mischte sich unter die Schar. Das Huhn, das zufällig von der ganzen Sache nichts gehört hatte,
verwunderte sich über die große Versammlung. Wat ist denn da zu tun? Gackerte es, aber der Hahn beruhigte seine liebe Henne und sagte, Lütteri glüht. Erzählte ihr auch, was sie vorhätten. Es ward aber beschlossen, dass der König sein sollte, der am höchsten fliegen könnte. Ein Laubfrosch, der im Gebüsche saß, rief, als er das hörte, warnend, Nat, 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 Nat. Weil er meinte, sie würden deshalb viel Tränen vergossen werden. Die Krähe aber sagte, Quakuk! Es sollte alles friedlich abgehen. Es ward nun beschlossen, sie wollten gleich an diesem schönen Morgen aufsteigen, damit niemand hinterher sagen könnte, ich wäre wohl noch höher geflogen, aber der Abend kam, da konnte ich nicht mehr. Auf ein gegebenes Zeichen erhob sich also die ganze Schar in die Lüfte. Der Staub stieg da von dem Felde auf. Es war ein gewaltiges Sausen und Brausen und Fittichschlagen, und es sah aus, als wenn eine schwarze Wolke dahin zöge. Die kleineren Vögel aber blieben bald zurück, konnten nicht weiter und fielen wieder auf die Erde. Die Größeren hielten länger aus, aber keiner konnte es dem Adler gleich tun. Der stieg so hoch, dass er der Sonne hätte die Augen aushacken können. Und als er sah, dass die anderen nicht zu ihm herauf konnten, so dachte er, was willst du noch höher fliegen, du bist doch der König, und fing an, sich wieder herabzulassen. Die Vögel unter ihm riefen ihm alle gleich zu, du musst unser König sein, keiner ist höher geflogen als du. Ausgenommen ich, schrie der kleine Kerl ohne Namen, der sich in die Brustfedern des Adlers verkrochen hatte. Und da er nicht müde war, so stieg er auf und stieg so hoch, dass er Gott auf seinem Stuhle konnte sitzen sehen. Als er aber so weit gekommen war, legte er seine Flügel nieder, sank herab und rief unten mit feiner, durchdringender Stimme, König bin ich, König bin ich. Du, unser König, schrien die Vögel zornig, durch Ränke und Listen hast du es dahin gebracht. Sie machten eine andere Bedingung. Der sollte ihr König sein, der am tiefsten in die Erde fallen könnte. Wie klatschte da die Gans mit ihrer breiten Brust wieder auf das Land. Wie scharrte der Hahn schnell ein Loch. Die Ente kam am schlimmsten weg. Sie sprang in einen Graben, verrenkte sich aber die Beine und watschelte fort zum nahen Teich hier mit dem Ausruf Bracherwerk, Bracherwerk. Der Kleine ohne Namen aber suchte ein Mäuseloch, schlüpfte hinab und rief mit seiner feinen Stimme heraus, König bin ich, König bin ich. Du unser König, riefen die Vögel noch zorniger. Meinst du, deine Listen sollen gelten? Sie beschlossen, ihn in seinem Loch gefangen zu halten und auszuhungern. Die Eule ward als Wache davor gestellt. Sie sollte den Schelm nicht herauslassen, so lieb ihr das Leben wäre. Als es aber Abend geworden war, und die Vögel von der Anstrengung beim Fliegen große Müdigkeit empfanden, so gingen sie mit Weib und Kind zu Bett. Die Eule allein blieb bei dem Mäuseloch stehen und blickte mit ihren großen Augen unverwandt hinein. Indessen war sie auch müde geworden und dachte, ein Auge kannst du wohl zutun. Du wachst ja noch mit dem anderen und der kleine Bösewicht soll nicht aus seinem Loch heraus. Also tat sie das eine Auge zu und schaute mit dem anderen steif auf das Mäuseloch. Der kleine Kerl guckte mit dem Kopf heraus und wollte wegwitschen, aber die Eule trat gleich davor und er zog den Kopf wieder zurück. Dann tat die Eule das eine Auge wieder auf und das andere zu und wollte so die ganze Nacht abwechseln. Aber als sie das eine Auge wieder zumachte, vergaß sie, das andere aufzutun, und sobald die beiden Augen zu waren, schlief sie ein. Der Kleine merkte das bald und schlüpfte weg. Von der Zeit an darf sich die Eule nicht mehr am Tage sehen lassen, sonst sind die anderen Vögel hinter ihr her und zerzausen ihr das Fell. Sie fliegt aus zur Nachtzeit, hasst aber und verfolgt die Mäuse, weil sie solche böse Löcher machen.
Auch der kleine Vogel lässt sich nicht gerne sehen, weil er fürchtet, es ginge ihm an den Kraken, wenn er erwischt würde. Er schlüpft in den Zäunen herum. Und wenn er ganz sicher ist, ruft er wohl zuweilen, König bin ich. Und deshalb nennen ihn die anderen Vögel aus Spott Zaunkönig. Niemand aber war froher als die Lerche, dass sie dem Zaunkönig nicht zu gehorchen brauchte. Wie sich die Sonne blicken lässt, steigt sie in die Lüfte und ruft, ach, wo ist das schön, schön ist das schön, schön, ach, wo ist das schön. Die Geschenke des kleinen Volkes. Ein Schneider und ein Goldschmied wanderten zusammen und vernahmen eines Abends, als die Sonne hinter die Berge gesunken war, den Klang einer fernen Musik, die immer deutlich ward. Sie tönte ungewöhnlich, aber so anmutig, dass sie aller Müdigkeit vergaßen und rasch weiterschritten. Der Mond war schon aufgestiegen, als sie zu einem Hügel gelangten, an dem sie eine Menge kleiner Männer und Frauen erblickten, die sich bei den Händen gefasst hatten und mit größter Lust und Freudigkeit im Tanze herumwirbelten. Sie sangen dazu auf das Lieblichste, und das war die Musik, die die Wanderer gehört hatten. In der Mitte saß ein Alter, der etwas größer war als die übrigen, der einen buntfarbigen Rock trug und dem ein eisgrauer Bart über die Brust herabhing. Die beiden blieben voll Verwunderung stehen und sahen dem Tanz zu. Der Alte winkte, sie sollten eintreten, und das kleine Volk öffnete bereitwillig seinen Kreis. Der Goldschmied, der einen Höcker hatte und wie alle Buckeligen keck genug war, trat herzu. Der Schneider empfand zuerst einige Scheu und hielt sich zurück, doch als er sah, wie es so lustig herging, fasste er sich ein Herz und kam nach. Alsbald schloss sich der Kreis wieder und die Kleinen sangen und tanzten in den wildesten Sprüngen weiter. Der Alte aber nahm ein breites Messer, das an seinem Gürtel hing, wetzte es und als es hinlänglich geschärft war, blickte er sich nach den Fremdlingen um. Es ward ihnen Angst, aber sie hatten nicht lange Zeit, sich zu besinnen. Der Alte packte den Goldschmied und schor in der größten Geschwindigkeit ihm das Haupthaar und Bart glatt hinweg. Ein Gleiches geschah hierauf dem Schneider. Doch ihre Angst verschwand, als der Alte nach vollbrachter Arbeit beiden fröhlich auf die Schulter klopfte, als wollte er sagen, sie hätten es gut gemacht, dass sie ohne Sträuben alles hätten willig geschehen lassen. Er zeigte mit dem Finger auf einen Haufen Kohlen, der zur Seite lag, und deutete ihnen durch Gebärden an, dass sie ihre Taschen damit füllen sollten. Beide gehorchten, obgleich sie nicht wussten, wozu ihnen die Kohlen dienen sollten, und gingen dann weiter, um ein Nachtlager zu suchen. Als sie ins Tal gekommen waren, schlug die Glocke des benachbarten Klosters 12 Uhr. Augenblicklich verstummte der Gesang. Alles war verschwunden und der Hügel lag in einsamem Mondschein. Die beiden Wanderer fanden eine Herberge und deckten sich auf dem Strohlager mit ihren Rücken zu, vergaßen aber wegen ihrer Müdigkeit die Kohlen zuvor herauszunehmen. Ein schwerer Druck auf ihren Gliedern weckte sie früher als gewöhnlich. Sie griffen in die Taschen und wollten ihren Augen nicht trauen, als sie sahen, dass sie nicht mit Kohlen, sondern mit reinem Gold angefüllt waren. Auch Haupthaar und Bart war glücklich wieder in aller Fülle vorhanden. Sie waren nun reiche Leute geworden. Doch besaß der Goldschmied, der seiner habgierigen Natur gemäß die Taschen besser gefüllt hatte, noch einmal so viel als der Schneider. Ein Habgieriger, wenn er viel hat, verlangt noch mehr. Der Goldschmied machte dem Schneider den Vorschlag, noch einen Tag zu verweilen, am Abend wieder hinauszugehen, um sich bei dem Alten auf dem Berge noch größere Schätze zu holen. Der Schneider wollte nicht und sagte, »Ich habe genug und bin zufrieden, jetzt werde ich Meister, heirate meinen angenehmen Gegenstand, wie er seine Liebste nannte, und bin ein glücklicher Mann.« Doch wollte er ihm zu gefallen den Tag noch bleiben.
Abends hing der Goldschmied noch ein paar Taschen über die Schulter, um recht einsacken zu können, und machte sich auf den Weg zu dem Hügel. Er fand wie in der vorigen Nacht das kleine Volk bei Gesang und Tanz. Der Alte schor ihn abermals glatt und deutete ihm an, Kohlen mitzunehmen. Er zögerte nicht einzustecken, was nur in seine Taschen gehen wollte, kehrte ganz glückselig heim und deckte sich mit dem Rock zu. »Ach, wenn das Gold auch drückt«, sprach er, »ich will das schon ertragen.« Und schlief endlich mit dem süßen Vorgefühl ein, morgen als steinreicher Mann zu erwachen. Als er die Augen öffnete, erhob er sich schnell, um die Taschen zu untersuchen, aber wie erstaunte er, als er nichts herauszog als schwarze Kohlen. Er mochte so oft hineingreifen, als er wollte. »Noch bleibt mir das Gold, das ich die Nacht vorher gewonnen habe«, dachte er und holte es herbei, aber wie erschrak er, als er sah, dass es ebenfalls wieder zu Kohle geworden war. Er schlug sich mit der schwarzbestäubten Hand an die Stirne. Da fühlte er, dass der ganze Kopf kahl und glatt war wie der Bart. Aber sein Missgeschick war noch nicht zu Ende. Er merkte erst jetzt, dass ihm zu dem Höcker auf dem Rücken noch ein zweiter ebenso großer vorn auf der Brust gewachsen war. Da erkannte er die Strafe seiner Habgier und begann laut zu weinen. Der gute Schneider, der davon aufgeweckt war, tröstete den Unglücklichen, so gut es gehen wollte, und sprach: »Du bist mein Geselle auf der Wanderschaft gewesen. Du sollst bei mir bleiben und mit von meinem Schatz zehren.« Er hielt Wort, aber der arme Goldschmied musste sein Lebtag die beiden Höcker tragen und seinen kahlen Kopf mit einer Mütze bedecken. Die Kätzchen. Der Weidenbusch am Bache draußen hatte den Winter über gut geschlafen. Als er eines Morgens im Frühjahr aufwachte, was machte er da für Augen? Sein ganzes Haus, bis hinauf zum obersten Dachstübchen, war mit Kätzchen bevölkert. »Schreib nun gleich an deine Haustür, Heim für obdachlose Kätzchen«, sagte die Wiese zum Weidenbusch. »Aber gib Acht, dass sie von dir nicht zu mir laufen, denn ich danke für die Katzengesellschaft.« Ans Fortlaufen schien aber die Kätzchen gar nicht zu denken. Sie saßen so still und behaglich da, als wollten sie gleich anfangen zu schnurren. Der warme Sonnenschein tat ihnen gut. Was für ein schönes, weiches, silbergraues Fell sie hatten. Und so rosige Schnäuzchen, wahrhaftig, es war eine niedliche kleine Gesellschaft. Der Weidenbusch machte sich aber doch Gedanken um sie. »Was fang ich bloß mit ihnen an?«, sagte er. »Wenn doch nur einer käme und sich ein paar Kätzchen mitnehme. Vor allen Dingen will ich ihnen etwas zu trinken geben«, dachte er, holte aus seiner Speisekammer den besten Weidensaft, den er hatte, und gab ihnen den zur Stärkung. Nach ein paar Tagen schon wurde sein Wunsch erfüllt. Leute, die über die Wiese spazieren gingen, blieben am Weidenbusch stehen und sagten: »Ach, was hat der für niedliche Kätzchen! Wir wollen doch ein paar davon für die Kinder mitnehmen!« Diese Kätzchen bekamen es nun gut. Als die Mutter mit ihnen in die Stube trat, sprangen ihr die Kinder entgegen und nahmen ihr die Kätzchen aus den Armen. Sie streichelten sie und das Jüngste drückte sie an sich. Dann spielten sie mit den Kätzchen. Der Mond berichtete dem Weidenbusch am Abend, dass die Kätzchen ihm behaglich zugeblinzelt und recht zufrieden ausgesehen hätten. Da war der Weidenbusch froh. Und die Kätzchen, die bei dem Weidenbusch geblieben waren, wie ging es ihnen? Auch denen ging es nicht schlecht, wahrhaftig nicht. Denn sie wurden so gut gehalten, dass sie bald groß und dick und kugelrund wurden. In der ganzen Nachbarschaft waren sie auch schon bekannt. Man nannte sie nur die Weidenkätzchen. Aber denkt euch nur,
Mit der Zeit bekamen die Kätzchen eine ganz andere Farbe. Es kamen ein paar gelbe Haare heraus, nach und nach verschwand das graue Fellchen ganz und gar und die Kätzchen wurden gelb, wunderschön goldgelb. Der Weidenbusch sah das mit Freude. Seine goldgelben Kätzchen gefielen ihm fast noch besser als die silbergrauen. Und er meinte, wenn doch nur recht viel Besuch käme, dem ich meine Wunderkinder zeigen könnte. Er war sehr stolz auf sie. Wie gewünscht, so geschah es auch. Schon am nächsten Tage kamen ein paar Bienenfrauen über die Wiese geflogen. »Herr Weidenbusch, was haben Sie da für hübsche, dicke Kätzchen?« Sie setzten sich gleich zu den Katzenblütenkindern, erbaten sich ein wenig Weidenhonig von ihnen, weil sie Durst hatten, und streichelten den Kätzchen das hübsche goldene Fell. »Ei, was ist denn das?« rief der Weidenbusch ganz entsetzt. »Das Fell färbt ja ab, an ihren Kleidern hängt ja lauter Gold.« »Hm«, sprachen die Bienenfrauen, »das ist fein, das bringen wir unseren Kindern mit, die werden sich freuen.« Und sie steckten den goldenen Blütenstaub, der von den Haaren der Kätzchen kam, schleunigst in ihre Körbchen hinein. Der Weidenbusch dachte, wenn jeder Besuch das so macht, dann wird ja wohl bald von den schönen goldenen Fellchen nichts mehr übrig sein. Aber so schlimm wurde es doch nicht. Den Bienenfrauen musste der Weidenhonig wohl sehr gut schmecken, denn sie tranken ihn immer zu und waren gar nicht satt zu kriegen. »Auf Wiedersehen morgen«, riefen sie endlich. »Wird mir sehr angenehm sein«, sagte der Weidenbusch. Sie kamen wirklich wieder und brachten noch eine Menge anderer Bienenfrauen mit. Schmetterlinge und Hummeln und Käfer kamen und sie waren alle ganz entzückt und sagten, »Herr Weidenbusch, Sie sind der angesehenste Mann hier am Ort. Ihr Haus leuchtet schon von Weitem. Wie ein goldenes Märchenschloss sieht es aus.« Da strahlte der Weidenbusch vor Vergnügen. »Wenn es so ist, dann habe ich die Katzengesellschaft nicht umsonst großgezogen«, meinte er. Die Nixe im Teich. Es war einmal ein Müller, der führte mit seiner Frau ein vergnügtes Leben. Sie hatten Geld und Gut und ihr Wohlstand nahm von Jahr zu Jahr noch zu. Aber Unglück kommt über Nacht. Wie ihr Reichtum gewachsen war, so schwand es von Jahr zu Jahr wieder hin. Und zuletzt konnte der Müller kaum noch die Mühle, in der er saß, sein Eigentum nennen. Er war voll Kummer. Und wenn er sich nach der Arbeit des Tages niederlegte, so fand er keine Ruhe, sondern wälzte sich voll Sorgen in seinem Bett. Eines Morgens stand er schon vor Tagesanbruch auf, ging hinaus ins Freie und dachte, es sollte ihm leichter ums Herz werden. Als er über dem Mühldamm dahinschritt, brach eben der erste Sonnenstrahl hervor und er hörte in dem Weiher etwas rauschen. Er wendete sich um. Und er blickte ein schönes Weib, das sich langsam aus dem Wasser erhob. Ihre langen Haare, die sie über den Schultern mit ihren zarten Händen gefasst hatte, flossen an beiden Seiten herab und bedeckten ihren weißen Leib. Er sah wohl, dass es die Nixe des Teichs war und wusste vor Furcht nicht, ob er davon gehen oder stehen bleiben sollte. Aber die Nixe ließ ihre sanfte Stimme hören, nannte ihn bei Namen und fragte, warum er so traurig wäre. Der Müller war anfangs verstummt. Als er sie aber so freundlich sprechen hörte, fasste er sich ein Herz und erzählte ihr, dass er sonst in Glück und Reichtum gelebt hätte, aber jetzt so arm wäre, dass er sich nicht zu raten wüsste. »Sei ruhig«, antwortete die Nixe. »Ich will dich reicher und glücklicher machen, als du je gewesen bist. Nur musst du mir versprechen, dass du mir geben willst, was eben in deinem Hause jung geworden ist.« »Was kann das anders sein?« dachte der Müller. »Als ein junger Hund oder ein junges Kätzchen.«
und sagte ihr zu, was sie verlangte. Die nächste stieg wieder in das Wasser hinab und er eilte getröst und guten Mutes nach seiner Mühle. Noch hatte er sie nicht erreicht. Da trat die Magd aus der Haustüre und rief ihm zu, er sollte sich freuen, seine Frau hätte ihm einen kleinen Knaben geboren. Der Müller stand wie vom Blitz gerührt. Er sah wohl, dass die tückische Nixe das gewusst und ihn betrogen hatte. Mit gesenktem Haupt trat er zu dem Bett seiner Frau und als sie ihn fragte, warum freust du dich nicht über den schönen Knaben? So erzählte er ihr, was ihm begegnet war und was für ein Versprechen er der Nixe gegeben hatte. Das hilft mir Glück und Reichtum, fügte er hinzu, wenn ich mein Kind verlieren soll. Aber was kann ich tun? Auch die Verwandten, die herbeigekommen waren, Glück zu wünschen, wussten keinen Rat. Indessen kehrte das Glück in das Haus des Müllers wieder ein. Was er unternahm, gelang. Es war, als ob Kisten und Kasten von selbst sich füllten und das Geld im Schrank über Nacht sich mehrte. Es dauerte nicht lange, so war sein Reichtum größer als je zuvor. Aber er konnte sich nicht ungestört darüber freuen. Die Zusage, die er der Nixe getan hatte, quälte sein Herz. So oft er auch an dem Teich vorbeikam, fürchtete er, sie möchte auftauchen und ihn an seine Schuld mahnen. Den Knaben selbst ließ er nicht in die Nähe des Wassers. »Hüte dich«, sagte er zu ihm, »wenn du das Wasser berührst, so kommt deine Hand heraus, hascht dich und zieht dich hinab.« Doch als Jahr auf Jahr verging und die Nixe sich nicht wieder zeigte, so fing der Müller an, sich zu beruhigen. Der Knabe wuchs zum Jüngling heran und kam bei einem Jäger in die Lehre. Als er ausgelernt hatte und ein tüchtiger Jäger geworden war, nahm ihn der Herr des Dorfes in seine Dienste. In dem Dorf war ein schönes und treues Mädchen. Das gefiel dem Jäger, und als sein Herr das bemerkte, schenkte er ihm ein kleines Haus. Die beiden hielten Hochzeit, lebten ruhig und glücklich und liebten sich von Herzen. Einstmals verfolgte der Jäger ein Reh. Als das Tier aus dem Wald in das freie Feld ausbog, setzte er ihm nach und streckte es endlich mit einem Schuss nieder. Er bemerkte nicht, dass er sich in der Nähe des gefährlichen Weihers befand und ging, nachdem er das Tier ausgeweidet hatte, zu dem Wasser, um seine mit Blut befleckten Hände zu waschen. Kaum aber hatte er sich hineingetaucht, als die Nixe emporstieg, lachend mit ihren nassen Armen ihn umschlang und so schnell hinabzog, dass die Wellen über ihm zusammenschlugen. Als es Abend war und der Jäger nicht nach Hause kam, so geriet seine Frau in Angst. Sie ging aus, ihn zu suchen, und da er ihr oft erzählt hatte, dass er sich vor den Nachstellungen der Nixe in Acht nehmen müsste und nicht in die Nähe des Weihers sich wagen dürfte, so ahnte sie schon, was geschehen war. Sie eilte zu dem Wasser. Und als sie am Ufer seine Jägertasche liegen fand, da konnte sie nicht länger an dem Unglück zweifeln. Wehklagend und händeringend rief sie ihren Liebsten mit seinem Namen, aber vergeblich. Sie eilte hinüber auf die andere Seite des Weihers und rief ihn aufs Neue. Sie schalt die Nixe mit harten Worten, aber keine Antwort erfolgte. Der Spiegel des Wassers blieb ruhig. Nur das halbe Gesicht des Mondes blickte unbeweglich zu ihr herauf. Die arme Frau verließ den Teich nicht. Mit schnellen Schritten, ohne Rast und Ruhe, umkreiste sie ihn immer von Neuem, manchmal still, manchmal einen heftigen Schrei ausstoßend, manchmal in leisem Wimmern. Endlich waren ihre Kräfte zu Ende. Sie sank zur Erde nieder und verfiel in einen tiefen Schlaf. Bald überkam sie ein Traum. Sie stieg zwischen großen Felsblöcken angstvoll aufwärts. Dornen und Ranken hackten sich an ihre Füße, der Regen schlug ihr ins Gesicht und der Wind zauste ihr langes Haar. Als sie die Anhöhe erreicht hatte, bot sich ein ganz anderer Anblick dar. Der Himmel war blau, die Luft mild, der Boden senkte sich sanft hinab und auf einer grünen, bunt beblümten Wiese stand eine reinliche Hütte. Sie ging darauf zu und öffnete die Türe,
Da saß eine Alte mit weißen Haaren, die ihr freundlich winkte. In dem Augenblick erwachte die arme Frau. Der Tag war schon angebrochen und sie entschloss sich gleich, dem Traum Folge zu leisten. Sie stieg mühsam den Berg hinauf und es war alles so, wie es sie in der Nacht gesehen hatte. Die Alte empfing sie freundlich und zeigte ihr einen Stuhl, auf den sie sich setzen sollte. »Du musst ein Unglück erlebt haben«, sagte sie, »weil du meine einsame Hütte aufsuchst.« Die Frau erzählte ihr unter Tränen, was ihr begegnet war. »Tröste dich«, sagte die Alte. »Ich will dir helfen. Da hast du einen goldenen Kamm. Harre, bis der Vollmond aufgestiegen ist. Dann geh zu dem Weiher, setz dich am Rand nieder und strähle dein langes schwarzes Haar mit diesem Kamm. Wenn du aber fertig bist, so lege ihn am Ufer nieder und du wirst sehen, was geschieht.« Die Frau kehrte zurück, aber die Zeit bis zum Vollmond verstrich ihr langsam. Endlich erschien die leuchtende Scheibe am Himmel. Da ging sie hinaus an den Weiher, setzte sich nieder und kämmte ihre langen schwarzen Haare mit dem goldenen Kamm. Und als sie fertig war, legte sie ihn an den Rand des Wassers nieder. Nicht lange so brauste es aus der Tiefe. Eine Welle erhob sich, rollte an das Ufer, führte den Kamm mit sich fort. Es dauerte nicht länger, als der Kamm nötig hatte, auf den Grund zu sinken. So teilte sich der Wasserspiegel und der Kopf des Jägers stieg in die Höhe. Er sprach nicht, schaute aber seine Frau mit traurigen Blicken an. In demselben Augenblick kam eine zweite Welle herangerauscht und bedeckte das Haupt des Mannes. Alles war verschwunden, der Weiher lag so ruhig wie zuvor und nur das Gesicht des Vollmondes glänzte darauf. Trostlos kehrte die Frau zurück. Doch der Traum zeigte ihr die Hütte der Alten. Abermals machte sie sich am nächsten Morgen auf den Weg und klagte der weisen Frau ihr Leid. Die Alte gab ihr eine goldene Flöte und sprach, »Ahre, bis der Vollmond wiederkommt. Dann nimm diese Flöte, setz dich an das Ufer, blas ein schönes Lied darauf und wenn du damit fertig bist, so lege sie auf den Sand. Du wirst sehen, was geschieht.« Die Frau tat, was die Alte gesagt hatte. Kaum lag die Flöte auf dem Sand, so brauste es aus der Tiefe. Eine Welle erhob sich, zog heran und führte die Flöte mit sich fort. Bald darauf teilte sich das Wasser und nicht bloß der Kopf, auch der Mann bis zur Hälfte des Leibes stieg hervor. Er breitete voll Verlangen seine Arme nach ihr aus, aber eine zweite Welle rauschte heran, bedeckte ihn und zog ihn wieder hinab. »Ach, was hilft es mir«, sagte die Unglückliche, »dass ich meinen Liebsten nur erblicke, um ihn wieder zu verlieren.« Der Gram erfüllte aufs Neue ihr Herz. Aber der Traum führte sie zum dritten Mal in das Haus der Alten. Sie machte sich auf den Weg und die weise Frau gab ihr ein goldenes Spinnrad, tröstete sie und sprach, »Es ist noch nicht alles vollbracht, harre, bis der Vollmond kommt. Dann nimm das Spinnrad, setz dich an das Ufer und spinn die Spule voll. Und wenn du fertig bist, so stell das Spinnrad nah an das Wasser und du wirst sehen, was geschieht.« Die Frau befolgte alles genau. Sobald der Vollmond sich zeigte, trug sie das goldene Spinnrad an das Ufer und spann emsig, bis der Flachs zu Ende und die Spule mit dem Faden ganz angefüllt war. Kaum aber stand das Rad am Ufer, so brauste es noch heftiger als sonst in der Tiefe des Wassers. Eine mächtige Welle eilte herbei und trug das Rad mit sich fort. Alsbald stieg mit einem Wasserstrahl der Kopf und der ganze Leib des Mannes in die Höhe. Schnell sprang er ans Ufer, fasste seine Frau in der Hand und entfloh. Aber kaum hatten sie sich eine kleine Strecke entfernt, so erhob sich mit entsetzlichem Brausen der ganze Weiher und strömte mit reißender Gewalt in das weite Feld hinein. Schon sahen die Fliehenden ihren Tod vor Augen, da rief die Frau in ihrer Angst die Hilfe der Alten an und in dem Augenblick waren sie verbandelt. Sie in eine Kröte, er in einen Frosch.
Die Flut, die sie erreicht hatte, konnte sie nicht töten. Aber sie riss sie beide voneinander und führte sie weit weg. Als das Wasser sich verlaufen hatte und beide wieder den trockenen Boden berührten, so kam ihre menschliche Gestalt zurück. Aber keiner wusste, wo das andere geblieben war. Sie befanden sich unter fremden Menschen, die ihre Heimat nicht kannten. Hohe Berge und tiefe Täler lagen zwischen ihnen. Um sich das Leben zu erhalten, mussten beide die Schafe hüten. Sie trieben lange Jahre ihre Herden durch Feld und Wald und waren voll Trauer und Sehnsucht. Als wieder einmal der Frühling aus der Erde hervorgebrochen war, zogen beide an einem Tag mit ihren Herden aus. Und der Zufall wollte, dass sie einander entgegenzogen. Er erblickte an einem fernen Bergesabhang eine Herde und trieb seine Schafe nach der Gegend hin. Sie kamen in ein Tal zusammen, aber sie erkannten sich nicht. Doch freuten sie sich, dass sie nicht mehr so einsam waren. Von nun an trieben sie jeden Tag ihre Herde nebeneinander. Sie sprachen nicht viel, aber sie fühlten sich getröstet. Eines Abends, als der Vollmond am Himmel schien und die Schafe schon ruhten, holte der Schäfer die Flöte aus seiner Tasche und blies ein schönes, aber trauriges Lied. Als er fertig war, bemerkte er, dass die Schäferin bitterlich weinte. »Warum weinst du?« fragte er. »Ach«, antwortete sie, »so schien auch der Vollmond, als ich zum letzten Mal dieses Lied auf der Flöte blies und das Haupt meines Liebsten aus dem Wasser hervorkam.« Er sah sie an, und es war ihm, als fiele eine Decke von den Augen. Er erkannte seine liebste Frau. Und als sie ihn anschaute und der Mond auf sein Gesicht schien, erkannte sie ihn auch. Sie umarmten und küssten sich. Und ob sie glückselig waren, braucht keiner zu fragen. Die Rübe. Es waren einmal zwei Brüder, die dienten beide als Soldaten und war der eine reich, der andere arm. Der wollte der Arme sich aus seiner Not helfen, zog den Soldatenrock aus und ward ein Bauer. Also grub und hackte er sein Stückchen Acker und säte Rübsamen. Der Same ging auf und es wuchs da eine Rübe, die war groß und stark und zusehends dicker und wollte gar nicht aufhören zu wachsen, so dass sie eine Fürstin aller Rüben heißen konnte, denn nimmer war so eine gesehen und wird auch nimmer wieder gesehen werden. Zuletzt war sie so groß, dass sie allein in einen ganzen Wagen anführte und zwei Ochsen daran ziehen mussten und der Bauer wusste nicht, was er damit anfangen sollte, ob sein Glück oder sein Unglück wäre. Endlich dachte er, verkaufst du sie, was wirst du Großes dafür bekommen? Und willst du sie lieber essen, so tun die kleinen Rüben denselben Dienst. Am besten ist, du bringst sie dem König und machst ihm eine Verehrung damit. Also lud er sie auf den Wagen, spannte zwei Ochsen vor, brachte sie an den Hof und schenkte sie dem König. Was ist das für ein seltsames Ding? Sagte der König. Mir ist viel Wunderliches vor die Augen gekommen, aber so ein Ungetüm noch nicht. Aus was für Samen mag die gewachsen sein? Oder dir gerät's allein und du bist ein Glückskind? Ach nein, sagte der Bauer, ein Glückskind bin ich nicht. Ich bin ein armer Soldat, der, falls ich nicht mehr nähren konnte, den Soldatenrock an den Nagel hing und das Land baute. Ich habe noch einen Bruder, der ist reich und euch, Herr König, euch wohl bekannt. Ich aber, weil ich nichts habe, bin von aller Welt vergessen. Da empfand der König Mitleid mit ihm und sprach, deiner Armut sollst du überhoben und so von mir beschenkt werden, dass du wohl deinem reichen Bruder gleichkommst. Da schenkte er ihm eine Menge Gold, Äcker, Wiesen und Herden und machte ihn steinreich, sodass des anderen Bruders Reichtum gar nicht konnte damit verglichen werden. Als dieser hörte, was sein Bruder mit einer einzigen Rübe erworben hatte, beneidete er ihn und sann hin und her, wie er sich auch ein solches Glück zuwenden könnte. Er wollte es aber noch viel gescheiter anfangen.
nahm Gold und Pferde und brachte sie dem König und meinte nicht anders, der würde ihm ein viel größeres Gegengeschenk machen, denn hätte sein Bruder so viel für eine Rübe bekommen, was würde es ihm für so schöne Dinge nicht alles tragen? Der König nahm das Geschenk und sagte, er wüsste ihm nichts wiederzugeben, das seltener und besser wäre als die große Rübe. Also musste der Reiche seines Bruders Rübe auf einen Wagen legen und nach Hause fahren. Daheim wusste er nicht, an wem er seinen Zorn und Ärger auslassen sollte, bis ihm böse Gedanken kamen und er beschloss, seinen Bruder zu töten. Er gewann Mörder, die mussten sich in einen Hinterhalt stellen und darauf ging er zu seinem Bruder und sprach, »Lieber Bruder, ich weiß einen heimlichen Schatz, den wollen wir miteinander heben und teilen.« Der andere ließ sich's auch gefallen und ging ohne Arg mit. Als sie aber hinauskam, stürzten die Mörder über ihn her, banden ihn und wollten ihn an einen Baum hängen. Indem sie eben darüber waren, erscholl aus der Ferne lauter Gesang und Hufschlag, dass ihnen der Schrecken in den Leib fuhr und sie über Hals und Kopf ihren Gefangenen in den Sack steckten, am Ast aufwanden und die Flucht ergriffen. Er aber arbeitete oben, bis er ein Loch im Sack hatte, wodurch er den Kopf stecken konnte. Wer aber des Weges kam, war nichts als ein fahrender Schüler, ein junger Geselle, der fröhlich sein Lied singend durch den Wald auf der Straße daherritt. Wie der oben nun merkte, dass einer unter ihm vorbeiging, rief er, »Sei mir gegrüßt, so guter Stund!« Der Schüler guckte sich überall um, wusste nicht, wo die Stimme herschallte. Endlich sprach er, »Wer ruft mir?« Da antwortete es aus dem Wipfel, »Erhebe deine Augen, ich sitze hier oben im Sack der Weisheit. In kurzer Zeit habe ich große Dinge gelernt, dagegen sind alle Schuhe in ein Wind. Um so weniges, so werde ich ausgelernt haben, herabsteigen und weiser sein als alle Menschen. Ich verstehe die Gestirne und Himmelszeichen, das Wehen aller Winde, den Sand im Meer, Heilung der Krankheit, die Kräfte der Kräuter, Vögel und Steine. Hörst du einmal darin, du würdest fühlen, was für Herrlichkeit aus dem Sack der Weisheit fließt.« Der Schüler, wie er das alles hörte, erstaunte und sprach, »Gesegnet sei die Stunde, wo ich dich gefunden habe. Könnte ich nicht auch ein wenig in den Sack kommen?« Oben, der antwortete, als täte er es nicht gerne, »Eine kleine Weile will ich dich wohl hineinlassen, für Lohn und gute Worte. Aber du musst dann doch noch eine Stunde warten. Es ist ein Stück übrig, das ich erst lernen muss.« Als der Schüler ein wenig gewartet hatte, war ihm die Zeit zu lang und er bat, dass er doch möchte hineingelassen werden. Sein Durst nach Weisheit wäre gar zu groß. Da stellte der sich oben, als gäbe er endlich nach und sprach, »Damit ich aus dem Haus der Weisheit heraus kann, musst du den Sack am Strick herunterlassen. So sollst du eingehen.« Also ließ der Schüler ihn herunter, band den Sack auf und befreite ihn. Dann rief er selber, »Nun zieh mich recht geschwind hinauf!« und wollte grad stehend in den Sack einschreiten. »Halt«, sagte der andere, »so geht's nicht an.« Packte ihn beim Kopf, steckte ihn umgekehrt in den Sack, schnürte zu und zog den Jünger der Weisheit am Strick baumwärts. Dann schwängelte er ihn in der Luft und sprach, »Wie steht's, mein lieber Geselle? Siehe, schon fühlst du dir die Weisheit kommen und machst gute Erfahrungen. Sitze also fein ruhig, bis du klüger wirst.« Damit stieg er auf des Schülers Pferd, ritt fort, schickte aber nach einer Stunde jemand, der ihn wieder herablassen musste. Die Sterntaler. Es war einmal ein kleines Mädchen, dem war Vater und Mutter gestorben. Und es war so arm, dass es kein Kämmerchen mehr hatte, darin zu wohnen, und kein Bettchen mehr darin zu schlafen und endlich gar nichts mehr als die Kleider auf dem Leib und ein Stückchen Brot in der Hand, das ihm ein mitleidiges Herz geschenkt hatte. Es war aber gut und fromm. Und weil es so von aller Welt verlassen war,
ging es im Vertrauen auf den lieben Gott hinaus ins Feld. Da begegnete ihm ein armer Mann, der sprach: »Ach, gib mir etwas zu essen, ich bin so hungrig.« Es reichte ihm das ganze Stückchen Brot und sagte: »Gott segne dir's«, und ging weiter. Da kam ein Kind, das jammerte und sprach: »Es friert mich so an meinem Kopfe, schenk mir etwas, womit ich ihn bedecken kann.« Da tat es seine Mütze ab und gab sie ihm. Und als es noch eine Weile gegangen war, kam wieder ein Kind und hatte kein Leibchen an und fror, da gab es ihm seins. Und noch weiter, da bat eins um ein Röcklein, das gab es auch von sich hin. Endlich gelangt es in einen Wald und es war schon dunkel geworden. Da kam noch eins und bat um ein Hemdlein. Und das fromme Mädchen dachte: »Es ist dunkle Nacht, da sieht dich niemand, du kannst wohl dein Hemd weggeben.« Und zog das Hemd ab und gab es auch noch hin. Und wie es so dastand und gar nichts mehr hatte, fielen auf einmal die Sterne vom Himmel und waren lauter harte blanke Taler. Und ob es gleich sein Hemdlein weggegeben, so hatte es ein neues an. Das war vom allerfeinsten Leinen. Da sammelte es sich die Taler hinein und war reich für sein Lebtag. Das Feuerzeug. Es kam ein Soldat auf der Landstraße daher marschiert. 1, 2, 1, 2. Er hatte seinen Tornister auf dem Rücken und einen Säbel an der Seite, denn er war im Krieg gewesen und wollte nun nach Hause. Da begegnete er einer alten Hexe. Sie war widerlich, ihre Unterlippe hing ihr gerade bis auf die Brust hinunter. Sie sagte: »Guten Abend, Soldat. Was hast du doch für einen schönen Säbel und großen Tornister? Du bist ein wahrer Soldat. Nun sollst du so viel Geld haben, wie du willst.« »Ich danke dir, du alte Hexe«, sagte der Soldat. »Siehst du den großen Baum da?«, sagte die Hexe und zeigte auf eine Eiche, die ihm zur Seite stand. »Er ist inwendig ganz hohl. Da musst du den Wipfel erklettern, dann findest du ein Loch, durch das du dich hinabgleiten lassen und tief in den Erdboden gelangen kannst. Ich werde dir einen Strick um den Leib binden, damit ich dich wieder heraufziehen kann, wenn du mich rufst.« »Was soll ich denn da unten?«, fragte der Soldat. »Geld holen«, sagte die Hexe. »Wisse, wenn du auf den Boden hinunterkommst, so bist du in einer großen Halle. Da ist es ganz hell, denn da brennen über 100 Lampen. Dann erblickst du 3 Türen. Du kannst sie öffnen, der Schlüssel steckt darin. Gehst du in die erste Kammer hinein, so siehst du mitten auf dem Fußboden eine große Kiste. Auf ihr sitzt ein Hund. Er hat ein paar Augen so groß wie Teetassen. Doch darum brauchst du dich nicht kümmern. Ich gebe dir meine blaue Schürze, die kannst du auf dem Fußboden ausbreiten. Geh dann rasch hin und nimm den Hund, setz ihn auf meine Schürze, öffne die Kiste und nimm so viel Geld, wie du willst. Es ist lauter Kupfer. Willst du lieber Silber haben, so musst du in das nächste Zimmer hineingehen. Da sitzt ein Hund, der hat ein paar Augen so groß wie Mühlräder. Doch das soll dich nicht kümmern. Setz ihn auf meine Schürze und nimm von ihm Gelde. Willst du hingegen Gold haben, so kannst du es auch bekommen, und zwar so viel, wie du tragen kannst, wenn du in die dritte Kammer hineingehst. Aber der Hund, der auf dem Goldkasten sitzt, hat 2 Augen, jedes so groß wie ein Turm. Glaube mir, das ist ein ordentlicher Hund. Aber daran sollst du dich nicht kehren. Setz ihn auf meine Schürze, so tut er dir nichts. Und nimm aus der Kiste so viel Gold, wie du willst.« »Ach, das ist nicht übel«, sagte der Soldat. »Aber was soll ich dir geben, du alte Hexe, denn etwas willst du doch wohl auch haben?« »Nein«, sagte die Hexe, »nicht einen einzigen Groschen will ich haben. Für mich sollst du nur ein altes Feuerzeug nehmen, das meine Großmutter vergaß, als sie das letzte Mal da unten war.« »Nun, so binde mir den Strick um den Leib«, sagte der Soldat. »Hier ist er«, sagte die Hexe, »und hier ist meine blaue Schürze.«
Dann kletterte der Soldat auf den Baum hinauf, ließ sich in das Loch hinuntergleiten und stand nun, wie die Hexe gesagt hatte, unten in der großen Halle, wo die vielen Lampen brannten. Nun öffnete er die erste Tür. Oh, da saß der Hund mit den Augen so groß wie Teetassen und glotzte ihn an. »Du bist ein netter Kerl«, sagte der Soldat, setzte ihn auf die Schürze der Hexe und nahm so viel Kupfergeld, als seine Tasche fassen konnte, schloss dann die Kiste, setzte den Hund wieder drauf und ging in das andere Zimmer hinein. Wahrhaftig, da saß der Hund mit den Augen so groß wie Mühlräder. »Du solltest mich lieber nicht so ansehen«, sagte der Soldat. »Du könntest Augenschmerzen bekommen.« Und dann setzte er den Hund auf die Schürze der Hexe. Aber als er das viele Silbergeld in der Kiste erblickte, warf er all das Kupfergeld, was er hatte, fort und füllte die Taschen und den Tornister nur mit Silber. Nun ging er in die dritte Kammer. Das war hässlich. Der Hund darin hatte wirklich zwei Augen, so groß wie ein Turm, und sie drehten sich im Kopfe gerade wie die Flügel von Windmühlen. »Guten Abend«, sagte der Soldat und berührte die Mütze, denn einen solchen Hund hatte er früher nie gesehen. Aber als er ihn etwas genauer betrachtet hatte, dachte er, »Nun ist genug«, hob ihn auf den Fußboden herunter und machte die Kiste auf. Was war da für eine Menge Gold? Er konnte dafür die ganze Stadt und die Zuckerferkel der Kuchenfrauen, alle Zinnsoldaten, Peitschen und Schaukelpferde in der ganzen Welt kaufen. Ja, das war einmal Gold. Nun warf der Soldat alles Silbergeld, womit er seine Taschen und seinen Tornister gefüllt hatte, fort und nahm dafür Gold. Ja, alle Taschen. Der Tornister, die Mütze und die Stiefel wurden gefüllt, sodass er kaum gehen konnte. Nun hatte er Geld. Den Hund setzte er auf die Kiste, schlug die Türe zu und rief dann durch den Baum hinauf, »Zieh mich in die Höhe, du alte Hexe! Hast du auch das Feuerzeug?« fragte die Hexe. »Wahrhaftig«, sagte der Soldat. »Das habe ich vergessen.« Und er ging und holte es. Die Hexe zog ihn hinauf und da stand er wieder auf der Landstraße, die Taschen, Stiefel, Tornister und Mütze voll Gold. »Was willst du mit dem Feuerzeug?« fragte der Soldat. »Das geht dich nichts an«, sagte die alte Hexe. »Nun hast du ja Geld bekommen. Gib mir nur das Feuerzeug.« »Ach was«, sagte der Soldat. »Willst du mir gleich sagen, was du damit willst, oder ich zieh dir ganz einfach mein Säbel aus der Scheide und schlage dir ohne zu zögern den Kopf ab?« »Nein«, sagte die Hexe. Da schlug der Soldat ihr den Kopf ab. Da lag sie. Aber er band all sein Geld in ihre Schürze, nahm es wie ein Bündel auf seinen Rücken, steckte das Feuerzeug ein und ging nach der Stadt. Das war eine prächtige Stadt, und in den prachtvollsten Wirtshäusern kehrte er ein, verlangte die allerbesten Zimmer und seine Lieblingsspeisen, denn nun war er ja reich, da er so viel Geld hatte. Dem Diener, der seine Stiefel putzen sollte, kam es freilich vor, als seien es recht jämmerliche alte Stiefel, die so ein reicher Herr besaß, aber er hatte sich noch keine neuen gekauft. Am nächsten Tag bekam er anständige Stiefel und schöne Kleider. Nun war aus dem Soldaten ein vornehmer Herr geworden. Man erzählte ihm von all den Herrlichkeiten, die in der Stadt waren, und von dem König und was für eine niedliche Prinzessin seine Tochter sei. »Wo kann man sie zu sehen bekommen?« fragte der Soldat. »Ah, sie ist gar nicht zu Gesicht bekommen«, antwortete man. »Sie wohnt in einem großen Schlosse von vielen Mauern und Türmen umgeben. Niemand außer dem König darf bei ihr sein und ausgehen, denn es ist prophezeit, dass sie an einem ganz gemeinen Soldaten verheiratet wird, und das kann der König nicht zugeben.« »Oh, ich möchte sie wohl sehen«, dachte der Soldat, aber dazu konnte er durchaus keine Erlaubnis erhalten. Nun lebte er recht lustig, besuchte das Theater, fuhr in des Königs Garten und gab den Armen viel Geld. Und das war hübsch von ihm. Er wusste noch von früheren Zeiten her, wie schlimm es ist, nicht einen Groschen zu besitzen. Er war immer noch reich, hatte schöne Kleider und bekam viele Freunde, die alle sagten, er sei ein vortrefflicher Mensch, ein wahrer Edelmann, und das hatte der Soldat gern. Aber da er jeden Tag Geld ausgab und nie etwas einnahm, so blieben ihm zuletzt nicht mehr als zwei Groschen übrig. Er musste die schönen Zimmer verlassen und oben in einer ganz kleinen Kammer wohnen, dicht unter dem Dache, seine Stiefel selbst bürsten und sie mit einer Stopfnadel zusammennähen. Und keiner seiner Freunde kam zu ihm, denn es waren viele Treppen hinaufzusteigen. Es war ein ganz dunkler Abend. Er konnte sich nicht einmal ein Licht kaufen, aber da fiel es ihm ein, dass ein kleines Stückchen in dem Feuerzeuge liege, das aus dem hohlen Baume, in den die Hexe ihm hinuntergeholfen, genommen hatte.
Er holte das Feuerzeug und das Lichtstückchen vor, aber gerade als er Feuer schlug, sprang die Tür auf und der Hund, der Augen so groß wie ein paar Teetassen hatte und den er unten unter dem Baume gesehen hatte, stand vor ihm und fragte: »Was befiehlt mein Herr?« »Was ist das?« fragte der Soldat. »Das ist ja ein lustiges Feuerzeug. Wenn ich so bekommen kann, was ich haben will, schaffe mir etwas Geld«, sagte er zum Hunde. Und schnell war er fort und wieder da und hielt einen großen Beutel voll Geld in seinem Maule. Nun wusste der Soldat, was für ein prächtiges Feuerzeug das war. Schlug er einmal, so kam der Hund, der auf der Kiste mit Kupfergeld saß. Schlug er zweimal, so kam der, der alles Silbergeld bewachte. Und schlug er dreimal, so kam der, der das Gold hatte. Nun zog der Soldat wieder in die schönen Zimmer, erschien wieder in schönen Kleidern und da erkannten ihn sogleich alle seine Freunde und hielten sehr viel von ihm. Da dachte er einmal: »Es ist doch recht Sonderbares, dass man die Prinzessin nicht zu sehen bekommen kann. Sie soll sehr schön sein, aber was kann das helfen, wenn sie immer in dem großen Schlosse sitzen soll? Kann ich sie denn gar nicht zu sehen bekommen? Wo ist mein Feuerzeug?« Er schlug Feuer und da kam der Hund mit den Augen so groß wie Teetassen. »Es ist freilich mitten in der Nacht«, sagte der Soldat, »aber ich möchte herzlich gern die Prinzessin nur einen Augenblick sehen.« Der Hund war gleich aus der Tür, und ehe der Soldat daran dachte, sah er ihn schon mit der Prinzessin wieder. Sie saß und schlief auf dem Rücken des Hundes und war so lieblich, dass jedermann sehen konnte, dass es eine wirkliche Prinzessin war. Der Soldat konnte es durchaus nicht unterlassen, sie zu küssen, denn er war ganz und gar Soldat. Darauf lief der Hund mit der Prinzessin zurück. Doch als es Morgen wurde und der König und die Königin kamen, sagte die Prinzessin, sie habe in der vorigen Nacht einen ganz sonderbaren Traum von einem Hunde und einem Soldaten gehabt. Sie sei auf dem Hunde geritten und der Soldat habe sie geküsst. »Das wäre wahrlich eine schöne Geschichte«, sagte die Königin. Nun sollte in der nächsten Nacht eine der alten Hofdamen am Bette der Prinzessin wachen, um zu sehen, ob es ein Traum sei oder was sonst. Der Soldat hatte eine außerordentliche Sehnsucht, die Prinzessin wiederzusehen, und so kam denn der Hund in der Nacht, nahm sie und lief, was er konnte. Aber die alte Hofdame lief ebenso schnell hinterher. Als sie nun sah, dass der Hund mit der Prinzessin in einem großen Hause verschwand, dachte sie: »Nun weiß ich, wo er ist«, und machte mit einem Stück Kreide ein großes Kreuz an die Tür. Dann ging sie nach Hause und legte sich nieder, und der Hund kam auch mit der Prinzessin wieder. Aber als er sah, dass ein Kreuz an der Tür, wo der Soldat wohnte, gemacht war, nahm er auch ein Stück Kreide und machte Kreuze an alle Türen in der ganzen Stadt. Das war klug getan, denn nun konnte ja die Hofdame die richtige Tür nicht finden, da Kreuze an allen waren. Frühmorgens kam der König und die Königin, die alte Hofdame und alle Offiziere, um zu sehen, wo die Prinzessin gewesen war. »Da ist es«, sagte der König, als er die erste Tür mit einem Kreuz erblickte. »Nein, dort ist es, lieber Mann«, sagte die Königin, als sie die zweite Tür mit einem Kreuz darauf gewahr wurde. »Aber da ist eins und dort ist eins«, sagten alle, wohin sie blickten, waren Kreuze an den Türen. Da begriffen sie denn wohl, dass ihnen das Suchen nichts helfen würde. Aber die Königin war eine äußerst kluge Frau, die mehr konnte als in einer Kutsche fahren. Sie nahm ihre große goldene Schere, schnitt ein großes Stück Seidenzeug in Stücke und nähte einen kleinen niedlichen Beutel. Den füllte sie mit feiner Buchweizengrütze, band ihn der Prinzessin auf den Rücken und als das getan war, schnitt sie ein kleines Loch in den Beutel, sodass die Grütze den ganzen Weg bestreuen konnte, den die Prinzessin nahm. In der Nacht kam nun der Hund wieder, nahm die Prinzessin auf den Rücken und lief mit ihr zu dem Soldaten hin, der sie lieb hatte und gern ein Prinz hätte sein mögen, um sie zur Frau bekommen zu können. Der Hund merkte nicht, wie die Grütze gerade vom Schlosse bis zum Fenster des Soldaten, wo er mit der Prinzessin die Mauer hinauflief, sich ausstreute. Am Morgen sahen der König und die Königin nun wohl, wo ihre Tochter gewesen war, und da nahmen sie den Soldaten und setzten ihn ins Gefängnis. Da saß er. Oh, wie dunkel und hässlich war es da, und dazu sagte man ihm: »Morgen wirst du gehängt werden.« Das zu hören war ihm nicht ergötzlich, und sein Feuerzeug hatte er zu Hause im Gasthofe gelassen. Am Morgen konnte er durch das Eisengitter vor dem kleinen Fenster sehen, wie sich das Volk beeilte, aus der Stadt zu kommen, um ihn hängen zu sehen.
Er hörte die Trommeln und sah die Soldaten marschieren. Alle Menschen liefen hinaus, unter ihnen war auch ein Schuhmacherjunge mit Schurzfell und Pantoffeln. Er lief so im Galopp, dass einer seiner Pantoffeln gerade gegen die Mauer abflog, hinter der der Soldat saß und durch das Eisengitter hindurchsah. »Ei, du Schuhmacherjunge, du brauchst nicht solche Eile zu haben«, sagte der Soldat zu ihm. »Es wird nichts daraus, bevor ich komme. Willst du aber hinlaufen, wo ich gewohnt habe, und mir mein Feuerzeug holen, so sollst du 4 Groschen haben. Aber du musst schnell machen.« Der Schuhmacherjunge wollte gern die 4 Groschen haben und lief fort nach dem Feuerzeug, brachte es dem Soldaten und ja, nun werden wir hören. Außerhalb der Stadt war ein großer Galgen gemauert. Ringsumher standen die Soldaten und viele tausend Menschen. Der König und die Königin saßen oben auf einem prächtigen Thron, den Richtern und dem ganzen Rat gegenüber. Der Soldat stand schon oben auf der Leiter, aber als sie ihm den Strick um den Hals legen wollten, sagte er, dass man ja immer einen armen Sünder, bevor er seine Strafe erdulde, die Erfüllung eines unschuldigen Wunsches gewähre. Er möchte eine Pfeife Tabak rauchen, es sei ja die letzte Pfeife, die er in dieser Welt bekomme. Das wollte der König ihm denn nun auch nicht abschlagen, und so nahm der Soldat sein Feuerzeug und schlug Feuer. 1, 2, 3 Mal. Da standen alle 3 Hunde, der mit den Augen so groß wie Teetassen, der mit den Augen wie Mühlräder und der, dessen Augen so groß waren wie ein Turm. »Helft mir, dass ich nicht gehängt werde«, sagte der Soldat, und da fielen die Hunde über die Richter und den ganzen Rat her, nahmen den einen bei den Beinen und den anderen bei der Nase und warfen sie viele Ellen hoch in die Luft, dass sie beim Niederfallen sich in Stücke zerschlugen. »Ich will nicht«, sagte der König, aber der größte Hund nahm sowohl ihn wie die Königin und warf sie den anderen nach. Da erschraken die Soldaten und alles Volk rief, »Guter Soldat, du sollst unser König sein und die schöne Prinzessin haben.« Dann setzten sie den Soldaten in des Königs Kutsche und alle 3 Hunde tanzten vorauf und riefen Hurra. Und die Knaben pfiffen auf den Fingern und die Soldaten präsentierten das Gewehr. Die Prinzessin kam aus dem Schloss und wurde Königin. Und das gefiel ihr wohl. Die Hochzeit währte 8 Tage lang und die Hunde saßen mit bei Tische und machten große Augen. Das kluge Gretel. Es war eine Köchin, die hieß Gretel. Die trug Schuhe mit roten Absätzen, und wenn sie damit ausging, so drehte sie sich hin und her, war ganz fröhlich und dachte, »Du bist doch ein schönes Mädel!« Wenn sie nach Hause kam, so trank sie aus Fröhlichkeit einen Schluck Wein. Und weil der Wein auch Lust zum Essen macht, so versuchte sie das Beste, was sie kochte, so lang, bis sie satt war, und sprach, »Die Köchin muss wissen, wie es Essen schmeckt.« Es trug sich zu, dass der Herr einmal zu ihr sagte, »Gretel, heute Abend kommt ein Gast, richte mir 2 Hühner fein wohl zu.« »Wird schon machen, Herr«, antwortete Gretel. Nun stach's die Hühner ab, brühte sie, rupfte sie, steckte sie an den Spieß und brachte sie, wie es gegen Abend ging, zum Feuer, damit sie braten sollten. Die Hühner fingen an, braun und gar zu werden, aber der Gast war noch nicht gekommen. Da rief Gretel dem Herrn, »Kommt der Gast nicht, so muss ich die Hühner vom Feuer tun. Ist aber Jammer und schade, wenn sie nicht bald gegessen werden, wo sie am besten im Saft sind.« Sprach der Herr, »So will ich nur selbst laufen und den Gast holen.« Als der Herr den Rücken gekehrt hatte, legte Gretel den Spieß mit den Hühnern beiseite und dachte, »Solange da beim Feuer stehen, macht schwitzen und durstig. Wer weiß, wann die kommen. Derweil springe ich in den Keller und tue einen Schluck.« Lief hinab, setzte einen Krug an, sprach, »Gott gesegne's dir, Gretel«, und tat einen guten Zug. »Der Wein hängt's aneinander«, sprach's weiter, »und ist nicht gut abbrechen«, und tat's noch einen ernsthaften Zug. Nun ging es und stellte die Hühner wieder übers Feuer, strich sie mit Butter und trieb den Spieß lustig herum. Weil aber der Braten so gut roch, dachte Gretel, »Es könnte etwas fehlen. Versucht muss er werden.« Schleckte mit dem Finger und sprach, »Ei, was sind die Hühner so gut? Ist ihr Sünd und Schand, dass man sie nicht gleich isst?« Lief zum Fenster, ob der Herr mit dem Gast noch nicht käme, aber es sah niemand, stellte sich wieder zu den Hühnern, dachte,
Der eine Flügel verbrennt. Besser ist, ich esse ihn weg. Also schnitt es ihn ab und aß ihn auf. Und er schmeckte ihn. Und wie es damit fertig war, dachte es, der andere muss auch herab, sonst merkt der Herr, dass etwas fehlt. Wie die zwei Flügel verzerrt waren, ging es wieder und schaute nach dem Herrn und sah ihn nicht. Wer weiß, fiel ihm ein, sie kommen wohl gar nicht und sind wohl eingekehrt. Da sprach's, Hei, Gretel, sei guter Dinge, das eine ist doch angegriffen, tu noch einen frischen Trunk und iss es vollends auf, wenn's all ist, hast du Ruhe. Warum soll die gute Gottesgabe umkommen? Also lief es noch einmal in den Keller, tat einen ehrbaren Trunk und aß das eine Huhn in aller Freudigkeit auf. Wie das eine Huhn hinunter war und der Herr noch immer nicht kam, sah Gretel das andere an und sprach, Wo das eine ist, muss das andere auch sein, die zwei gehören zusammen. Was dem einen recht ist, das ist dem anderen billig. Ich glaube, wenn ich noch einen Trunk tue, so sollte mir es nicht schaden. Also tat es noch einen herzhaften Trunk und ließ das zweite Huhn wieder zum anderen laufen. Wie es so am besten essen war, kam der Herr dahergegangen und rief, Eil dich, Gretel, der Gast kommt gleich nach. Ja, Herr, will's schon zurichten, antwortete Gretel. Der Herr sah indessen, ob der Tisch wohl gedeckt war, nahm das große Messer, womit er die Hühner zerschneiden wollte, und wetzte es auf dem Gang. In dem kam der Gast, klopfte sittig und höflich an der Haustüre. Gretel lief und schaute, wer da war, und als es den Gast sah, hielt es den Finger an den Mund und sprach, »Still, still! Macht geschwind, dass ihr wieder fortkommt! Wenn euch mein Herr erwischt, so seid ihr unglücklich! Er hat euch zwar zum Nachtessen eingeladen, aber er hat nichts anderes im Sinn, als euch die beiden Ohren abzuschneiden. Hört nur, wie er das Messer dazu wetzt!« Der Gast hörte das Wetzen und eilte, was er konnte, die Stiegen wieder hinab. Gretel war nicht faul, lief schreiend zu dem Herrn und rief, »Da habt ihr aber einen schönen Gast eingeladen!« »Ei, warum, Gretel? Was meinst du damit?« »Ja«, sagte es, »der hat mir beide Hühner, die ich eben auftragen wollte, von der Schüssel genommen und ist damit fortgelaufen.« »Das ist eine feine Weise«, sprach der Herr und ward ihm leid um die schönen Hühner. »Wenn er mir dann wenigstens das eine gelassen hätte, damit mir was zu essen geblieben wäre.« Er rief ihm nach, er sollte bleiben, aber der Gast tat, als hörte er es nicht. Da lief er hinter ihm her, das Messer noch immer in der Hand und schrie, »Nur eins, nur eins!« Meinte, der Gast sollte ihm nur ein Huhn lassen und nicht alle beide nehmen. Der Gast aber meinte nichts anderes, als er sollte eins von seinen Ohren hergeben und lief, als wenn Feuer unter ihm brenne, damit er sie beide heimbrächte. Der alte Großvater und der Enkel. Es war einmal ein steinalter Mann, dem waren die Augen trüb geworden, die Ohren taub und die Knie zitterten ihm. Wenn er nun bei Tische saß und den Löffel kaum halten konnte, schüttete er Suppe auf das Tischtuch und es floss ihm auch etwas wieder aus dem Mund. Sein Sohn und dessen Frau ekelten sich davor und deswegen musste sich der alte Großvater endlich hinter den Ofen in die Ecke setzen und sie gaben ihm sein Essen in ein irdenes Schüsselchen und noch dazu nicht einmal satt. Da sah er betrübt nach dem Tisch und die Augen wurden ihm nass. Endlich auch konnten seine zittrigen Hände das Schüsselchen nicht festhalten, es fiel zur Erde und zerbrach. Die junge Frau schalt, er sagte aber nichts und seufzte nur. Da kaufte sie ihm ein hölzernes Schüsselchen für ein paar Heller, daraus musste er nun essen. Wie sie so dasitzen, so trägt der kleine Enkel von 4 Jahren auf der Erde kleine Brettlein zusammen. »Was machst du da?« fragte der Vater. »Ich mache ein Tröglein«, antwortete das Kind. »Daraus sollen Vater und Mutter essen, wenn ich groß bin.« Da sahen sich Mann und Frau eine Weile an, fingen endlich an zu weinen, holten alt sofort den alten Großvater an den Tisch und ließen ihn von nun an immer mitessen, sagten auch nichts, wenn er es ein wenig verschüttete. Der Fuchs und die Katze. Es trug sich zu, dass die Katze in einem Walde dem Herrn Fuchs begegnete. Und weil sie dachte, er ist gescheit und wohl erfahren und gilt viel in der Welt, so sprach sie ihm freundlich zu. »Guten Tag, lieber Herr Fuchs. Wie geht's, wie steht's?
Wie schlagt ihr euch durch in dieser teuren Zeit? Der Fuchs, alles Hochmutes voll, betrachtete die Katze von Kopf bis zu Füßen und wusste lange nicht, ob er eine Antwort geben sollte. Endlich sprach er: »Oh, du armseliger Bartputzer, du buntscheckiger Narr, du Hungerleider und Mäusejäger, was kommt dir in den Sinn? Du unterstehst dich zu fragen, wie es mir gehe? Was hast du gelernt? Wie viele Künste verstehst du?« »Ich verstehe nur eine einzige«, antwortete bescheidentlich die Katze. »Was ist das für eine Kunst?« fragte der Fuchs. »Wenn die Hunde hinter mir her sind, so kann ich auf einen Baum springen und mich retten.« »Ist das alles?« sagte der Fuchs. »Ich bin Herr über 100 Künste und habe überdies noch einen Sack voll Liste. Du jammerst mich. Komm mit mir, ich will dich lehren, wie man den Hunden entgeht.« In dem kam ein Jäger mit 4 Hunden daher. Die Katze sprang behend auf einen Baum und setzte sich in den Gipfel, wo Äste und Laubwerk sie völlig verbargen. »Bindet den Sack auf, Herr Fuchs, bindet den Sack auf«, rief ihm die Katze zu, aber die Hunde hatten ihn schon gepackt und hielten ihn fest. »Ei, Herr Fuchs«, rief die Katze, »ihr bleibt mit euren 100 Künsten stecken. Hättet ihr heraufkriechen können wie ich, so wär's nicht um euer Leben geschehen.« Der Zaunkönig und der Bär. Zur Sommerszeit gingen einmal der Bär und der Wolf im Wald spazieren. Da hörte der Bär so schönen Gesang von einem Vogel und sprach: »Bruder Wolf, was ist das für ein Vogel, der so schön singt?« »Es ist der König der Vögel«, sagte der Wolf, »vor dem müssen wir uns neigen.« Es war aber der Zaunkönig. »Wenn das so ist«, sagte der Bär, »so möchte ich auch gern seinen königlichen Palast sehen. Komm und führe mich hin.« »Das geht nicht so, wie du meinst«, sprach der Wolf. »Du musst warten, bis die Frau Königin kommt.« Bald darauf kam die Frau Königin und hatte Futter im Schnabel und der Herr König auch und wollten ihre Junge ätzen. Der Bär wäre gerne nun gleich hintendrein gegangen, aber der Wolf hielt ihn am Ärmel und sagte: »Nein, du musst warten, bis Herr und Frau Königin wieder fort sind.« Also nahmen sie das Loch in Acht, wo das Nest stand, und trabten wieder ab. Der Bär hatte aber keine Ruhe, wollte den königlichen Palast sehen und ging nach einer kurzen Weile wieder vor. Da waren König und Königin richtig ausgeflogen. Er guckte hinein und sah 5 oder 6 Junge, die lagen darin. »Ist das der königliche Palast?« rief der Bär. »Das ist ein erbärmlicher Palast. Ihr seid doch keine Königskinder, ihr seid unehrliche Kinder.« Wie das die jungen Zaunkönige hörten, wurden sie gewaltig bös und schrien: »Nein, das sind wir nicht. Unsere Eltern sind ehrliche Leute. Bär, das soll ausgemacht werden mit dir.« Dem Bär und dem Wolf ward Angst. Sie kehrten um und setzten sich in ihre Höhlen. Die jungen Zaunkönige aber schrien und lärmten fort, und als ihre Eltern wieder Futter brachten, sagten sie: »Wir rühren kein Fliegenbeinchen an, und sollten wir verhungern, bis ihr erst ausgemacht habt, ob wir ehrliche Kinder sind oder nicht. Der Bär ist da gewesen und hat uns gescholten.« Da sagte der alte König: »Seid nur ruhig, das soll ausgemacht werden.« Flog darauf mit der Frau Königin dem Bären vor seine Höhle und rief hinein: »Alter Brummbär, warum hast du meine Kinder gescholten? Das soll dir übel bekommen. Das wollen wir in einem blutigen Krieg ausmachen.« Also war dem Bären der Krieg angekündigt und ward alles vierfüßige Getier berufen: Ochs, Esel, Rind, Hirsch, Reh und was die Erde sonst alles trägt. Der Zaunkönig aber berief alles, was in der Luft fliegt, nicht allein die Vögel, groß und klein, sondern auch die Mücken, Hornissen, Bienen und Fliegen mussten herbei. Als nun die Zeit kam, wo der Krieg angehen sollte, da schickte der Zaunkönig Kundschafter aus, wer der kommandierende General des Feindes wäre. Die Mücke war die listigste von allen, schwärmte im Wald, wo der Feind sich versammelte, und setzte sich endlich unter ein Blatt auf den Baum, wo die Parole ausgegeben wurde. Da stand der Bär, rief den Fuchs vor sich und sprach: »Fuchs, du bist der Schlauste unter allen Getier. Du sollst General sein und uns anführen.« »Gut«, sagte der Fuchs, »aber was für Zeichen wollen wir verabreden?« Niemand wusste es. Da sprach der Fuchs: »Ich habe einen schönen, langen, buschigen Schwanz. Der sieht aus fast wie ein roter Federbusch.
Wenn ich den Schwanz in die Höhe halte, so geht die Sache gut und ihr müsst darauf losmarschieren. Lass ich ihn aber herunterhängen, so lauft, was ihr könnt. Als die Mücke das gehört hatte, flog sie wieder heim und verriet dem Zaunkönig alles haarklein. Als der Tag anbrach, wo die Schlacht sollte geliefert werden, da kam das vierfüßige Getier daher gerannt, mit Gebraus, dass die Erde zitterte. Zaunkönig mit seiner Armee kam auch durch die Luft daher, die schnurrte, schrie und schwärmte, dass einem Angst und Bange ward, und gingen sie da von beiden Seiten aneinander. Der Zaunkönig aber schickte die Hornisse hinab, sie sollte sich dem Fuchs unter dem Schwanz setzen und aus Leibeskräften stechen. Wie nun der Fuchs den ersten Stich bekam, zuckte er, dass er das eine Bein aufhob, doch er trug es und hielt den Schwanz noch in die Höhe. Beim zweiten Stich musste er ihn einen Augenblick herunterlassen, beim dritten aber konnte er sich nicht mehr halten, schrie und nahm den Schwanz zwischen die Beine. Wie das die Tiere sahen, meinten sie, alles wäre verloren und fingen an zu laufen, jeder in seine Höhle. Und hatten die Vögel die Schlacht gewonnen. Da flog der Herr König und die Frau Königin heim zu ihren Kindern und riefen: »Kinder, seid fröhlich, esst und trinkt nach Herzenslust, wir haben den Krieg gewonnen.« Die jungen Zaunkönige aber sagten: »Noch essen wir nicht. Der Bär soll erst vors Nest kommen und Abbitte tun und soll sagen, dass wir ehrliche Kinder sind.« Da flog der Zaunkönig vor das Loch des Bären und rief: »Brummer, du sollst vor das Nest zu meinen Kindern gehen und Abbitte tun und sagen, dass sie ehrliche Kinder sind. Sonst sollen dir die Rippen im Leib zertreten werden.« Da kroch der Bär in der größten Angst hin und tat Abbitte. Jetzt waren die jungen Zaunkönige erst zufrieden, setzten sich zusammen, aßen und tranken und machten sich lustig bis in die späte Nacht hinein. Zwei Königssöhne gingen einmal auf Abenteuer und gerieten in ein wildes, wüstes Leben, so dass sie gar nicht wieder nach Hause kamen. Der Jüngste, welcher der Dummling hieß, machte sich auf und suchte seine Brüder. Aber wie er sie endlich fand, verspotteten sie ihn, dass er mit seiner Einfalt sich durch die Welt schlagen wollte, und sie zwei könnten nicht durchkommen und wären doch viel klüger. Sie zogen alle drei miteinander fort und kamen an einen Ameisenhaufen. Die zwei Ältesten wollten ihn aufwühlen und sehen, wie die kleinen Ameisen in der Angst herumkrochen und ihre Eier vortrügen. Aber der Dummling sagte: »Lasst die Tiere in Frieden, ich leid's nicht, dass ihr sie stört.« Da gingen sie weiter und kamen an einen See, auf dem schwammen viele, viele Enten. Die zwei Brüder wollten ein paar fangen und braten, aber der Dummling ließ es nicht zu und sprach: »Lasst die Tiere in Frieden, ich leid's nicht, dass ihr sie tötet.« Endlich kamen sie an ein Bienennest. Darin war so viel Honig, dass er am Stamm herunterlief. Die zwei wollten Feuer unter den Baum legen und die Bienen ersticken, damit sie den Honig wegnehmen könnten. Der Dummling hielt sie aber wieder ab und sprach: »Lasst die Tiere in Frieden, ich leid's nicht, dass ihr sie verbrennt.« Endlich kamen die drei Brüder in ein Schloss, wo in den Ställen lauter steinerne Pferde standen. Auch war kein Mensch zu sehen, und sie gingen durch alle Säle, bis sie vor eine Tür ganz am Ende kamen. Davor hingen drei Schlösser. Es war aber mitten in der Türe ein Lädlein, dadurch konnte man in die Stube sehen. Da sahen sie ein graues Männchen, das an einem Tisch saß. Sie riefen es an, einmal, zweimal, aber es hörte nicht. Endlich riefen sie zum dritten Mal. Da stand es auf, öffnete die Schlösser und kam heraus. Er sprach aber kein Wort, sondern führte sie zu einem reich besetzten Tisch. Und als sie gegessen und getrunken hatten, brachte es einen jeglichen in sein eigenes Schlafgemach. Am anderen Morgen kam das graue Männchen zu dem Ältesten, winkte und leitete ihn zu einer steinernen Tafel. Darauf standen drei Aufgaben geschrieben, wodurch das Schloss erlöst werden könnte. Die erste war, in dem Wald unter dem Moos lagen die Perlen der Königstochter. 1000 an der Zahl, die mussten aufgesucht werden, und wenn vor Sonnenuntergang noch eine einzige fehlte, so war der, welcher gesucht hatte, zu Stein.
Der Älteste ging hin und suchte den ganzen Tag. Als aber der Tag zu Ende war, hatte er erst 100 gefunden. Es geschah, wie auf der Tafel stand, er ward in Stein verwandelt. Am folgenden Tag unternahm der zweite Bruder das Abenteuer. Es ging ihm aber nicht viel anders als dem Ältesten. Er fand nicht mehr als 200 Perlen und ward zu Stein. Endlich kam auch der Dummling die Reihe. Der suchte im Moos, es war aber so schwer, die Perlen zu finden und ging so langsam. Da setzte er sich auf einen Stein und weinte. Und wie er so saß, kam der Ameisenkönig, dem er einmal das Leben erhalten hatte, mit 5000 Ameisen. Und es währte gar nicht lange, so hatten die kleinen Tiere die Perlen miteinander gefunden und auf einen Haufen getragen. Die zweite Aufgabe aber war, den Schlüssel zu der Schlafkammer der Königstochter aus der See zu holen. Wie der Dummling zur See kam, schwammen die Enten, die er einmal gerettet hatte, heran, tauchten unter und holten den Schlüssel aus der Tiefe. Die dritte Aufgabe aber war die schwerste. Aus den drei schlafenden Töchtern des Königs sollte die jüngste und die liebste herausgesucht werden. Sie glichen sich aber vollkommen und waren durch nichts verschieden, als dass sie, bevor sie eingeschlafen waren, verschiedene Süßigkeiten gegessen hatten. Die älteste ein Stück Zucker, die zweite ein wenig Sirup, die jüngste ein Löffel voll Honig. Da kam die Bienenkönigin von den Bienen, die der Dummling vor dem Feuer geschützt hatte, und versuchte den Mund von allen dreien. Zuletzt blieb sie auf dem Mund sitzen, der Honig gegessen hatte. Und so erkannte der Königssohn die Rechte. Da war der Zauber vorbei. Alles war aus dem Schlaf erlöst, und wer von Stein war, erhielt seine menschliche Gestalt wieder. Und der Dummling vermählte sich mit der Jüngsten und Liebsten und ward König nach ihres Vaters Tod. Seine zwei Brüder aber erhielten die anderen beiden Schwestern. Die drei Vögelchen. Es ist wohl 1000 und mehr Jahre her, da waren hier im Lande lauter kleine Könige. Da hat auch einer auf dem Kräuterberge gewohnt, der ging sehr gerne auf die Jagd. Als er wieder einmal mit seinen Jägern aus dem Schloss herauszog, hüteten unten am Berge drei Mädchen ihre Kühe. Und wie sie den König mit den vielen Leuten sahen, so rief die Älteste den anderen beiden Mädchen zu, dabei auf den König weisend: »Hallo, hallo, wenn ich den nicht kriege, so will ich keinen.« Da antwortete die zweite auf der anderen Seite vom Berge und wies auf den, der dem König zur rechten Hand ging. »Hallo, hallo, wenn ich den nicht kriege, so will ich keinen.« Da rief die Jüngste und wies auf den, der linke Hand ging. »Hallo, hallo, wenn ich den nicht kriege, so will ich keinen.« Das waren aber die beiden Minister. Das hörte der König alles, und als er von der Jagd heimgekommen war, ließ er die drei Mädchen zu sich kommen und fragte sie, was sie da gestern am Berge gesagt hätten. Das wollten sie nur nicht sagen, und der König fragte die Älteste, ob sie ihn wohl zum Manne haben wollte. Da sagte sie ja, und ihre beiden Schwestern fragten die beiden Minister, denn sie waren alle drei schön von Angesicht, besonders die Königin. Die hatte Haare wie Flachs. Die beiden Schwestern aber kriegten keine Kinder, und als der König einmal verreisen musste, ließ er sie zur Königin kommen, um sie aufzumuntern, denn sie war gerade guter Hoffnung. Sie bekam einen kleinen Jungen, der brachte einen roten Stern mit auf die Welt. Da sagten die beiden Schwestern, eine zur anderen, sie wollten den hübschen Jungen ins Wasser werfen. Wie sie ihn hineingeworfen hatten, ich glaube, es war die Weser, da flog ein Vögelchen in die Höhe und sang: »Tom Daude bereit, auf weitern Bescheid, Tom Lelinstruß, wacker Junge bist du's?« Als das die beiden hörten, kriegten sie Angst und machten, dass sie fortkamen. Wie der König nach Hause kam, sagten sie ihm, die Königin hätte einen Hund geboren. Da sagte der König: »Was Gott tut, das ist wohlgetan.« Es wohnte aber ein Fischer am Wasser, der fischte den kleinen Jungen wieder heraus, als er noch lebendig war. Und da seine Frau keine Kinder hatte, fütterten sie ihn auf. Nach einem Jahr war der König wieder verreist. Da kriegte die Königin wieder einen Jungen, den die beiden falschen Schwestern ebenso nahmen und ins Wasser warfen.
Da flog das Vögelchen wieder in die Höhe und sang: »Tom Daude bereit, auf weiterm Bescheid, Tom Lelens, du Ros, wacker Junge, bist du's?« Und als der König zurückkam, sagten sie zu ihm, die Königin hätte wieder einen Hund bekommen. Und er sagte wieder, »Was Gott tut, das ist wohlgetan.« Aber der Fischer zog auch diesen Jungen aus dem Wasser und fütterte ihn auf. Da verreiste der König wieder und die Königin kriegte ein kleines Mädchen, das die falschen Schwestern auch ins Wasser warfen. Da flog das Vögelchen wieder in die Höhe und sang, »Tom Daude bereit, auf weiterm Bescheid, Tom Lelens, Droß, wacker Mädchen bist du's.« Und wie der König nach Hause kam, sagten sie zu ihm, die Königin hätte eine Katze gekriegt. Da wurde der König böse und ließ seine Frau ins Gefängnis werfen, darin sie lange Jahre sitzen musste. Die Kinder waren unterdessen herangewachsen. Da ging der Älteste einmal mit anderen Jungen hinaus, um zu fischen. Da wollten ihn die anderen nicht da haben und sagten, »Du Findling, geh du deiner Wege!« Da wurde er ganz betrübt und fragte den alten Fischer, ob das wahr sei. Der erzählte ihm, dass er einmal gefischt hätte und er habe ihn aus dem Wasser gezogen. Da sagte der Junge, er wolle fort und seinen Vater suchen. Der Fischer bat ihn, er möchte doch bleiben, aber er ließ sich gar nicht halten, bis der Fischer zuletzt einwilligte. Da machte er sich auf den Weg und ging mehrere Tage hintereinander. Endlich kam er zu einem allmächtig großen Wasser. Davor stand eine alte Frau und fischte. »Guten Tag, Mutter«, sagte der Junge. »Großen Dank. Du musst wohl lange fischen, ehe du einen Fisch fängst. Und du musst wohl lange suchen, ehe du deinen Vater findest. Wie willst du denn da übers Wasser kommen?«, sagte die Frau. »Ja, das mag Gott wissen.« Da nahm die alte Frau ihn auf den Rücken und trug ihn hindurch. Und er suchte lange Zeit und konnte seinen Vater nicht finden. Als nun ein Jahr vorüber war, da zog der Zweite aus und wollte seinen Bruder suchen. Er kam an das Wasser, wo es ihm ebenso erging wie sein Bruder. Nun war nur noch die Tochter allein zu Hause. Sie jammerte so sehr nach ihren Brüdern, dass sie zuletzt auch den Fischer bat, er möchte sie ziehen lassen. Sie wolle ihre Brüder suchen. Da kam sie auch zu dem großen Wasser und sagte zu der alten Frau, »Guten Tag, Mutter!« »Großen Dank!« »Gott helfe euch beim Fischen!« Als die alte Frau das hörte, wurde sie ganz freundlich, trug sie übers Wasser und gab ihr eine Rute und sagte, »Nun geh nur immer auf diesem Wege weiter, meine Tochter!« Und wenn du an einen großen schwarzen Hund vorbeikommst, so musst du still und dreist und ohne zu lachen und ohne ihn anzusehen vorbeigehen. Dann kommst du an ein großes offenes Schloss. Auf dessen Schwelle musst du die Rute fallen lassen und stracks durch das Schloss auf der anderen Seite wieder herausgehen. Da ist ein alter Brunnen. Aus dem ist ein alter Baum gewachsen. Daran hängt ein Vogel im Bauer. Den nimm auf. Dann nimm noch ein Glas Wasser aus dem Brunnen und geh mit diesen beiden denselben Weg wieder zurück. Von der Schwelle nimm die Rute wieder mit und wenn du dann wieder bei dem Hund vorbeikommst, dann schlag ihm ins Gesicht. Jedoch sieh zu, dass du ihn auch triffst. Dann komm auch wieder zu mir zurück.« Da fand sie alles gerade so, wie die Frau es gesagt hatte. Und auf dem Rückweg, da fand sie die beiden Brüder, die sich in der halben Welt gegenseitig gesucht hatten. Sie gingen zusammen bis zu dem schwarzen Hund, dem das Mädchen ins Gesicht schlug. Da wurde er ein schöner Prinz, der mit ihnen bis zum Wasser ging. Da stand noch die alte Frau, die freute sich sehr, dass sie alle wieder da waren, und trug sie alle übers Wasser. Und dann ging sie auch weg, denn nun war sie erlöst. Die anderen aber gingen alle zu dem alten Fischer und waren froh, dass sie sich wiedergefunden hatten, den Vogel aber hängten sie an die Wand. Der zweite Sohn konnte nicht lange zu Hause bleiben und er nahm seinen Flitzebogen und ging auf die Jagd. Als er müde war, nahm er seine Flöte und blies ein Stückchen. Der König aber war auch auf der Jagd, hörte es und ging hin. Und wie er den Jungen traf, da sagte er, »Wer hat dir erlaubt, hier zu jagen?« »Oh, niemand.« »Wem gehörst du?« »Ich bin dem Fischer sein Sohn.« »Der hat ja keine Kinder.« »Wenn du es nicht glauben willst, so komm mit.« Das tat der König und fragte den Fischer, der ihm alles erzählte. Und das Vögelchen an der Wand fing an zu singen. »Die Mutter sitzt allein, wo in dem Kerkerlein. O König, edles Blut, dies sind deine Kinder gut. Die falschen Schwestern beide, die taten den Kindern Leide, wohl in des Wassers Grund, wo sie der Fischer fand.«
Da erschraken sie alle und der König nahm den Vogel, den Fischer und die drei Kinder mit sich auf das Schloss, ließ das Gefängnis aufschließen und nahm seine Frau wieder heraus, doch war diese ganz krank und elend geworden. Da gab ihr die Tochter von dem Wasser des Brunnens zu trinken, da wurde sie wieder frisch und gesund. Die beiden falschen Schwestern wurden aber verbrannt und die Tochter freite den Prinzen. Es war ein Mann, der hatte drei Söhne. Davon hieß der Jüngste der Dummling und wurde verachtet und verspottet und bei jeder Gelegenheit zurückgesetzt. Es geschah, dass der Älteste in den Wald gehen wollte, Holz hauen, und ehe er ging, gab ihm noch seine Mutter einen schönen feinen Eierkuchen und eine Flasche Wein mit, damit er nicht Hunger und Durst litte. Als er in den Wald kam, begegnete ihm ein altes graues Männlein. Das bot ihm einen guten Tag und sprach: »Gib mir doch ein Stück Kuchen aus deiner Tasche und lass mich einen Schluck von deinem Wein trinken. Ich bin so hungrig und durstig.« Der kluge Sohn aber antwortete: »Ha, gebe ich dir meinen Kuchen und meinen Wein, so hab ich selber nichts. Pack dich deiner Wege.« Ließ das Männlein stehen und ging fort. Als er nun anfing, einen Baum zu behauen, dauerte es nicht lange, so hieb er fehl. Und die Axt fuhr ihm in den Arm, dass er musste heimgehen und sich verbinden lassen. Das war aber von dem grauen Männchen gekommen. Darauf ging der zweite Sohn in den Wald und die Mutter gab ihm, wie dem Ältesten, einen Eierkuchen und eine Flasche Wein. Dem begegnete gleichfalls das alte graue Männchen und hielt um ein Stückchen Kuchen und einen Trunk Wein an. Aber der zweite Sohn sprach auch ganz verständig: »Was ich dir gebe, das geht mir selber ab. Pack dich deiner Wege.« Ließ das Männlein stehen und ging fort. Die Strafe blieb nicht aus. Als er ein paar Hiebe am Baum getan, hieb er sich ins Bein, dass er musste nach Haus getragen werden. Da sagte der Dummling: »Vater, lass mich einmal hinausgehen und Holz hauen.« Antwortete der Vater: »Deine Brüder haben sich Schaden dabei getan. Lass davon ab, du verstehst nichts davon.« Der Dummling aber bat so lange, bis er endlich sagte: »Geh nur hin, durch Schaden wirst du klug werden.« Die Mutter gab ihm einen Kuchen, der war mit Wasser in der Asche gebacken, und dazu eine Flasche saures Bier. Als er in den Wald kam, begegnete ihm gleichfalls das alte graue Männchen, grüßte ihn und sprach: »Gib mir ein Stück von deinem Kuchen und einen Trunk aus deiner Flasche. Ich bin so hungrig und durstig.« Antwortete der Dummling: »Ich habe aber nur Aschenkuchen und saures Bier. Wenn dir das recht ist, so wollen wir uns setzen und essen.« Da setzten sie sich. Und als der Dummling seinen Aschenkuchen herausholte, so war es ein feiner Eierkuchen. Und das saure Bier war ein guter Wein. Nun aßen und tranken sie, und danach sprach das Männlein: »Weil du ein gutes Herz hast und von demjenigen gerne mitteilst, so will ich dir Glück bescheren. Dort steht ein alter Baum, den hau ab, so wirst du in den Wurzeln etwas finden.« Darauf nahm das Männlein Abschied. Der Dummling ging hin und hieb den Baum um, und wie er fiel, saß in den Wurzeln eine Gans, die hatte Federn von reinem Gold. Er hob sie heraus, nahm sie mit sich und ging in ein Wirtshaus. Da wollte er übernachten. Der Wirt hatte aber drei Töchter. Die sahen die Gans, waren neugierig, was das für ein wunderlicher Vogel wäre, und hätten gar gern eine von seinen goldenen Federn gehabt. Die Älteste dachte: »Es wird sich schon eine Gelegenheit finden, wo ich mir eine Feder ausziehen kann.« Und als der Dummling einmal hinausgegangen war, fasste sie die Gans beim Flügel. Aber Finger und Hand blieben ihr daran festhängen. Bald danach kam die zweite und hatte keinen anderen Gedanken, als sich eine goldene Feder zu holen. Kaum aber hatte sie ihre Schwester angerührt, so blieb sie festhängen. Endlich kam auch die dritte in gleicher Absicht. Da schrien die anderen: »Bleib weg, um Himmels Willen, bleib weg!« Aber sie begriff nicht, warum sie wegbleiben sollte, dachte: »Sind die dabei, so kann ich auch dabei sein.« Und sprang hierzu, und wie sie ihre Schwestern angerührt hatte,
so blieb sie an ihr hängen. So mussten sie die Nacht bei der Gans zubringen. Am anderen Morgen nahm der Dummling die Gans in den Arm, ging fort und bekümmerte sich nicht um die drei Mädchen, die daran hingen. Sie mussten immer hinter ihm dreinlaufen, links und rechts, wie es ihm in die Beine kam. Mitten auf dem Felde begegnete ihn der Pfarrer. Und als er den Aufzug sah, sprach er: »Schämt euch, ihr garstigen Mädchen! Was lauft ihr dem jungen Burschen durchs Feld nach? Schickt sich das?« Damit fasste er die Jüngste an die Hand und wollte sie zurückziehen. Wie er sie aber anrührte, blieb er gleichfalls hängen und musste selber hintendrein laufen. Nicht lange, so kam der Küster daher und sah den Herrn Pfarrer, der drei Mädchen auf dem Fuß folgte. Und sah den Herrn Pfarrer, da verwunderte er sich und rief: »Ei, Herr Pfarrer, wo hinaus so geschwind? Vergesst nicht, dass wir heute noch eine Kindtaufe haben!« Lief auf ihn zu und fasste ihm am Ärmel, blieb aber auch festhängen. Wie die fünf so hintereinander hertrabten, kamen zwei Bauern mit ihren Hacken vom Feld. Da rief der Pfarrer sie an und bat sie, mochten ihn und den Küster losmachen. Kaum aber hatten sie den Küster angerührt, so blieben sie hängen. Waren ihrer nun siebene, die dem Dummling mit der Gans nachliefen. Er kam darauf in eine Stadt. Da herrschte ein König, der hatte eine Tochter, die war so ernsthaft, dass sie niemand zum Lachen bringen konnte. Darum hatte er ein Gesetz gegeben, wer sie könnte zum Lachen bringen, der sollte sie heiraten. Der Dummling, als er das hörte, ging mit seiner Gans und ihrem Anhang vor die Königstochter. Und als diese die sieben Menschen immer hintereinander herlaufen sah, fing sie überlaut an zu lachen und wollte gar nicht wieder aufhören. Da verlangte sie der Dummling zur Braut, aber der König gefiel der Schwiegersohn nicht. Er machte allerlei Einwendungen und sagte, er müsste ihm erst einen Mann bringen, der einen Keller voll Wein austrinken könnte. Der Dummling dachte an das graue Männchen, das könnte ihm wohl helfen. Ging hinaus in den Wald, auf der Stelle, wo er den Baum abgehauen hatte, sah er einen Mann sitzen, der machte ein ganz betrübtes Gesicht. Der Dummling fragte, was er sich so sehr zu Herzen nähme. Da antwortete er: »Ich habe so großen Durst und kann ihn nicht löschen. Das kalte Wasser vertrage ich nicht. Ein Fass Wein habe ich zwar ausgeleert, aber was ist ein Tropfen auf einem heißen Stein?« »Da kann ich dir helfen«, sagte der Dummling. »Komm nur mit mir, du sollst satt haben.« Er führte ihn darauf in des Königs Keller. Der Mann machte sich über die großen Fässer, trank und trank, dass ihm die Hüften wehtaten. Und ehe ein Tag herum war, hatte er den ganzen Keller ausgetrunken. Der Dummling verlangte abermals seine Braut. Der König aber ärgerte sich, dass ein schlechter Bursch, den jedermann ein Dummling nannte, seine Tochter davontragen sollte und machte eine neue Bedingung. Er müsste erst einen Mann schaffen, der einen Berg voll Brot aufessen könnte. Der Dummling besann sich nicht lange, sondern ging gleich hinaus in den Wald. Da saß auf demselben Platz ein Mann. Der schnürte sich den Leib mit einem Riemen zusammen, machte ein grämliches Gesicht und sagte, »Ich habe einen ganzen Backofen voll Raspelbrot gegessen. Aber was hilft das, wenn man so großen Hunger hat wie ich? Mein Magen bleibt leer und ich muss mich nur zuschnüren, wenn ich nicht Hunger sterben soll.« Der Dummling war froh darüber und sprach, »Mach dich auf und geh mit mir, du sollst dich satt essen.« Er führte ihn an den Hof des Königs. Der hatte alles Mehl aus dem ganzen Reich zusammenfahren und einen ungeheuren Berg davon backen lassen. Der Mann aus dem Walde aber stellte sich davor, fing an zu essen und in einem Tag war der ganze Berg verschwunden. Der Dummling forderte zum dritten Mal seine Braut. Der König aber suchte noch einmal Ausflucht und verlangte ein Schiff, das zu Land und zu Wasser fahren könnte. »So wie du aber damit angesegelt kommst«, sagte er, »so sollst du gleich meine Tochter zur Gemahlin haben.« Der Dummling ging geraden Weges in den Wald. Da saß das graue Männchen, dem er seinen Kuchen gegeben hatte, und sagte, »Ich habe für dich getrunken und gegessen.
Ich will dir auch das Schiff geben. Das alles tue ich, weil du barmherzig gegen mich gewesen bist.« Da gab er ihm das Schiff, das zu Land und zu Wasser fuhr, und als der König das sah, konnte er ihm seine Tochter nicht länger vorenthalten. Die Hochzeit ward gefeiert, nach des Königs Tod erbte der Dummling das Reich und lebte lange Zeit vergnügt mit seiner Gemahlin. Die Goldkinder. Es war einmal ein armer Mann und eine arme Frau. Die hatten nichts als eine kleine Hütte und nährten sich vom Fischfang. Und es ging bei ihnen von Hand zu Mund. Es geschah aber, als der Mann eines Tages beim Wasser saß und sein Netz auswarf, dass er einen Fisch herauszog, der ganz golden war. Und als er den Fisch voll Verwunderung betrachtete, hub dieser an zu reden und sprach: »Hör, Fischer, wirfst du mich wieder hinab ins Wasser, so mache ich deine kleine Hütte zu einem prächtigen Schloss.« Da antwortete der Fischer: »Was hilft mir ein Schloss, wenn ich nichts zu essen habe?« Sprach der Goldfisch weiter: »Auch dafür soll gesorgt sein. Es wird ein Schrank im Schloss sein. Wenn du den aufschließt, so stehen Schüsseln darin mit den schönsten Speisen, so viel du dir wünschest.« »Wenn das so ist«, sprach der Mann, »so kann ich dir wohl den Gefallen tun.« »Ja«, sagte der Fisch, »es ist aber die Bedingung dabei, dass du keinem Menschen auf der Welt, wer es auch immer sein mag, entdeckst, woher dein Glück gekommen ist. Sprichst du ein einziges Wort, so ist alles vorüber.« Nun warf der Mann den wunderbaren Fisch wieder ins Wasser und ging heim. Wo aber sonst seine Hütte gestanden hatte, da stand jetzt ein großes Schloss. Da machte er ein paar Augen, trat hinein und sah seine Frau mit schönsten Kleidern geputzt in einer prächtigen Stube sitzen. Sie war ganz vergnügt und sprach: »Mann, wie ist das auf einmal gekommen? Das gefällt mir wohl.« »Ja«, sagte der Mann, »es gefällt mir auch, aber es hungert mich auch gewaltig. Gib mir erst was zu essen.« Sprach die Frau: »Ich habe nichts und weiß in dem neuen Haus nichts zu finden.« »Ach, es hat keine Not«, sagte der Mann. »Dort sehe ich einen großen Schrank. Schließ den einmal auf.« Wie sie den Schrank aufschloss, stand da Kuchen, Fleisch, Obst, Wein und lachte einen ordentlich an. Da rief die Frau voll Freude: »Herz, was begehrst du nun?« Und sie setzten sich nieder, aßen und tranken zusammen. Wie sie satt waren, fragte die Frau: »Aber Mann, wo kommt all dieser Reichtum her?« »Ach«, antwortete er, »frag mich nicht darum, ich darf's dir nicht sagen. Wenn ich's jemand entdecke, so ist unser Glück wieder dahin.« »Gut«, sprach sie, »wenn ich's nicht wissen soll, so begehr's auch nicht zu wissen.« Das war bei ihr ernst nicht. Es ließ ihr keine Ruhe Tag und Nacht, und sie quälte und stachelte den Mann so lang, bis er in der Ungeduld heraussagte, es käme alles von einem wunderbaren goldenen Fisch, den er gefangen und dafür wieder in Freiheit gelassen hätte. Und wie es heraus war, da verschwand alsbald das schöne Schloss mit dem Schrank und sie saßen wieder in der alten Fischerhütte. Der Mann musste von vorne anfangen, seinem Gewerbe nachgehen und fischen. Das Glück wollte es aber, dass er den goldenen Fisch noch einmal herauszog. »Hör«, sprach der Fisch, »wenn du mich wieder ins Wasser wirfst, so will ich dir noch einmal das Schloss mit dem Schrank voll Gesottenen und Gebratenem zurückgeben. Nur halt dich fest und verrat beileibe nicht, von wem du's hast, sonst geht's wieder verloren.« »Ich will mich schon hüten«, antwortete der Fischer und warf den Fisch in sein Wasser hinab. Daheim war nun alles wieder in voriger Herrlichkeit, und die Frau war in einer Freude über das Glück, aber die Neugierde ließ ihr doch keine Ruhe, dass sie nach ein paar Tagen wieder zu fragen anhob, wie es zugegangen wäre und wie er es angefangen habe. Der Mann schwieg eine Zeit lang still dazu, endlich aber machte sie ihn so ärgerlich, dass er herausplatzte und das Geheimnis verriet. In dem Augenblick verschwand das Schloss und sie saßen wieder in der alten Hütte. »Nun hast du's«, sagte der Mann, »jetzt können wir wieder am Hungertuch nagen.« »Ach«, sprach die Frau, »ich will den Reichtum lieber nicht, wenn ich nicht weiß, von wem er kommt, sonst habe ich doch keine Ruhe.« Der Mann ging wieder fischen, und über eine Zeit, so war es nicht anders, er holte den Goldfisch zum dritten Mal heraus. »Hör«,
sprach der Fisch. Ich sehe, wo ich soll wohl immer wieder in deine Hände fallen. Nimm mich mit nach Haus und zerschneid mich in 6 Stücke. 2 davon gib deiner Frau zu essen, 2 deinem Pferd und 2 leg in die Erde. So wirst du Segen davon haben. Der Mann nahm den Fisch mit nach Haus und tat, wie er ihm gesagt hatte. Es geschah aber, dass er aus den 2 Stücken, die in die Erde gelegt waren, 2 goldene Lilien aufwuchsen und dass das Pferd 2 goldene Füllen bekam und des Fischers Frau 2 Kinder gebar, die ganz golden waren. Die Kinder wuchsen heran, wurden groß und schön, und die Lilien und Pferde wuchsen mit ihnen. Da sprachen sie, »Vater, wir wollen uns auf unsere goldenen Rosse setzen und in die Welt ausziehen.« Er aber antwortete betrübt, »Wie will ich's aushalten, wenn ihr fortzieht und ich nicht weiß, wie es euch geht?« Da sagten sie, »Die 2 goldenen Lilien bleiben hier, daraus könnt ihr sehen, wie es uns geht. Sind sie frisch, so sind wir gesund, sind sie welk, so sind wir krank, fallen sie um, so sind wir tot.« Sie ritten fort und kamen in ein Wirtshaus. Darin waren viele Leute, und als sie die 2 Goldkinder erblickten, fingen sie an zu lachen und zu spotten. Wie der eine das Gespott hörte, so schämte er sich, wollte nicht in die Welt, kehrte um und kam wieder heim zu seinem Vater. Der andere aber ritt fort und gelangte zu einem großen Wald. Und als er hineinreiten wollte, sprachen die Leute, »Es geht nicht, dass ihr durchreitet. Der Wald ist voll Räuber, die werden übel mit euch umgehen und gar, wenn sie sehen, dass ihr golden seid und eure Pferde auch, so werden sie euch totschlagen.« Er ließ aber sich nicht erschrecken und sprach, »Ich muss und soll hindurch.« Dann nahm er Bärenfelle und überzog sich und sein Pferd damit, dass nichts mehr vom Golde zu sehen war, und ritt getrost in den Wald hinein. Als er ein wenig fortgeritten war, so hörte er es in den Gebüschen rauschen und vernahm Stimmen, die miteinander sprachen. Von der einen Seite rief's, »Da ist einer!« Von der anderen aber, »Lass ihn laufen, das ist ein Bärenhäuter und arm und kahl wie eine Kirchenmaus. Was sollen wir mit ihm anfangen?« So ritt das Goldkind glücklich durch den Wald und ihm geschah kein Leid. Eines Tages kam er in ein Dorf. Darin sah ein Mädchen, das war so schön, dass er nicht glaubte, es könnte ein Schöneres auf der Welt sein. Und weil er eine so große Liebe zu ihm empfand, so ging er zu ihm und sagte, »Ich habe dich von ganzem Herzen lieb. Willst du meine Frau werden?« Er gefiel aber auch dem Mädchen so sehr, dass es einwilligte und sprach, »Ja, ich will deine Frau werden und dir treu sein mein Leben lang.« Nun hielten sie Hochzeit zusammen, und als sie eben in der großen Freude waren, kam der Vater der Braut heim, und als er sah, dass seine Tochter Hochzeit machte, verwunderte er sich und sprach, »Wo ist der Bräutigam?« Sie zeigten ihm das Goldkind, das hatte noch seine Bärenfelle um. Da sprach der Vater zornig, »Nimmermehr soll einen Bärenhäuter meine Tochter haben!« und wollte ihn ermorden. Da bat ihn die Braut, was sie konnte, und sprach, »Er ist einmal mein Mann, und ich habe ihn von Herzen lieb«, bis er sich endlich besänftigen ließ. Doch aber kam es ihm nicht aus den Gedanken, so dass er am anderen Morgen früh aufstand und seine Tochter Mann sehen wollte, ob er ein gemeiner und verlumpter Bettler wäre. Wie er aber hinblickte, sah er einen herrlichen, goldenen Mann im Bette, und die abgeworfenen Bärenfelle lagen auf der Erde. Da ging er zurück und dachte, »Ah, wie gut ist, dass ich meinen Zorn bändigte. Ich hätte eine große Missetat begangen.« Dem Goldkind aber träumte, er zöge hinaus auf die Jagd nach einem prächtigen Hirsch. Und als er am Morgen erwachte, sprach er zu seiner Braut, »Ich will hinaus auf die Jagd.« Ihr war Angst und sie bat ihn zu bleiben und sagte, »Leicht kann dir ein großes Unglück begegnen.« Aber er antwortete, »Ich soll und muss fort.« Da stand er auf und zog hinaus in den Wald, und gar nicht so lange, so hielt auch ein stolzer Hirsch vor ihm, ganz nach seinem Traume. Er legte an und wollte ihn abschießen, aber der Hirsch sprang fort. Da jagte er ihm nach über Graben und durch Gebüsche und ward nicht müde den ganzen Tag. Am Abend aber verschwand der Hirsch vor seinen Augen. Und als das Goldkind sich umsah, so stand es vor einem kleinen Haus. Darin saß eine Hexe. Er klopfte an und ein Mütterchen kam heraus und fragte, »Was wollt ihr noch so spät mitten in dem großen Wald?« Er sprach, »Habt ihr keinen Hirsch gesehen?« »Ja«, antwortete sie, »den Hirsch kenne ich wohl.«
und ein Hündlein, das mit Iris im Haus gekommen war, bellte dabei den Mann heftig an. »Willst du schweigen, du böse Kröte?« sprach er. »Sonst schieße ich dich tot.« Da rief die Hexe zornig, »Was, mein Hündchen willst du töten?« und verwandelte ihn alsbald, dass er da lag wie ein Stein. Und seine Braut erwartete ihn umsonst und dachte, es ist gewiss eingetroffen, was mir so Angst machte und so schwer auf dem Herzen lag. Daheim aber stand der andere Bruder bei den Goldlilien, als plötzlich eine davon umfiel. »Ach Gott«, sprach er, »meinem Bruder ist ein großes Unglück zugestoßen. Ich muss fort, ob ich ihn vielleicht errette.« Da sagte der Vater, »Bleib hier, wenn ich dich auch verliere, was soll ich anfangen?« Er aber antwortete, »Ich soll und muss fort.« Da setzte er sich auf sein goldenes Pferd und ritt fort und kam in den großen Wald, wo sein Bruder lag und Stein war. Die alte Hexe kam aus ihrem Haus, rief ihn an und wollte ihn auch berücken, aber er näherte sich nicht, sondern sprach, »Ich schieß dich nieder, wenn du meinen Bruder nicht wieder lebendig machst.« Sie rührte, so ungern sie es auch tat, dem Stein mit dem Finger an, und alsbald erhielt er sein menschliches Leben zurück. Die beiden Goldkinder aber freuten sich, als sie sich wieder sahen, küssten und herzten sich und ritten zusammen fort aus dem Wald, der eine zu seiner Braut, der andere heim zu seinem Vater. Da sprach der Vater, »Ich wusste wohl, dass du deinen Bruder erlöst hattest, denn die goldene Lilie ist auf einmal wieder aufgestanden und hat fortgeblüht.« Nun lebten sie vergnügt, und es ging ihnen wohl bis an ihr Ende. Die Nelke. Es war eine Königin, die hat unser Herrgott verschlossen, dass sie keine Kinder gebar. Da ging sie alle Morgen in den Garten und bat zu Gott im Himmel, er möchte ihr einen Sohn oder eine Tochter bescheren. Da kam ein Engel vom Himmel und sprach, »Gib dich zufrieden, du sollst einen Sohn haben mit wünschlichen Gedanken, denn was er sich wünscht auf der Welt, das wird er erhalten.« Sie ging zum König und sagte ihm die fröhliche Botschaft, und als die Zeit herum war, gebar sie einen Sohn, und der König war in großer Freude. Nun ging sie alle Morgen mit dem Kind in den Tiergarten und wusch sich da bei einem klaren Brunnen. Es geschah einstmals, als das Kind schon ein wenig älter war, dass sie auf dem Schoße lag und sie entschlief. Da kam der alte Koch. Der wusste, dass das Kind wünschliche Gedanken hatte und raubte es und nahm ein Huhn und zerriss es und tropfte ihr das Blut auf die Schürze und das Kleid. Da trug er das Kind fort an einen verborgenen Ort, wo es eine Amme tränken musste, und lief zum König und klagte die Königin an, sie habe ihr Kind von den wilden Tieren rauben lassen. Und als der König das Blut an der Schürze sah, glaubte er es und geriet in einen solchen Zorn, dass er einen tiefen Turm bauen ließ, in den weder Sonne noch Mond schien, und ließ seine Gemahlin hineinsetzen und vermauern. Da sollte sie 7 Jahre sitzen, ohne Essen und Trinken, und sollte verschmachten. Aber Gott schickte 2 Engel vom Himmel in Gestalt von weißen Tauben. Die mussten täglich 2-mal zu ihr fliegen und ihr das Essen bringen, bis die 7 Jahre herum waren. Der Koch aber dachte bei sich, »Das Kind hat wünschliche Gedanken, und ich bin hier, so könnte es mich leicht ins Unglück bringen.« Da machte er sich vom Schloss weg und ging zu dem Knaben, der war schon so groß, dass er sprechen konnte, und sagte zu ihm, »Wünsche dir ein schönes Schloss mit einem Garten und was dazugehört.« Und kaum waren die Worte aus dem Munde des Knaben, so stand alles da, was er gewünscht hatte. Über eine Zeit sprach der Koch zu ihm, »Es ist nicht gut, dass du so allein bist. Wünsch dir eine schöne Jungfrau zur Gesellschaft.« Da wünschte sie der Königssohn herbei und sie stand gleich vor ihm, und war so schön, wie sie kein Maler malen konnte. Nun spielten die beide zusammen und hatten sich von Herzen lieb, und der alte Koch ging auf die Jagd wie ein vornehmer Mann. Es kam ihm aber der Gedanke, der Königssohn könnte einmal wünschen, bei seinem Vater zu sein und ihn damit in große Not bringen. Da ging er hinaus, nahm das Mädchen beiseite und sprach, »Diese Nacht, wenn der Knabe schläft, so geh in sein Bett und stoß ihm das Messer ans Herz und bring mir Herz und Zunge von ihm. Wenn du es nicht tust, so sollst du dein Leben verlieren.« Darauf ging er fort, und als er am anderen Tag wiederkam, so hatte sie es nicht getan und sprach, »Was soll ich ein unschuldiges Blut ums Leben bringen, das noch niemand beleidigt hat?«
sprach der Koch wieder. Wo du es nicht tust, so kostet es dich selbst dein Leben. Als er weggegangen war, ließ sich eine kleine Hirschkuh herbeiholen und ließ sie schlachten und nahm Herz und Zunge und legte sie auf einen Teller und als sie den Alten kommen sah, sprach sie zu dem Knaben, »Leg dich hier ins Bett und zieh die Decke über dich.« Da trat der Bösewicht herein und sprach, »Wo ist Herz und Zunge von dem Knaben?« Das Mädchen reichte ihm den Teller, aber der Königssohn warf die Decke ab und sprach, »Du alter Sünder, warum hast du mich töten wollen?« »Nun will ich dir dein Unheil sprechen. Du sollst ein schwarzer Pudelhund werden und eine goldene Kette um den Hals haben und sollst glühende Kohlen fressen, dass dir die Lohe zum Hals herausschlägt.« Und wie er die Worte ausgesprochen hatte, so war der Alte in einen Pudelhund verwandelt und hatte eine goldene Kette um den Hals, und die Köche mussten lebendige Kohlen heraufbringen. Die fraß er, dass ihm die Lohe aus dem Hals herausschlug. Nun blieb der Königssohn noch eine kleine Zeit da und dachte an seine Mutter, ob sie noch am Leben wäre. Endlich sprach er zu dem Mädchen, »Ich will heim in mein Vaterland. Willst du mit mir gehen, so will ich dich ernähren.« »Ach«, antwortete sie, »der Weg ist so weit, und was soll ich in einem fremden Lande machen, wo ich unbekannt bin?« Weil es also ihr Wille nicht recht war und sie doch voneinander nicht lassen wollten, wünschte er sie zu einer schönen Nelke und steckte sie bei sich. Da zog er fort, und der Pudelhund musste mitlaufen und zog in sein Vaterland. Nun ging er zu dem Turm, wo seine Mutter darin saß, und weil der Turm so hoch war, wünschte er eine Leiter herbei, die bis oben hin reichte. Da stieg er hinauf und sah hinein und rief, »Herzallerliebste Mutter, Frau Königin, seid ihr noch am Leben oder seid ihr tot?« Sie antwortete, »Ich habe ja eben gegessen und bin noch satt.« Und meinte, die Engel wären da. Sprach er, »Ich bin euer lieber Sohn, den die wilden Tiere euch sollen vom Schoß geraubt haben. Aber ich bin noch am Leben und will euch bald erretten.« Nun stieg er herab und ging zu seinem Herrn Vater und ließ sich anmelden als ein fremder Jäger, ob er könnte Dienste bei ihm haben. Antwortete der König ja, wenn er gelernt wäre und ihm Wildbret schaffen könnte, sollte er herkommen. Es hatte sich aber auf der ganzen Grenze und Gegend niemals Wild aufgehalten. Da sprach der Jäger, er wolle ihm so viel Wild schaffen, als er nur auf der königlichen Tafel brauchen könnte. Dann hieß er die Jägerei zusammenkommen, sie sollten alle mit ihm hinaus in den Wald gehen. Da gingen sie mit, und draußen hieß er sie einen großen Kreis schließen, der an einem Ende offen blieb, und dann stellte er sich hinein und fing an zu wünschen. Alsbald kamen 200 und etliche Stück Wildbret in den Kreis gelaufen, und die Jäger mussten es schießen. Da ward alles auf 60 Bauerwagen geladen und dem König heimgefahren. Da konnte er einmal seine Tafel mit Wild präzieren, nachdem er lange Jahre keins gehabt hatte. Nun empfand der König große Freude darüber und bestellte, es sollte des anderen Tages seine ganze Hofhaltung bei ihm speisen und machte ein großes Gastmahl. Wie sie alle beisammen waren, sprach er zu dem Jäger, »Weil du so geschickt bist, so sollst du neben mir sitzen.« Er antwortete, »Herr König, ehrwürdige Majestät, halte zu Gnaden, ich bin ein schlechter Jägerbursch.« Der König aber bestand darauf und sagte, »Du sollst dich neben mich setzen«, bis er es tat. Wie er da saß, dachte er an seine liebste Frau Mutter und wünschte, dass nur einer von den königsersten Dienern von ihr anfinge und fragte, wie es wohl der Frau Königin im Turm ginge, ob sie wohl noch am Leben wäre oder verschmachtet. Kaum hatte er es gewünscht, so fing auch schon der Marschall an und sprach, »Königliche Majestät, wir leben hier in Freuden. Wie geht es wohl der Frau Königin im Turm? Ob sie wohl noch am Leben oder verschmachtet ist?« Aber der König antwortete, »Sie hat mir meinen liebsten Sohn von den wilden Tieren zerreißen lassen. Davon will ich nichts hören.« Da stand der Jäger auf und sprach, »Gnädigster Herr Vater, sie ist noch am Leben und ich bin ihr Sohn. Und die wilden Tiere haben ihn nicht geraubt, sondern der Bösewicht. Der alte Koch hat es getan. Der hat mich, als sie eingeschlafen war, von ihrem Schoß weggenommen und ihre Schürze mit dem Blut eines Huhns betropft.« Darauf nahm er den Hund mit dem goldenen Halsband und sprach, »Das ist der Bösewicht!« und ließ glühende Kohlen bringen. Die musste er angesichts aller fressen, dass ihm die Lohe aus dem Hals schlug. Darauf fragte er den König, ob er ihn in seiner wahren Gestalt sehen wollte und wünschte ihn wieder zum Koch. Da stand er alsbald mit der weißen Schürze und dem Messer an der Seite. Der König, wie er ihn sah, ward zornig und befahl, dass er in den tiefsten Kerker sollte geworfen werden.
Darauf sprach der Jäger weiter. »Herr Vater, wollt ihr auch das Mädchen sehen, das mich so zärtlich aufgezogen hat und mich hiernach ums Leben bringen sollte, es aber nicht getan hat, obgleich sein eigenes Leben auf dem Spiel stand?« antwortete der König. »Ja, ich will sie gerne sehen«, sprach der Sohn. »Gnädigster Herr Vater, ich will sie euch zeigen in Gestalt einer schönen Blume.« Er griff in die Tasche und holte die Nelke und stellte sie auf die königliche Tafel. Und sie war so schön, wie der König nie eine gesehen hatte. Darauf sprach der Sohn, »Nun will ich sie auch in ihrer wahren Gestalt zeigen«, und wünschte sie zu einer Jungfrau. Da stand sie da und war so schön, dass kein Maler sie hätte schöner malen können. Der König aber schickte zwei Kammerfrauen und zwei Diener hinab in den Turm, die sollten die Frau Königin holen und an die königliche Tafel bringen. Als sie aber dahin geführt ward, aß sie nichts mehr und sagte, »Der gnädige, barmherzige Gott, der mich im Turm erhalten hat, wird mich bald erlösen.« Da lebte sie noch 3 Tage und starb dann selig. Und als sie begraben ward, da folgten ihr die zwei weißen Tauben nach, die das Essen in den Turm gebracht hatten, und Engel vom Himmel waren und setzten sich auf ihr Grab. Der alte König ließ den Koch in 4 Stücke zerreißen, aber der Gram zerrte an seinem Herzen und er starb bald. Der Sohn heiratete die schöne Jungfrau, die er als Blume in der Tasche mitgebracht hatte, und ob sie noch leben, das steht bei Gott. Es war einmal ein Königssohn, der hatte eine Braut und hatte sie sehr lieb. Als er nun bei ihr saß und ganz vergnügt war, da kam die Nachricht, dass sein Vater todkrank läge und ihn noch vor seinem Ende zu sehen verlangte. Da sprach er zu seiner Liebsten, »Ich muss nun fort und muss dich verlassen, da gebe ich dir einen Ring zu meinem Andenken. Wann ich König bin, komm ich wieder und hol dich heim.« Da ritt er fort, und als er bei seinem Vater anlangte, war dieser sterbenskrank und dem Tode nah. Er sprach zu ihm, »Liebster Sohn, ich habe dich vor meinem Ende noch einmal sehen wollen. Versprich mir nach meinem Willen, dich zu verheiraten.« Und nannte ihm eine gewisse Königstochter, die sollte seine Gemahlin werden. Der Sohn war so betrübt, dass er sich gar nicht bedachte, sondern sprach, »Ja, lieber Vater, was euer Wille ist, soll geschehen.« Und darauf schloss der König die Augen und starb. Als nun der Sohn zum König ausgerufen und die Trauerzeit verflossen war, musste er das Versprechen halten, das er seinem Vater gegeben hatte, und ließ um die Königstochter werben, und sie ward ihm auch zugesagt. Das hörte seine erste Braut und grämte sich über die Untreue so sehr, dass sie fast verging. Da sprach ihr Vater zu ihr, »Liebstes Kind, warum bist du so traurig? Was du dir wünschest, das sollst du haben.« Sie bedachte sich einen Augenblick, dann sprach sie, »Lieber Vater, ich wünsche mir 11 Mädchen von Angesicht und Gestalt und Wuchs mir völlig gleich.« Sprach der König, »Wenn's möglich ist, soll dein Wunsch erfüllt werden.« Und ließ in seinem ganzen Reich so lange suchen, bis 11 Jungfrauen gefunden waren, seiner Tochter von Angesicht, Gestalt und Wuchs völlig gleich. Als sie zu der Königstochter kam, ließ diese 12 Jägerkleider machen, eins wie das andere. Und die 11 Jungfrauen mussten die Jägerkleider anziehen, und sie selber zog das 12. an. Darauf nahm sie Abschied von ihrem Vater und ritt mit ihnen fort, und ritt an den Hof ihres ehemaligen Bräutigams, den sie so sehr liebte. Da fragte sie an, ob er Jäger brauchte und ob er sie nicht alle zusammen in seinen Dienst nehmen wollte. Der König sah sie an und erkannte sie nicht. Weil es aber so schöne Leute waren, sprach er ja, er wolle sie gerne nehmen. Und da waren sie die 12 Jäger des Königs. Der König aber hatte einen Löwen. Das war ein wunderliches Tier, denn er wusste alles Verborgene und Heimliche. Es trug sich zu, dass er eines Abends zum König sprach, »Du meinst, da hättest da 12 Jäger?« »Ja«, sagte der König, 12 Jäger sind's.« Sprach der Löwe weiter, »Du irrst dich, das sind 12 Mädchen.« Antwortete der König, »Das ist nimmermehr wahr, wie willst du mir das beweisen?«
Oh, lass nur Erbsen in dein Vorzimmer streuen, antwortete der Löwe. Da wirst du's gleich sehen. Männer haben einen festen Tritt. Wenn die über Erbsen hingehen, regt sich keiner. Aber Mädchen, die trippeln und trappeln und schlurfen und die Erbsen rollen. Dem König gefiel der Rat wohl und er ließ die Erbsen streuen. Es war aber ein Diener des Königs, der war den Jägern gut. Und wie er hörte, dass sie sollten auf die Probe gestellt werden, ging er hin und erzählte ihnen alles wieder und sprach, »Der Löwe will dem König weismachen, ihr werdet Mädchen.« Da dankte ihm die Königstochter und sprach hiernach zu ihren Jungfrauen, »Tut euch Gewalt an und tretet fest auf die Erbsen.« Als nun der König am anderen Morgen die 12 Jäger zu sich rufen ließ und sie ins Vorzimmer kamen, wo die Erbsen lagen, so traten sie so fest darauf und hatten einen so sicheren, starken Gang, dass auch nicht eine rollte oder sich bewegte. Da gingen sie wieder fort und der König sprach zum Löwen, »Du hast mich belogen, sie gehen ja wie Männer«, antwortete der Löwe, »Sie haben's gewusst, dass sie sollten auf die Probe gestellt werden und haben sich Gewalt angetan. Lass nur einmal 12 Spinnräder ins Vorzimmer bringen, so werden sie herzukommen und werden sich daran freuen, und das tut kein Mann.« Dem König gefiel der Rat, und er ließ die Spinnräder ins Vorzimmer stellen. Der Diener aber, der es redlich mit den Jägern meinte, ging hin und entdeckte ihnen den Anschlag. Da sprach die Königstochter, als sie allein waren, zu ihren 11 Mädchen, »Tut euch Gewalt an und blickt euch nicht um nach den Spinnrädern.« Wie nun der König am anderen Morgen seine 12 Jäger rufen ließ, so kamen sie durch das Vorzimmer und sahen die Spinnräder gar nicht an. Da sprach der König wieder zum Löwen, »Du hast mich belogen, es sind Männer, denn sie haben die Spinnräder nicht angesehen.« Der Löwe antwortete, »Sie haben gewusst, dass sie sollten auf die Probe gestellt werden und haben sich Gewalt angetan.« Der König aber wollte dem Löwen nicht mehr glauben. Die 12 Jäger folgten dem König beständig zur Jagd, und er hatte sie je länger, je lieber. Nun geschah es, dass, als sie einmal auf der Jagd waren, Nachricht kam, die Braut des Königs wäre im Anzug. Wie die rechte Braut das hörte, tat's ihr so weh, dass es ihr fast das Herz abstieß und sie ohnmächtig auf die Erde fiel. Der König meinte, seinem lieben Jäger sei etwas begegnet, lief hinzu und wollte ihm helfen, und zog ihm den Handschuh aus. Da erblickte er den Ring, den er seiner ersten Braut gegeben, und als er ihr in das Gesicht sah, erkannte er sie. Da ward sein Herz so gerührt, dass er sie küsste, und als sie die Augen aufschlug, sprach er, »Du bist mein und ich bin dein, und kein Mensch auf der Welt kann das ändern.« Zu der anderen Braut aber schickte er einen Boten und ließ sie bitten, in ihr Reich zurückzukehren, denn er habe schon eine Gemahlin, und wer einen alten Schlüssel wiedergefunden habe, braucht den neuen nicht. Darauf war die Hochzeit gefeiert, und der Löwe kam wieder in Gnade, weil er doch die Wahrheit gesagt hat. Hans im Glück. Hans hatte 7 Jahre bei seinem Herrn gedient. Da sprach er zu ihm, »Herr, meine Zeit ist herum, nun wollte ich gern wieder heim zu meiner Mutter. Gib mir meinen Lohn.« Der Herr antwortete, »Du hast mir treu und ehrlich gedient. Wie der Dienst war, so soll der Lohn sein.« Und gab ihm ein Stück Gold, das so groß als Hansens Kopf war. Hans zog sein Tüchlein aus der Tasche, wickelte den Klumpen hinein, setzte ihn auf die Schulter und machte sich auf den Weg nach Haus. Wie er so dahin ging und immer ein Bein vor das andere setzte, kam ihm ein Reiter in die Augen, der frisch und fröhlich auf einem munteren Pferd vorbeitrabte. »Ach«, sprach Hans ganz laut, »was ist das Reiten ein schönes Ding? Da sitzt einer wie auf einem Stuhl, stößt sich an keinem Stein, spart die Schuhe und kommt fort, er weiß nicht wie.« Der Reiter, der das gehört hatte, hielt an und rief, »Ei, Hans, warum laufst du auch zu Fuß?« »Ich muss ja wohl«, antwortete er. »Da habe ich einen Klumpen heimzutragen. Es ist zwar Gold, aber ich kann dir den Kopf dabei nicht gerade halten und drückt mir es auf die Schulter.« »Weißt du was?«
sagte der Retter. Wir wollen tauschen. Ich gebe dir mein Pferd und du gibst mir deinen Klumpen. Ach, von Herzen gern, sprach Hans. Aber ich sage euch, ihr müsst euch damit schleppen. Der Reiter stieg ab, nahm das Gold und half dem Hans hinauf, gab ihm die Zügel fest in die Hände und sprach, wenn's nun recht geschwind soll gehen, so musst du mit der Zunge schnalzen und hopp hopp rufen. Hans war seelenfroh, als er auf dem Pferde saß und so frank und frei dahinritt. Über ein Weilchen fiel sie ihm ein, es sollte noch schneller gehen und fing an, mit der Zunge zu schnalzen und hopp hopp zu rufen. Das Pferd setzte sich in starken Trab und ehe sich Hans versah, war er abgeworfen und lag in einem Graben, der die Äcker von der Landstraße trennte. Das Pferd wäre auch durchgegangen, wenn es nicht ein Bauer aufgehalten hätte, der des Weges kam und eine Kuh vor sich hertrieb. Hans suchte sich seine Glieder zusammen und machte sich wieder auf die Beine. Er war aber verdrießlich und sprach zu dem Bauer, »Es ist ein schlechter Spaß, das Reiten, zumal wenn man auf so einer Mähre gerät wie diese, die stößt und einen herabwirft, dass man den Hals brechen kann. Ich setze mich nun und nimmermehr wieder auf. Da lob ich mir eure Kuh. Da kann einer mit Gemächlichkeit hinterhergehen und hat obendrein seine Milch, Butter und Käse jeden Tag gewiss. Was gäbe ich darum, wenn ich so eine Kuh hätte?« »Nun«, sprach der Bauer, »geschieht euch auch so einen großen Gefallen, so will ich euch wohl die Kuh für das Pferd vertauschen.« Hans willigte mit 1000 Freuden ein. Der Bauer schwang sich aufs Pferd und ritt eilig davon. Hans trieb seine Kuh ruhig vor sich her und bedachte den glücklichen Handel. »Hab ich nur ein Stück Brot, und daran wird's mir doch nicht fehlen, so kann ich, so oft mir's beliebt, Butter und Käse dazu essen.« »Hab ich Durst, so melke ich meine Kuh und trinke Milch. Herz, was verlangst du mehr?« Als er zu einem Wirtshaus kam, machte er Halt, aß in der großen Freude alles, was er bei sich hatte, sein Mittags- und Abendbrot, rein auf und ließ sich für seine letzten paar Heller ein halbes Glas Bier einschenken. Dann trieb er seine Kuh weiter, immer nach dem Dorfe seiner Mutter zu. Die Hitze war drückender, je näher der Mittag kam, und Hans befand sich in einer Heide, die wohl noch eine Stunde dauerte. Da ward es ihm ganz heiß, so dass ihm vor Durst die Zunge am Gaumen klebte. »Dem Ding ist zu helfen«, dachte Hans. »Jetzt will ich meine Kuh melken und mich an der Milch laben.« Er band sie an einen dürren Baum, und da er keinen Eimer hatte, so stellte er seine Ledermütze unter. Aber wie er sich auch bemühte, es kam kein Tropfen Milch zum Vorschein. Und weil er sich ungeschickt dabei anstellte, so gab ihm das ungeduldige Tier endlich mit einem der Hinterfüße einen solchen Schlag vor den Kopf, dass er zu Boden taumelte und eine Zeit lang sich gar nicht besinnen konnte, wo er war. Glücklicherweise kam gerade ein Metzger des Weges, der auf einen Schubkarren ein junges Schwein liegen hatte. »Was sind das für Streiche?« rief er und half dem guten Hans auf. Hans erzählte, was vorgefallen war. Der Metzger reichte ihm seine Flasche und sprach, »Ah, trinkt einmal und erholt euch. Die Kuh will wohl keine Milch geben. Das ist ein altes Tier, das höchstens noch zum Ziehen taugt oder zum Schlachten.« »Ei, ei«, sprach Hans und strich sich die Haare über den Kopf. »Wer hätte das gedacht? Es ist freilich gut, wenn man so ein Tier ins Haus abschlachten kann. Was gibt's für Fleisch, aber ich mache mir aus dem Kuhfleisch nicht viel. Es ist mir nicht saftig genug.« »Ja, wer so ein junges Schwein hätte, das schmeckt anders, dabei noch die Würste.« »Hört, Hans«, sprach da der Metzger, »euch zuliebe will ich tauschen und will euch das Schwein für die Kuh lassen.« »Gott lohn euch eure Freundschaft«, sprach Hans, übergab ihm die Kuh, ließ sich das Schweinchen vom Karren losmachen und den Strick, woran es gebunden war, in die Hand geben. Hans zog weiter und überdachte, wie es ihm doch alles nach Wunsch ginge. Begegnete ihm ja eine Verdrießlichkeit, so würde sie doch gleich wieder gut gemacht. Es gesellte sich danach ein Bursch zu ihm, der trug eine schöne weiße Gans unter dem Arm. Sie boten einander die Zeit und Hans fing von seinem Glück zu erzählen und wie er immer so vorteilhaft getauscht hätte. Der Bursch erzählte ihm, dass er die Gans zu einem Kindtaufschmaus brächte. »Hebt einmal«, fuhr er fort und packte sie bei den Flügeln. »Wie schwer sie ist, die ist aber auch 8 Wochen lang genudelt worden. Wer in den Braten beißt, muss ich das Fett von beiden Seiten abwischen.« »Ja«, sprach Hans und wog sie mit der einen Hand. »Die hat ihr Gewicht. Aber mein Schwein ist auch keine Sau.«
Indessen sah sich der Bursch nach allen Seiten ganz bedenklich um, schüttelte auch wohl mit dem Kopf. »Hört«, fing er darauf an, »mit eurem Schweine mag's nicht ganz richtig sein. In dem Dorfe, durch das ich gekommen bin, ist eben dem Schulzen eins aus dem Stall gestohlen worden. Ich fürchte, ihr habt's da in der Hand. Sie haben Leute ausgeschickt und es wäre ein schlimmer Handel, wenn sie euch mit dem Schwein erwischten. Das Geringste ist, dass ihr ins finstere Loch gesteckt werdet.« Dem guten Hans ward bang. »Ach Gott«, sprach er, »helft mir aus der Not, ihr wisst hier herum besser Bescheid. Nehmt mein Schwein da und lasst mir eure Gans.« »Ich muss schon etwas aufs Spiel setzen«, antwortete der Bursche. »Aber ich will doch nicht schuld sein, dass ihr ins Unglück geratet.« Er nahm also das Seil in die Hand und trieb das Schwein schnell auf einen Seitenweg fort. Der gute Hans aber ging, seiner Sorgen entledigt, mit der Gans unter dem Arme der Heimat zu. »Wenn ich's recht überlege«, sprach er mit sich selbst, »hab ich noch Vorteil bei dem Tausch. Erstlich den guten Braten, hernach die Menge von Fett, die heraufträufeln wird, das gibt Gänsefettbrot, auf ein Vierteljahr, und endlich die schönen weißen Federn. Die lasse ich mir in mein Kopfkissen stopfen, und darauf will ich wohl ungewiegt einschlafen. Das wird meine Mutter eine Freude haben.« Als er durch das letzte Dorf gekommen war, stand da ein Scherenschleifer mit seinem Karren. Sein Rad schnurrte und er sang dazu: »Ich schleife die Schere und drehe geschwind und hänge mein Mäntelchen nach dem Wind.« Hans blieb stehen und sah ihm zu. Endlich redete er ihn an und sprach: »Euch geht's wohl, weil ihr so lustig bei eurem Schleifen seid.« »Ja«, antwortete der Scherenschleifer, »das Handwerk hat einen güldenen Boten. Ein rechter Schleifer ist ein Mann, der, so oft er in die Tasche greift, auch Geld darin findet. Aber wo habt ihr die schöne Gans gekauft?« »Die habe ich nicht gekauft, sondern für mein Schwein eingetauscht.« »Und das Schwein?« »Das habe ich für eine Kuh gekriegt.« »Und die Kuh?« »Die habe ich für ein Pferd bekommen.« »Und das Pferd?« »Dafür habe ich einen Klumpen Gold, so groß als mein Kopf, gegeben.« »Und das Gold?« »Ei, das war mein Lohn für 7 Jahre Dienst.« »Ihr habt euch jederzeit zu helfen gewusst«, sprach der Schleifer. »Könnt ihr es nun dahin bringen, dass ihr das Geld in der Tasche springen hört, wenn ihr so aufsteht, so habt ihr euer Glück gemacht.« »Wie soll ich das anfangen?« sprach Hans. »Ihr müsst ein Schleifer werden, wie ich. Dazu gehört eigentlich nichts als ein Wettstein. Das andere findet sich schon von selbst. Da habe ich einen, der ist zwar ein wenig schadhaft, dafür sollt ihr mir aber auch weiter nichts als eure Gans geben. Wollt ihr das?« »Wie könnt ihr noch fragen?« antwortete Hans. »Ich werde ja zum glücklichsten Menschen auf Erden. Habe ich Geld, so oft ich in die Tasche greife, was brauche ich da länger zu sorgen?« Reichte ihm die Gans hin und nahm den Wettstein in Empfang. »Nun«, sprach der Schleifer und hob einen gewöhnlichen, schweren Feldstein, der neben ihm lag, auf. »Da habt ihr noch einen tüchtigen Stein dazu, auf dem sich's gut schlagen lässt und ihr eure alten Nägel gerade klopfen könnt. Nehmt hin und hebt ihn ordentlich auf.« Hans lud den Stein auf und ging mit vergnügtem Herzen weiter. Seine Augen leuchteten vor Freude. »Ich muss in einer Glückshaut gebrochen sein«, rief er aus. »Alles, was ich wünsche, trifft mir ein. Wie einem Sonntagskind.« Indessen, weil er seit Tagesanbruch auf den Beinen gewesen war, begann er müde zu werden. Auch plagte ihn der Hunger, da er einen Vorrat auf einmal in der Freude über die erhandelte Kuh aufgezehrt hatte. Er konnte endlich nur mit Mühe weitergehen. Man musste jeden Augenblick Halt machen. Dabei drückten ihn die Steine ganz erbärmlich. Da konnte er sich des Gedankens nicht erwehren, wie gut es wäre, wenn er sie gerade jetzt nicht zu tragen brauchte. Wie eine Schnecke kam er zu einem Feldbrunnen geschlichen, wollte da ruhen und sich mit einem frischen Trank laben. Damit er aber die Steine im Niedersitz nicht beschädigte, legte er sie bedächtig neben sich auf den Rand des Brunnens. Darauf setzte er sich nieder und wollte sich zum Trinken bücken. Da versah er's, stieß ein klein wenig an und beide Steine plumpten hinab.
Hans, als er sie mit seinen Augen in die Tiefe hatte versinken sehen, sprang vor Freuden auf, kniete da nieder und dankte Gott mit Tränen in den Augen, dass er ihm auch diese Gnade noch erwiesen und ihn auf eine so gute Art, und ohne dass er sich einen Vorwurf zu machen brauchte, von den schweren Steinen befreit hätte, die ihm allein noch hinderlich gewesen wären. »So glücklich wie ich«, rief er aus, »gibt es keinen Menschen unter der Sonne.« Mit leichtem Herzen und frei von aller Last sprang er nun fort, bis er daheim bei seiner Mutter war. Es war einmal ein Mann, der verstand allerlei Künste. Er diente im Krieg und hielt sich brav und tapfer. Aber als der Krieg zu Ende war, bekam er den Abschied und 3 Heller Zehrgeld auf den Weg. »Wart«, sprach er, »das lasse ich mir nicht gefallen. Finde ich die rechten Leute, so soll mir der König noch die Schätze des ganzen Landes herausgeben.« Da ging er voll Zorn in den Wald und sah einen darin stehen. Der hatte 6 Bäume ausgerupft, als wären's Kornhalme. Sprach er zu ihm, »willst du mein Diener sein und mit mir ziehen?« »Ja«, antwortete er. »Aber erst will ich meiner Mutter das Wäldchen Holz heimbringen.« Und nahm einen von den Bäumen und wickelte ihn um die 5 anderen, hob die Welle auf die Schulter und trug sie fort. Dann kam er wieder und ging mit seinem Herrn, der sprach, »Wir 2 sollten wohl durch die ganze Welt kommen.« Und als sie ein Weilchen gegangen waren, fanden sie einen Jäger, der lag auf den Knien, hatte die Büchse angelegt und zielte. Sprach der Herr zu ihm, »Jäger, was willst du schießen?« Er antwortete, 2 Meilen von hier sitzt eine Fliege auf dem Ast eines Eichbaums, der will ich das linke Auge herausschießen.« »Oh, geh mit mir«, sprach der Mann, »wenn wir 3 zusammen sind, sollten wir wohl durch die ganze Welt kommen.« Der Jäger war bereit und ging mit ihm. Und sie kamen zu 7 Windmühlen, deren Flügel trieben ganz hastig herum, und ging doch links und rechts kein Wind, und bewegte sich kein Blättchen. Da sprach der Mann, »Ich weiß nicht, was die Windmühlen treibt, es regt sich ja kein Lüftchen«, und ging mit seinen Dienern weiter. Und als sie 2 Meilen fortgegangen waren, sahen sie einen auf einem Baum sitzen, der hielt das eine Nasenloch zu, und blies aus dem anderen. »Mein, was treibst du da oben?« fragte der Mann. Er antwortete, 2 Meilen von hier stehen 7 Windmühlen. Seht, die blase ich an, dass sie laufen.« »Oh, geh mit mir«, sprach der Mann. »Wenn wir 4 zusammen sind, sollten wir wohl durch die ganze Welt kommen.« Da stieg der Bläser herab und ging mit. Und über eine Zeit sahen sie einen, der stand da auf einem Bein und hatte das andere abgeschnallt und neben sich gelegt. Da sprach der Herr, »Du hast dir's ja bequem gemacht zum Ausruhen.« »Oh, ich bin ein Läufer«, antwortete er, »und damit ich nicht gar zu schnell springe, habe ich mir das eine Bein abgeschnallt. Wenn ich mit 2 Beinen laufe, so geht's geschwinder, als ein Vogel fliegt.« »Oh, geh mit mir, wenn wir 5 zusammen sind, sollten wir wohl durch die ganze Welt kommen.« Da ging er mit, und gar nicht so lang, so begegneten sie einem, der hatte ein Hütchen auf, hat es aber ganz auf dem einen Ohr sitzen. Da sprach der Herr zu ihm, »Manierlich, manierlich, häng deinen Hut doch nicht auf ein Ohr, du siehst ja aus wie ein Hans Narr.« »Ich darf's nicht tun«, sprach der andere, »dann setz ich meinen Hut grad, so kommt ein gewaltiger Frost. Und die Vögel unter dem Himmel erfrieren und fallen tot zur Erde.« »Oh, geh mit mir«, sprach der Herr. »Wenn wir 6 zusammen sind, sollten wir wohl durch die ganze Welt kommen.« Nun gingen die 6 in eine Stadt, wo der König hatte bekannt machen lassen, wer mit seiner Tochter in die Wette laufen wollte und den Sieg davon trüge, der sollte ihr Gemahl werden. Wer aber verlöre, musste auch seinen Kopf hergeben. Da meldete sich der Mann und sprach, »Ich will aber meinen Diener für mich laufen lassen.« Der König antwortete,
dann musst du auch noch dessen Leben zum Pfand setzen, also dass sein und dein Kopf für den Sieg haften.« Als das verabredet und festgemacht war, schnallte der Mann dem Laufer das andere Bein an und sprach zu ihm: »Nun sei hurtig und hilf, dass wir siegen.« Es war aber bestimmt, dass wer am ersten Wasser aus einem weit abgelegenen Brunnen brächte, der sollte Sieger sein. Nun bekam der Laufer einen Krug und die Königstochter auch einen, und sie fingen zu gleicher Zeit zu laufen an. Aber in einem Augenblick, als die Königstochter erst eine kleine Strecke fort war, konnte den Laufer schon kein Zuschauer mehr sehen, und es war nicht anders, als wäre der Wind vorbeigesaust. In kurzer Zeit langte er bei dem Brunnen an, schöpfte den Krug voll Wasser und kehrte wieder um. Mitten aber auf dem Heimweg überkam ihm eine Müdigkeit. Da setzte er den Krug hin, legte sich nieder und schlief ein. Er hatte aber einen Pferdeschädel, der da auf der Erde lag, zum Kopfkissen gemacht, damit er hart läge und bald wieder erwachte. Indessen war die Königstochter, die auch gut laufen konnte, so gut, dass ein gewöhnlicher Mensch vermag, bei dem Brunnen angelangt und eilte mit ihrem Krug voll Wasser zurück. Und als sie den Laufer da liegen und schlafen sah, war sie froh und sprach: »Der Feind ist an meine Hände gegeben«, leerte seinen Krug aus und sprang weiter. Nun wäre alles verloren gewesen, wenn nicht zu gutem Glück der Jäger mit seinen scharfen Augen oben auf dem Schloss gestanden und alles mit angesehen hätte. Da sprach er: »Die Königstochter soll doch gegen uns nicht aufkommen«, lud seine Büchse und schoss so geschickt, dass er dem Laufer den Pferdeschädel unter den Kopf wegschoss, ohne ihm weh zu tun. Da erwachte der Laufer, sprang in die Höhe und sah, dass sein Krug leer und die Königstochter schon weit voraus war. Aber er verlor den Mut nicht, lief mit dem Krug wieder zum Brunnen zurück, schöpfte aufs neue Wasser und war noch 10 Minuten eher als die Königstochter daheim. »Seht ihr«, sprach er, »jetzt habe ich erst die Beine aufgehoben, vorher war es gar kein Laufen zu nennen.« Den König aber kränkte es und seine Tochter noch mehr, dass sie so ein gemeiner, abgedankter Soldat davontragen sollte. Sie ratschlagten miteinander, wie sie ihn samt seinen Gesellen los würden. Da sprach der König zu ihr: »Ich habe ein Mittel gefunden, lass dir nicht bang sein, sie sollen dich nicht wieder heimkommen.« Und sprach zu ihnen: »Ihr sollt euch nun zusammen lustig machen, essen und trinken.« Und führte sie zu einer Stube. Die hatte einen Boden von Eisen und die Türen waren auch von Eisen und die Fenster waren mit eisernen Stäben verwahrt. In der Stube war eine Tafel mit köstlichen Speisen besetzt. Da sprach der König zu ihnen: »Geht hinein und lasst euch wohl sein.« Und wie sie darin waren, ließ er die Türe verschließen und verriegeln. Dann ließ er den Koch kommen und befahl ihm, ein Feuer so lang unter die Stube zu machen, bis das Eisen glühend würde. Das tat der Koch, und es fing an und ward den Sechsen in der Stube, während sie an der Tafel saßen, ganz warm, und sie meinten, das käme vom Essen. Als aber die Hitze immer größer ward und sie hinaus wollten, Türe und Fenster aber verschlossen fanden, da merkten sie, dass der König Böses im Sinn gehabt hatte und sie ersticken wollte. »Es soll ihm aber nicht gelingen«, sprach der mit dem Hütchen. »Ich will einen Frost kommen lassen, von dem sich das Feuer schämen und verkriechen soll.« Da setzte er sein Hütchen gerade und alsobald fiel ein Frost, dass alle Hitze verschwand und die Speisen auf den Schüsseln anfingen zu frieren. Als nun ein paar Stunden herum waren und der König glaubte, sie wären in der Hitze verschmachtet, ließ er die Türe öffnen und wollte selbst nach ihnen sehen. Aber wie die Türe aufging, standen sie alle 6 da, frisch und gesund, und sagten, es wäre ihnen lieb, dass sie heraus könnten, sich zu wärmen, da bei der großen Kälte in der Stube frören die Speisen an den Schüsseln fest. Der
ging der König voll Zorn hinab zu dem Koch, schalt ihn und fragte, warum er nicht getan hätte, was ihm wäre befohlen worden. Der Koch aber antwortete: Es ist Glut genug da, seht nur selbst! Da sah der König, dass ein gewaltiges Feuer unter der Eisenstube brannte, und merkte, dass er den Sechsten auf diese Weise nichts anhaben könnte. Nun sann der König aufs Neue, wie er der bösen Gäste los würde, ließ den Meister kommen und sprach: Willst du Gold nehmen und dein Recht auf meine Tochter aufgeben, so sollst du haben so viel, wie du willst. Oh ja, Herr König, antwortete er, gebt mir so viel, als mein Diener tragen kann, so verlange ich eure Tochter nicht. Das war der König zufrieden. Und jener sprach weiter: So will ich in 14 Tagen kommen und es holen. Darauf rief er alle Schneider aus dem ganzen Reich herbei. Die mussten 14 Tage lang sitzen und einen Sack nähen. Und als er fertig war, musste der Starke, welcher Bäume ausrupfen konnte, den Sack auf die Schulter nehmen und mit ihm zu dem König gehen. Da sprach der König: Was ist das für ein gewaltiger Kerl, der den hausgroßen Ballen Leinwand auf der Schulter trägt? Er schrak und dachte: Was wird der für Gold wegschleppen? Da hieß er eine Tonne Gold herbringen, und die mussten 16 der stärksten Männer tragen. Aber der Starke packte sie mit einer Hand, steckte sie in den Sack und sprach: Warum bringt ihr nicht gleich mehr? Das deckt ja kaum den Boden. Da ließ der König nach und nach seinen ganzen Schatz herbeitragen. Den schob der Starke in den Sack hinein, und der Sack war davon noch nicht zur Hälfte voll. Schafft mehr herbei, rief er, die paar Brocken füllen nicht. Da mussten noch 7000 Wagen mit Gold in dem ganzen Reich zusammengefahren werden. Die schob der Starke samt den vorgespannten Ochsen in seinen Sack. Ich will sich lange besehen, sprach er, und nehm, was kommt, damit der Sack nur voll wird. Wie alles darin stak, ging doch noch viel hinein. Da sprach er: Ich will dem Ding nur ein Ende machen, man bindet wohl einmal einen Sack zu, wenn er auch noch nicht voll ist. Dann huckte er ihn auf den Rücken und ging mit seinen Gesellen fort. Als der König nun sah, wie der einzige Mann des ganzen Landes der Reichtum vortrug, ward er zornig und ließ seine Reiterei aufsitzen. Die sollten den Sechsen nachjagen und hatten Befehl, dem Starken den Sack wieder abzunehmen. 2 Regimenter holten sie bald ein und riefen ihnen zu: Ihr seid Gefangene, legt den Sack mit dem Gold nieder oder ihr werdet zusammengehauen. Was sagt ihr? Sprach der Bläser. Wir wären Gefangene, eher sollt ihr sämtlich in der Luft herumtanzen. Hielt das eine Nasenloch zu und blies mit dem anderen die beiden Regimenter an. Da fuhren sie auseinander und in die blaue Luft über alle Berge weg, der eine hierhin, der andere dorthin. Ein Feldwebel rief um Gnade, er hätte 9 Wunden und wäre ein braver Kerl, der den Schimpf nicht verdiente. Da ließ der Bläser ein wenig nach, so dass er ohne Schaden wieder herabkam. Dann sprach er zu ihm: Nun geh heim zum König und sag, er sollte nur noch mehr Reiterei schicken. Ich wollte sie alle in die Luft blasen. Der König, als er den Bescheid vernahm, sprach: Lass die Kerle gehen, die haben etwas an sich. Da brachten die 6 den Reichtum heim, teilten ihn unter sich und lebten vergnügt bis an ihr Ende. Ein Müller war nach und nach in Armut geraten und hatte nichts mehr als seine Mühle und einen großen Apfelbaum dahinter. Einmal war er in den Wald gegangen, Holz zu holen. Da trat ein alter Mann zu ihm, den er noch niemals gesehen hatte, und sprach: Was quälst du dich mit Holzhacken? Ich will dich reich machen, wenn du mir versprichst, was hinter deiner Mühle steht. Was kann das anders sein als mein Apfelbaum? Dachte der Müller, sagte ja und verschrieb es dem fremden Manne. Der aber lachte höhnisch und sagte: Nach 3 Jahren will ich kommen und abholen, was mir gehört, und ging fort. Als der Müller nach Hause kam, trat ihm seine Frau entgegen und sprach: Sage mir, Müller, woher kommt der plötzliche Reichtum in unserem Haus?
Auf einmal sind alle Kisten und Kasten voll. Kein Mensch hat's hereingebracht und ich weiß nicht, wie es zugegangen ist. Er antwortete, das kommt von einem fremden Manne, der mir im Walde begegnet ist und mir große Schätze verheißen hat. Ich habe ihm dagegen verschrieben, was hinter der Mühle steht. Den großen Apfelbaum können wir wohl dafür geben. Ach Mann, sagte die Frau erschrocken. Das ist der Teufel gewesen. Den Apfelbaum hat er nicht gemeint, sondern unsere Tochter. Die stand hinter der Mühle und kehrte den Hof. Die Müllerstochter war ein schönes und frommes Mädchen und lebte die 3 Jahre in Gottesfurcht und ohne Sünde. Als nun die Zeit herum war und der Tag kam, wo sie der Böse holen wollte, da wusch sie sich rein und machte mit Kreide einen Kranz um sich. Der Teufel erschien ganz früh, aber er konnte ihr nicht nahe kommen. Zornig sprach er zum Müller, »Tu ihr alles weg, damit sie sich nicht mehr waschen kann, denn sonst habe ich keine Gewalt über sie.« Der Müller fürchtete sich und tat es. Am anderen Morgen kam der Teufel wieder, aber sie hatte auf ihre Hände geweint und sie waren ganz rein. Da konnte er ihr wieder nichts anhaben und sprach wütend zu dem Müller, »Hau ihr die Hände ab, sonst kann ich ihr nichts anhaben.« Der Müller entsetzte sich und antwortete, »Wie könnte ich meinem eigenen Kind die Hände abhauen?« Da drohte ihm der Böse und sprach, »Wo du es nicht tust, so bist du mein, und ich hole dich selber.« Dem Vater ward Angst, und er versprach ihm zu gehorchen. Da ging er zu dem Mädchen und sagte, »Mein Kind, wenn ich dir nicht beide Hände abhaue, so führt mich der Teufel fort, und in der Angst habe ich es ihm versprochen. Hilf mir doch in meiner Not und verzeih mir, was ich dir Böses antue.« Sie antwortete, »Lieber Vater, macht mit mir, was ihr wollt, ich bin euer Kind.« Darauf legte sie beide Hände hin und ließ sie sich abhauen. Der Teufel kam zum 3. Mal, aber sie hatte so lange und so viel auf die Stümpfe geweint, dass sie doch ganz rein waren. Da musste er weichen und hatte alles Recht auf sie verloren. Der Müller sprach zu ihr, »Ich habe so großes Gut durch dich gewonnen, ich will dich zeitlebens aufs Köstlichste halten.« Sie antwortete aber, »Hier kann ich nicht bleiben, ich will fortgehen. Mitleidige Menschen werden mir schon so viel geben, als ich brauche.« Darauf ließ sie sich die verstümmelten Arme auf den Rücken binden, und mit Sonnenaufgang machte sie sich auf den Weg und ging den ganzen Tag, bis es Nacht ward. Da kam sie zu einem königlichen Garten, und bei Mondschimmer sah sie, dass Bäume voll schöner Früchte darin standen. Aber sie konnte nicht hinein, denn es war ein Wasser darum. Und weil sie den ganzen Tag gegangen war und keinen Bissen genossen hatte, der Hunger sie quälte, so dachte sie, »Ach, wäre ich darin, damit ich etwas von den Früchten esse, sonst muss ich verschmachten.« Da kniete sie nieder, rief Gott den Herrn an und betete. Auf einmal kam ein Engel daher. Der machte eine Schleuse in dem Wasser zu, so dass der Graben trocken ward und sie hindurchgehen konnte. Nun ging sie in den Garten und der Engel ging mit ihr. Sie sah einen Baum mit Obst, das waren schöne Birnen, aber sie waren alle gezählt. Da trat sie hinzu und aß eine mit dem Munde vom Baume ab, ihren Hunger zu stillen, aber nicht mehr. Der Gärtner sah es mit an, weil aber der Engel dabei stand, fürchtete er sich und meinte, das Mädchen wäre ein Geist, schwieg still und getraute sich nicht zu rufen oder den Geist anzureden. Als sie die Birne gegessen hatte, war sie gesättigt und ging und versteckte sich in das Gebüsch. Der König, dem der Garten gehörte, kam am anderen Morgen herab. Da zählte er und sah, dass eine der Birnen fehlte und fragte den Gärtner, wo sie hingekommen wäre. Sie läge nicht unterm Baume und wäre doch weg. Da antwortete der Gärtner, »Vorige Nacht kam ein Geist herein, der hatte keine Hände und aß eine mit dem Munde ab.« Der König sprach, »Wie ist der Geist über das Wasser hereingekommen? Und wo ist er hingegangen, nachdem er die Birne gegessen hatte?« Der Gärtner antwortete, »Es kam jemand in schneeweißen Kleide vom Himmel, der hat die Schleuse zugemacht und das Wasser gehemmt, damit der Geist durch den Graben gehen konnte. Und weil es ein Engel gewesen sein muss, so habe ich mich gefürchtet, nicht gefragt und nicht gerufen. Als der Geist die Birne gegessen hatte, ist er wieder zurückgegangen.« Der König sprach, »Verhält es sich, wie du sagst, so will ich diese Nacht bei dir wachen.« Als es dunkel ward, kam der König in den Garten und brachte einen Priester mit, der sollte den Geist anreden. Alle 3 setzten sich unter den Baum und gaben Acht.
Um Mitternacht kam das Mädchen aus dem Gebüsch gekrochen, trat zu dem Baum und aß wieder mit dem Munde eine Birne ab. Neben ihr aber stand der Engel im weißen Kleide. Da ging der Priester hervor und sprach: »Bist du von Gott gekommen oder von der Welt? Bist du ein Geist oder ein Mensch?« Sie antwortete: »Ich bin kein Geist, sondern ein armer Mensch, von allen verlassen, nur von Gott nicht.« Der König sprach: »Wenn du von aller Welt verlassen bist, so will ich dich nicht verlassen.« Er nahm sie mit sich in sein königliches Schloss, und weil sie so schön und fromm war, liebte er sie von Herzen, ließ ihr silberne Hände machen und nahm sie zu seiner Gemahlin. Nach einem Jahre musste der König über Feld ziehen. Da befahl er die junge Königin seiner Mutter und sprach: »Wenn sie ins Kindbett kommt, so haltet und verpflegt sie wohl und schreibt mir's gleich in einem Briefe.« Nun gebar sie einen schönen Sohn. Da schrieb es die alte Mutter eilig und meldete ihm die frohe Nachricht. Der Bote aber ruhte unterwegs an einem Bache, und da er von dem langen Wege ermüdet war, schlief er ein. Da kam der Teufel, welcher der frommen Königin immer zu schaden trachtete, und vertauschte den Brief mit einem anderen. Darin stand, dass die Königin einen Wechselbalg zur Welt gebracht hätte. Als der König den Brief las, erschrak er und betrübte sich sehr. Doch schrieb er zur Antwort, sie sollten die Königin wohlhalten und pflegen bis zu seiner Ankunft. Der Bote ging mit dem Brief zurück, ruhte an der nämlichen Stelle und schlief wieder ein. Da kam der Teufel abermals und legte ihm einen anderen Brief in die Tasche. Darin stand, sie sollten die Königin mit ihrem Kinde töten. Die alte Mutter erschrak heftig, als sie den Brief erhielt, konnte es nicht glauben und schrieb dem Königin noch einmal. Aber sie bekam keine andere Antwort, weil der Teufel dem Boten jedes Mal einen falschen Brief unterschob. Und in dem letzten Briefe stand noch, sie sollten zum Wahrzeichen Zunge und Auge der Königin aufheben. Aber die alte Mutter weinte, dass so unschuldiges Blut sollte vergossen werden, ließ in der Nacht eine Hirschkuh holen, schnitt ihr Zunge und Augen aus und hob sie auf. Dann sprach sie zu der Königin: »Ich kann dich nicht töten lassen, wie der König befiehlt, aber länger darfst du nicht hier bleiben. Geh mit deinem Kinde in die weite Welt hinein und komm nie wieder zurück.« Sie band ihr das Kind auf den Rücken, und die arme Frau ging mit weiniglichen Augen fort. Sie kam in einen großen wilden Wald. Da setzte sie sich auf ihre Knie und betete zu Gott. Und der Engel des Herrn erschien ihr und führte sie zu einem kleinen Haus. Darin war ein Schildchen mit den Worten: »Hier wohnt ein jeder frei.« Aus dem Häuschen kam eine schneeweiße Jungfrau, die sprach: »Willkommen, Frau Königin«, und führte sie hinein. Da band sie ihr den kleinen Knaben von dem Rücken und hielt ihn an ihre Brust, damit er trank, und legte ihn dann auf ein schönes gemachtes Bettchen. Da sprach die arme Frau: »Woher weißt du, dass ich eine Königin war?« Die weiße Jungfrau antwortete: »Ich bin ein Engel, von Gott gesandt, dich und dein Kind zu verpflegen.« Da blieb sie in dem Hause 7 Jahre und war wohl verpflegt. Und durch Gottes Gnade wegen ihrer Frömmigkeit wuchsen ihr die abgehauenen Hände wieder. Der König kam endlich aus dem Felde wieder nach Hause. Und sein erstes war, dass er seine Frau mit dem Kinde sehen wollte. Da fing die alte Mutter an zu weinen und sprach: »Du böser Mann, was hast du mir geschrieben, dass ich 2 unschuldige Seelen ums Leben bringen sollte?« Und zeigte ihm die beiden Briefe, die der Böse verfälscht hatte, und sprach weiter: »Ich hab getan, was du befohlen hast«, und wies ihm die Wahrzeichen, Zunge und Augen. Da fing der König an, noch viel bitterlicher zu weinen über seine arme Frau und sein Söhnlein, dass es die alte Mutter erbarmte und sie zu ihm sprach: »Gib dich zufrieden, sie lebt noch. Ich habe eine Hirschkuh heimlich schlachten lassen und von dieser die Wahrzeichen genommen. Deiner Frau aber habe ich ihr Kind auf den Rücken gebunden und sie geheißen, in die weite Welt zu gehen. Und sie hat versprechen müssen, nie wieder hierher zu kommen, weil du so zornig über sie wärst.« Da sprach der König: »Ich will gehen, soweit der Himmel blau ist, und nicht essen und nicht trinken, bis ich meine liebe Frau und mein Kind wiedergefunden habe, wenn sie nicht in der Zeit umgekommen oder hungers gestorben sind.« Darauf zog der König umher, an die 7 Jahre lang, und suchte sie in allen Steinklippen und Felsenhöhlen, aber er fand sie nicht, dachte, sie wäre verschmachtet.
Er aß nicht und trank nicht während dieser ganzen Zeit, aber Gott erhielt ihn. Endlich kam er in einem großen Wald und fand darin das kleine Häuschen, darin das Schildchen mit den Worten »Hier wohnt ein jeder frei«. Da kam die weiße Jungfrau heraus, nahm ihn bei der Hand und führte ihn hinein und sprach »Seid willkommen, Herr König«, und fragte ihn, wo er herkäme. Er antwortete »Ich bin bald 7 Jahre umhergezogen und suche meine Frau mit ihrem Kinde, ich kann sie aber nicht finden.« Der Engel bot ihm Essen und Trinken an, er nahm es aber nicht und wollte nur ein wenig ruhen. Da legte er sich schlafen und deckte ein Tuch über sein Gesicht. Darauf ging der Engel in die Kammer, wo die Königin mit ihrem Sohne saß, den sie gewöhnlich Schmerzenreich nannte, und sprach zu ihr, »Geh heraus mitsamt deinem Kinde, dein Gemahl ist gekommen.« Da ging sie hin, wo er lag, und das Tuch fiel ihm vom Angesicht. Da sprach sie, »Schmerzenreich, heb deinem Vater das Tuch auf und decke ihm sein Gesicht wieder zu.« Das Kind hob es auf und deckte es wieder über sein Gesicht. Das hörte der König im Schlummer und ließ das Tuch noch einmal gerne fallen. Da ward das Knäbchen ungeduldig und sagte, »Liebe Mutter, wie kann ich meinem Vater das Gesicht zudecken? Ich habe ja keinen Vater auf der Welt. Ich habe das Beten gelernt. Unser Vater, der du bist im Himmel, da hast du gesagt, mein Vater wäre im Himmel und wäre der liebe Gott. Wie soll ich einen so wilden Mann kennen? Der ist mein Vater nicht.« Wie der König das hörte, richtete er sich auf und fragte, wer sie wäre. Da sagte sie, »Ich bin deine Frau, und das ist dein Sohn Schmerzenreich.« Und er sah ihre lebendigen Hände und sprach, »Meine Frau hatte silberne Hände.« Sie antwortete, »Die natürlichen Hände hat mir der gnädige Gott wieder wachsen lassen.« Und der Engel ging in die Kammer, holte die silbernen Hände und zeigte sie ihm. Da sah er erst gewiss, dass es seine liebe Frau und sein liebes Kind war, und küsste sie und war froh und sagte, »Ein schwerer Stein ist von meinem Herzen gefallen.« Da speiste sie der Engel Gottes noch einmal zusammen. Und dann gingen sie nach Hause zu seiner alten Mutter. Da war große Freude überall, und der König und die Königin hielten noch einmal Hochzeit. Und sie lebten vergnügt bis an ihr seliges Ende. Es war ein armer Bauersmann, der saß abends beim Herd und schürte das Feuer, und die Frau saß und spann. Da sprach er, »Wie ist so traurig, dass wir keine Kinder haben. Es ist so still bei uns, und in den anderen Häusern ist so laut und lustig.« »Ja«, antwortete die Frau und seufzte, »wenn's nur ein einziges wäre, und wenn's auch ganz klein wäre, nur daumensgroß, so wollte ich schon zufrieden sein. Wir hätten's doch von Herzen lieb.« Nun geschah es, dass die Frau kränklich ward und nach 7 Monaten ein Kind gebar, das war an allen Gliedern vollkommen, aber nicht länger als ein Daumen war. Da sprachen sie, »Es ist, wie wir es gewünscht haben, und es soll unser liebes Kind sein«, und nannten es nach seiner Gestalt, Daumestick. Sie ließen es nicht an Nahrung fehlen, aber das Kind ward nicht größer, sondern blieb, wie es in der ersten Stunde gewesen war. Doch schaute es verständig aus den Augen und zeigte sich bald als sein kluges und behendes Ding, dem alles glückte, was es anfing. Der Bauer machte sich eines Tages fertig, in den Wald zu gehen und Holz zu fällen. Da sprach er so vor sich hin, »Nun wollte ich doch, dass einer da wäre, der mir den Wagen nachbrächte.« »O Vater«, rief Daumestick, »den Wagen will ich schon bringen, verlasst euch darauf, er soll zur bestimmten Zeit im Walde sein.« Da lachte der Mann und sprach, »Wie sollte das zugehen? Du bist viel zu klein, um das Pferd mit dem Zügel zu leiten.« »Das tut nichts, Vater. Wenn nur die Mutter anspannen will, ich setze mich dem Pferd ins Ohr und rufe ihm zu, wie es gehen soll.« »Nun«, antwortete der Vater, »einmal wollen wir es versuchen.« Als die Stunde kam, spannte die Mutter an und setzte Daumestick ins Ohr des Pferdes. Und dann rief der Kleine, wie das Pferd gehen sollte. »Jü und Jo, Hott und Ha!« Da ging es ganz ordentlich, als wie bei einem Meister. Und der Wagen fuhr den rechten Weg nach dem Walde. Es trug sich zu, als er eben um die Ecke bog und der Kleine »Ha, Ha!« rief, dass 2 fremde Männer daherkamen.
Mein, sprach der eine, was ist das? Da fährt ein Wagen und ein Fuhrmann ruft dem Pferde zu und ist doch nicht zu sehen. Das geht nicht mit rechten Dingen zu, sagte der andere. Wir wollen dem Karren folgen und sehen, wo er anhält. Der Wagen aber fuhr vollends in den Wald hinein und richtig zu dem Platze, wo das Holz gehauen ward. Als Daumestick seinen Vater erblickte, rief er ihm zu, »Siehst du, Vater, da bin ich mit dem Wagen, nun hol mich herunter!« Der Vater fasste das Pferd mit der linken und holte mit der rechten sein Söhnlein aus dem Ohr, das sich ganz lustig auf einen Strohhalm niedersetzte. Als die beiden fremden Männer den Daumestick erblickten, wussten sie nicht, was sie vor Verwunderung sagen sollten. Da nahm der eine den anderen beiseite und sprach, »Hör, der kleine Kerl könnte unser Glück machen, wenn wir ihn in einer großen Stadt vor Geld sehen ließen. Wir wollen ihn kaufen.« Sie gingen zu dem Bauer und sprachen, »Verkauft uns den kleinen Mann, er soll's gut bei uns haben.« »Nein«, antwortete der Vater, »es ist mein Herzblatt und ist mir für alles Gold der Welt nicht feil.« Daumestick aber, als er von dem Handel gehört, war an den Rockfalten seines Vaters hinaufgekrochen, stellte sich ihm auf die Schulter und wisperte ihm ins Ohr, »Vater, gib mich nur hin, ich will schon wieder zurückkommen.« Da gab ihn der Vater für ein schönes Stück Geld den beiden Männern hin. »Wo willst du sitzen?« sprachen sie zu ihm. »Ach, setz mich nur auf den Rand von euren Hut, da kann ich auf- und abspazieren und die Gegend betrachten und falle doch nicht herunter.« Sie taten ihm den Willen, und als Daumestick Abschied von seinem Vater genommen hatte, machten sie sich mit ihm fort. So gingen sie, bis es dämmerig ward. Da sprach der Kleine, »Hebt mich einmal herunter, es ist nötig.« »Bleib nur droben«, sprach der Mann, auf dessen Kopf er saß. »Ich will mir nichts draus machen, die Vögel lassen mir auch manchmal was drauf fallen.« »Nein«, sprach Daumestick, »ich weiß auch, was sich schickt, hebt mich nur geschwind herab.« Der Mann nahm den Hut ab und setzte den Kleinen auf einen Acker am Weg. Da sprang und kroch er ein wenig zwischen den Schollen hin und her. Dann schlüpfte er plötzlich in ein Mausloch, das er sich ausgesucht hatte. »Guten Abend, ihr Herren, geht nur ohne mich heim«, rief er ihnen zu und lachte sie aus. Sie liefen herbei und stachen mit Stöcken in das Mausloch, aber das war vergebliche Mühe. Daumestick kroch immer weiter zurück, und da es bald ganz dunkel ward, so mussten sie mit Ärger und mit leerem Beutel wieder heimwandern. Als Daumestick merkte, dass sie fort waren, kroch er aus dem unterirdischen Gang wieder hervor. »Es ist auf dem Acker in der Finsternis so gefährlich zu gehen«, sprach er, »wie leicht bricht einer Hals und Bein.« Zum Glück stieß er an ein leeres Schneckenhaus. »Gottlob«, sagte er, »da kann ich die Nacht sicher verbringen«, und setzte sich hinein. Nicht lang, als er eben einschlafen wollte, so hörte er zwei Männer vorübergehen. Davon sprach der eine, »Wie wir es nur anfangen, um den reichen Pfarrer sein Geld und sein Silber zu holen.« »Das könnte ich dir sagen«, rief Daumestick dazwischen. »Was war?« sprach der eine Dieb erschrocken. »Ich hörte jemand sprechen.« Sie blieben stehen und horchten. Da sprach Daumestick wieder, »Nehmt mich mit, so will ich euch helfen.« »Wo bist du denn?« »Sucht nur auf der Erde und merkt, wo die Stimme herkommt«, antwortete er. Da fanden ihn endlich die Diebe und hoben ihn in die Höhe. »Du kleiner Wicht, was willst du uns helfen?« sprachen sie. »Seht«, antwortete er, »ich krieche zwischen den Eisenstäben in die Kammer des Pfarrers und reiche euch heraus, was ihr haben wollt.« »Wohlan«, sagten sie, »wir wollen sehen, was du kannst.« Als sie bei dem Pfarrhaus kamen, kroch Daumestick in die Kammer, schrie aber gleich aus Leibeskräften, »Wollt ihr alles haben, was hier ist?« Die Diebe erschraken und sagten, »Sprich doch leise, damit du niemand aufweckst.« Aber Daumestick tat, als hätte er sie nicht verstanden, und schrie von Neuem, »Was wollt ihr? Wollt ihr alles haben, was hier ist?« Das hörte die Köchin, die in der Stube daran schlief, richtete sich im Bette auf und horchte. Die Diebe aber waren vor Schreck ein Stück Wegs zurückgelaufen. Endlich fassten sie wieder Mut und dachten, »Der kleine Kerl will uns nur necken.« Sie kamen zurück und flüsterten ihm zu, »Nun mach ernst und reiche uns etwas heraus.« Da schrie Daumestick noch einmal, so laut er konnte, »Ich will euch ja alles geben, reicht nur die Hände herein.« Das hörte die horchende Magd ganz deutlich, sprang aus dem Bett und stolperte zur Tür herein. Die Diebe liefen fort und rannten, als wäre der wilde Jäger hinter ihnen.
Die Magd aber, als sie nichts bemerken konnte, ging ein Licht anzuzünden. Wie sie damit herbeikam, machte sich Daumestick, ohne dass er gesehen wurde, hinaus in die Scheune. Die Magd aber, nachdem sie alle Winkel durchsucht und nichts gefunden hatte, legte sich wieder zu Bett und glaubte, sie hätte mit offenen Augen und Ohren doch nur geträumt. Daumestick war in den Heuhelmchen herumgeklettert und hatte einen schönen Platz zum Schlafen gefunden. Da wollte er sich ausruhen, bis es Tag wäre und dann zu seinen Eltern wieder heimgehen. Aber er musste andere Dinge erfahren. Ja, es gab viel Trübsal und Not auf der Welt. Die Magd stieg, als der Tag graute, schon aus dem Bette, um das Vieh zu füttern. Ihr erster Gang war in die Scheune, wo sie einen Arm voll Heu packte und gerade dasjenige, worin der arme Daumestick lag und schlief. Er schlief aber so fest, dass er nichts gewahr ward und nicht eher aufwachte, als er bis in dem Maul der Kuh war, die ihn mit dem Heu aufgerafft hatte. »Oh Gott«, rief er, »wie bin ich in die Walkmühle geraten?« Merkte aber bald, wo er war. Da hieß es aufpassen, dass er nicht zwischen die Zähne kam und zermalmt ward, und hernach musste er doch mit dem Magen hinabrutschen. »In dem Stübchen sind die Fenster vergessen«, sprach er, »und scheint keine Sonne hinein, ein Licht wird auch nicht gebracht.« Überhaupt gefiel ihm das Quartier schlecht. Und was das Schlimmste war, es kam immer mehr neues Heu zur Türe herein, und der Platz ward immer enger. Da rief er endlich in die Angst, so laut er konnte, »Bringt mir kein frisches Futter mehr, bringt mir kein frisches Futter mehr!« Die Magd melkte gerade die Kuh, und als sie sprechen hörte, ohne jemand zu sehen, und es dieselbe Stimme war, die sie auch in der Nacht gehört hatte, erschrak sie so, dass sie von ihrem Stühlchen herabglitschte und die Milch verschüttete. Sie lief in der größten Hast zu ihrem Herrn und rief, »Ach Gott, Herr Pfarrer, die Kuh hat geredet!« »Du bist verrückt«, antwortete der Pfarrer, ging aber doch selbst in den Stall und wollte nachsehen, was es da gäbe. Kaum aber hatte er den Fuß hineingesetzt, so rief Daumestick aufs Neue, »Bringt mir kein frisches Futter mehr, bringt mir kein frisches Futter mehr!« Da erschrak der Pfarrer selbst, meinte, es wäre ein böser Geist in die Kuh gefahren und hieß sie töten. Die ward geschlachtet, der Magen aber, worin Daumestick steckte, auf den Mist geworfen. Daumestick hatte große Mühe, sich hindurchzuarbeiten und hatte große Mühe damit, doch brachte er es so weit, dass er Platz bekam. Aber als er eben sein Haupt herausstrecken wollte, kam ein neues Unglück. Ein hungriger Wolf lief heran und verschlang den ganzen Magen mit einem Schluck. Daumestick verlor den Mut nicht. »Vielleicht«, dachte er, »lässt der Wolf mit sich reden« und rief ihm aus dem Wanze zu, »Lieber Wolf, ich weiß dir einen herrlichen Fraß.« »Wo ist der zu holen?« sprach der Wolf. »In dem und dem Haus, da musst du durch die Gosse hineinkriechen und was Kuchen, Speck und Wurst finden, so viel du essen willst.« Und beschrieb ihm genau seines Vaters Haus. Der Wolf ließ sich das nicht zweimal sagen, drängte sich in der Nacht zur Gosse hinein und fraß in der Vorratskammer nach Herzenslust. Als er sich gesättigt hatte, wollte er wieder fort, aber er war so dick geworden, dass er denselben Weg nicht wieder hinaus konnte. Darauf hatte Daumestick gerechnet und fing nun in dem Leib des Wolfes einen gewaltigen Lärm zu machen, tobte und schrie, was er konnte. »Willst du stille sein?« sprach der Wolf. »Du weckst die Leute auf.« »Hei, was?« antwortete der Kleine. »Du hast dich satt gefressen, ich will mich auch lustig machen.« Und fing von Neuem an, aus allen Kräften zu schreien. Davon erwachte endlich sein Vater und seine Mutter, liefen an die Kammer und schauten durch die Spalte hinein. Wie sie sahen, dass ein Wolf darin hauste, liefen sie davon. Der Mann holte die Axt und die Frau die Sense. »Bleib da hinten«, sprach der Mann, als sie in die Kammer traten. »Wenn ich ihm einen Schlag gegeben habe und er davon nicht tot ist, so musst du auf ihn einhauen und ihm den Leib zerschneiden.« Da hörte Daumestick die Stimme seines Vaters und rief, »Lieber Vater, ich bin hier, ich stecke im Leib des Wolfes.« Sprach der Vater voll Freuden, »Gottlob, unser liebes Kind hat sich wiedergefunden.« Und hieß die Frau die Sense wegtun, damit Daumestick nicht beschädigt würde. Danach holte er aus und schlug dem Wolf einen Schlag auf den Kopf, dass er tot niederstürzte. Dann suchten sie Messer und Schere, schnitten ihm den Leib auf und zogen den Kleinen wieder hervor. »Ah«, sprach der Vater, »was haben wir für Sorge um dich ausgestanden?«
Ja, Vater, ich bin viel in der Welt herumgekommen. Gottlob, dass ich wieder frische Luft schöpfe. Wo bist du denn all gewesen? Ach, Vater, ich war in einem Mauseloch, in einer Kuhbauch und in eines Wolfes Wanst. Nun bleib ich bei euch. Und wir verkaufen dich um alle Reichtümer der Welt nicht wieder, sprachen die Eltern, herzten und küssten ihren lieben Daumestick. Sie gaben ihm zu essen und trinken und ließen ihm neue Kleider machen, denn die seinigen waren ihm auf der Reise verdorben. Es hatte ein Bauer einen treuen Hund, der Sultan hieß. Der war alt geworden und hatte alle Zähne verloren, so dass er nichts mehr festpacken konnte. Zu einer Zeit stand der Bauer mit seiner Frau vor der Haustüre und sprach: »Den alten Sultan schieße ich morgen tot, der ist so nichts mehr nütze.« Die Frau, die Mitleid mit dem treuen Tiere hatte, antwortete: »Da er uns so lange Jahr gedient hat und ehrlich bei uns gehalten, so könnten wir ihm wohl das Gnadenbrot geben.« »Ei, was?« sagte der Mann. »Du bist nicht recht gescheit. Er hat keinen Zahn mehr im Maul und kein Dieb fürchtet sich vor ihm. Er kann jetzt abgehen. Hat er uns gedient, so hat er sein gutes Fressen dafür gekriegt.« Der arme Hund, der nicht weit davon in der Sonne ausgestreckt lag, hatte alles mit angehört und war traurig, dass morgen sein letzter Tag sein sollte. Er hatte einen guten Freund, das war der Wolf, zu dem schlich er abends hinaus in den Wald und klagte über das Schicksal, das ihm bevorstände. »Höre, Gevatter«, sagte der Wolf, »sei guten Mutes, ich will dir aus deiner Not helfen. Ich habe etwas ausgedacht. Morgen in aller Frühe geht dein Herr mit seiner Frau ins Heu und sie nehmen ihr kleines Kind mit, weil niemand im Haus zurückbleibt. Sie pflegen das Kind während der Arbeit hinter der Hecke in den Schatten zu legen. Lege dich daneben, gleich als wolltest du es bewachen. Ich will dann aus dem Wald herauskommen und das Kind rauben. Du musst mir eifrig nachspringen, als wolltest du mir es wieder abjagen. Ich lass es fallen und du bringst es den Eltern wieder zurück. Die glauben dann, du hättest es gerettet und sind viel zu dankbar, als dass sie dir ein Leid antun wollen. Im Gegenteil, du kommst in völlige Gnade und sie werden es dir an nichts mehr fehlen lassen.« Der Anschlag gefiel dem Hund und wie er ausgedacht war, so ward er auch ausgeführt. Der Vater schrie, als er den Wolf mit seinem Kinde durchs Feld laufen sah. Als es aber der alte Sultan zurückbrachte, da war er froh, streichelte ihn und sagte: »Dir soll kein Härchen gekrümmt werden. Du sollst das Gnadenbrot essen, solange du lebst.« Zu seiner Frau aber sprach er: »Geh gleich heim und koche dem alten Sultan einen Wegbrei, den braucht er nicht zu beißen, und bring das Kopfkissen aus dem Bette, das schenke ich ihm zu seinem Lager.« Von nun an hatte es der alte Sultan so gut, als er sich's nur wünschen konnte. Bald hiernach besuchte ihn der Wolf und freute sich, dass alles so wohl gut gelungen war. »Aber Gevatter«, sagte er, »du wirst doch ein Auge zudrücken, wenn ich bei Gelegenheit deinem Herrn ein fettes Schaf weghole. Es wird einem heutzutage schwer, sich durchzuschlagen.« »Darauf rechne nicht«, antwortete der Hund. »Mein Herrn bleibe ich treu, das darf ich nicht zugeben.« Der Wolf meinte, das wäre nicht im Ernste gesprochen, kam in der Nacht herangeschlichen und wollte sich das Schaf holen. Aber der Bauer, dem der treue Sultan das Vorhaben des Wolfes verraten hatte, passte ihm auf und kämmte ihm mit dem Dreschflegel garstig die Haare. Der Wolf musste ausreißen, schrie aber dem Hund zu: »Wart, du schlechter Geselle, dafür sollst du büßen.« Am anderen Morgen schickte der Wolf das Schwein und ließ den Hund hinaus in den Wald fordern, da wollten sie ihre Sache ausmachen. Der alte Sultan konnte keinen Beistand finden als eine Katze, die nur drei Beine hatte, und als sie zusammen hinausgingen, humpelte die arme Katze daher und streckte zugleich vor Schmerz den Schwanz in die Höhe. Der Wolf und sein Beistand waren schon an Ort und Stelle. Als sie aber ihren Gegner daherkommen sahen, meinten sie, er führte ein Säbel mit sich, weil sie den aufgerichteten Schwanz der Katze dafür ansahen. Und wenn das arme Tier so auf drei Beinen hüpfte, dachten sie nicht anders, als es höbe jedes Mal einen Stein auf, wollte damit auf sie werfen. Da ward ihnen beiden Angst. Das wilde Schwein verkroch sich ins Laub und der Wolf sprang auf einen Baum.
Der Hund und die Katze, als sie herankamen, wunderten sich, dass sich niemand sehen ließ. Das wilde Schwein aber hatte sich im Laub nicht ganz verstecken können, sondern die Ohren ragten noch heraus. Während die Katze sich bedächtig umschaute, zwinste das Schwein mit den Ohren. Die Katze, welche meinte, es regte sich da eine Maus, sprang darauf zu und biss herzhaft hinein. Da erhob sich das Schwein mit großem Geschrei, lief fort und rief: »Dort auf dem Baum, da sitzt der Schuldige!« Der Hund und die Katze schauten hinauf und erblickten den Wolf. Der schämte sich, dass er sich so furchtsam gezeigt hatte, und nahm von dem Hund den Frieden an.